Alle zu unserer heutigen 44. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie. Insbesondere begrüße ich Frau Senatorin Günther Wünsch und Herrn Staatssekretär Lieke. Ich darf darauf hinweisen, dass die Sitzung live auf der Homepage des Abgeordnetenhauses als Stream übertragen wird. Überdies wird die Videoaufzeichnung der Sitzung im Nachgang auf der Homepage des Abgeordnetenhauses in der Mediathek abrufbar sein. Diese Ausschusssitzung ist öffentlich. Ich stelle fest, dass die Presse nach der Hausordnung der Präsidentin Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Ihnen liegt die Tagesordnung mit der Einladung und mit der Mitteilung zur Einladung vom 27. September 2024 vor. Besteht mit dieser Tagesordnung Einvernehmen? Das ist der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung der Aktuellen Viertelstunde. Die Fraktionen haben zum Teil schriftliche Fragen zu der Aktuellen Viertelstunde eingereicht. Diese rufe ich in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs auf. Jede Fraktion hat das Recht, zu ihrer eigenen Frage auch eine Nachfrage zu stellen. Wir beginnen mit der Fraktion Die Linke. Frau Seidel, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere Frage lautet, wie viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind derzeit in Berlin untergebracht? Wie schätzt der Senat die Zuwachszahlen über die Herbst-Winterzeit ein und welche Vorkehrungen werden diesbezüglich getroffen? Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, Frau Seidel, vielen Dank für die Frage. Es ist ja immer doch noch ein aktuelles Thema, ein Dauerthema. Ich würde dann auch gleich einsteigen mit den Zahlen. Zum 7.10., also am Montag, waren im Land Berlin insgesamt 2.808 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Land Berlin erfasst und untergebracht und erhalten dementsprechend auch Leistungen der Jugendhilfe. Davon, von diesen 2.808, befinden sich 1.691 in der Zuständigkeit der bezirklichen Jugendämter und 1.117 in der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Sie erinnern sich sicherlich daran, die Bezirke hatten ja dann doch irgendwie gerade in den letzten zwei Jahren ein erhöhtes Aufkommen und Probleme. Und wir haben damals die Entscheidung getroffen, insbesondere letztes Jahr, dass wir auch im Bildungsverwaltung eine Zuständigkeit schaffen, um auch die Bezirke zu entlassen und den Kinderschutz zu gewähren. Die Umf-Ersterfassungszahlen liegen seit Jahresbeginn mit knapp 1.400 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen deutlich unter den Werten der beiden Vorjahre. Damals waren es 3.200 im Jahr 2022 und 3.100 im Jahr 2023, die als neue Fälle erfasst worden sind. Somit gehen wir von einer Prognose bis zum Jahresende von ca. 1.800 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus. Wir haben eine Unterbringungskapazität von 1.598 Plätzen im System der SEN-BJF, die auch in den letzten Jahren, wo ja wie gesagt der Druck noch wesentlich höher war, aufgebaut worden sind. Demzufolge gehen wir auch davon aus, dass wir jederzeit Platz- und Betreuungskapazitäten im Erstaufnahmesystem verfügbar machen können oder zur Verfügung stellen können, sollten die Ersterfassungszahlen nicht die von uns prognostizierten 1.800 oder zu erwarteten 1.800 übersteigen. Das möchte ich noch mal betonen. Nur wenn wir in dieser geringeren Zahl bleiben, wie ich sie gerade erwähnt habe und wie wir sie auch annehmen für dieses Jahr, dann passt das. Was aber auch bedeutet, dass wir, das war ja Ihre Frage, momentan keine zusätzlichen Plätze aufbauen und zur Verfügung stellen, sondern mit den Arbeiten, die wir bisher im System haben, weil wir einfach in den Jahren zuvor wesentlich höhere Zahlen hatten. Frau Seidel, bitte sehr. Vielen Dank. Das ist erfreulich, wenngleich die Zahlen trotzdem noch sehr hoch sind für junge Menschen, die das hinter sich haben, was die hinter sich haben und dann hier sozusagen alleine ankommen. Das freut mich aber, dass die Platzkapazitäten da sind. Ist denn geplant, die in den Bezirken auch weiter auszubauen? Und wie entwickelt sich das, wenn Sie das wissen? Ansonsten frage ich da auch gerne noch mal anderswo nach. Frau Senatorin, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Seidel, für die Nachfrage. Momentan planen wir nicht weiter auszubauen, sondern die zu erhalten, die wir schon im System haben. Sie wissen, dass wir da ja auch in den letzten Jahren immer eine gewisse Dynamik drin hatten. Wir hatten auch Schließungen zwischendurch und dann wieder Neueröffnungen.
mit der Zahl, die wir momentan haben, wollen wir erstmal arbeiten und die Plätze auch in den Bezirken halten. Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass wir ja gerade im letzten Jahr, wo wir ja innerhalb von 2 Jahren, 22 und 23, sehr hohe Ankommenszahlen hatten, ja auch relativ schnell reagiert haben, obwohl, wenn Sie sich daran erinnern, ich auch letztes Jahr im Sommer und im Frühherbst immer erzählt habe, dass wir eigentlich kurz davor sind, dass das System überläuft, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Ich will aber deutlich machen, dass wir mit einer wesentlich höheren Zahl auch da noch reaktionsfähig waren. Ich möchte dort nicht wieder hinkommen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber wir bauen momentan nicht weiter aus. Das Ziel ist es wirklich, bestehende Angebote zu halten, auch die Bezirke dabei mit zu unterstützen. Wie gesagt, in der Erwartungshaltung, dass das so bleibt. Aber wir wissen auch alle nicht, und Sie sehen ja auch Nachrichten, nehme ich an, wie wir alle, was insbesondere die Situation im Nahen Osten bringt. Auch das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Und das kann ich auch, weil Sie auch insbesondere nach den Wintermonaten fragen, nur bedingt antizipieren. Vielen Dank. Dann kommen wir zur eingereichten Frage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Krüger, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere Frage lautet, wie will der Senat die weitere Finanzierung von Teach First über den 01.01.2025 hinaus sicherstellen und damit das Ende eines wichtigen Programms zur Berufsorientierung und individuellen Förderung verhindern? Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Krüger, für die Frage explizit auch zu dem Träger Teach First. Grundsätzlich möchte ich mal ein was deutlich machen. Wie das immer ist bei Projekten, sind die zeitlich befristet ausgelegt und auch die Finanzierung ist zeitlich befristet ausgelegt. Was ich auch deutlich machen möchte, ist, dass die Art und Weise, wie Teach First momentan agiert, nicht das ist, wie ich mir eine Zusammenarbeit mit einem Träger vorstelle. Ich sage Ihnen das auch ganz deutlich, warum. Teach First war sehr wohl auch mehrmals bei mir im Haus und hat sich nach Möglichkeiten der Übernahme, der Anschlussfinanzierung erkundigt. Und das, was ich übrigens seitdem nur aus der Presse entnehme, obwohl wir Teach First sehr wohl verschiedene Möglichkeiten in Aussicht gestellt haben, entspricht einfach in Teilen nicht der Wahrheit. Teach First hat über das Parlament für das Jahr 2024 einen Aufwuchs erfahren, hat dementsprechend auch Fellows eingestellt. Wir reden inzwischen, das wissen Sie, von 2,4 Millionen, übrigens für 36 Fellows. Das können Sie gerne einmal runterrechnen und das auch den grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern gegenüberstellen, damit wir mal darüber reden, von was für einem Finanzierungsvolumen, für was für eine Quantität wir inzwischen reden. Ich glaube, dass der ein oder andere Träger da ganz große Ohren bekommen könnte. Ich habe Teach First im persönlichen Gespräch in meinem Büro sehr deutlich gemacht, welche Möglichkeiten es gibt. Und sehr wohl hat Teach First die Möglichkeiten, über die Säule 2 des Startchancenprogramms finanziert zu werden. Sehr wohl hat Teach First die Möglichkeit, über die Form der Loffels und andere Möglichkeiten, die wir an unseren Schulen haben, seine Fellows anzustellen. Ich finde die Art und Weise, wie da momentan kommuniziert und agiert wird, unangemessen. Ich finde es auch unangemessen, auf einem Berlin-Tag, der ausschließlich dafür dient, Fachkräfte zu werben für das Land Berlin, eine eigene Agenda zu fahren. Das ist keine Art, wie ich mir Kooperation und Zusammenarbeit vorstelle, zumal im Vorfeld Gespräche und Lösungsoptionen angeboten worden sind. Nichtsdestotrotz habe ich immer ein Interesse daran, im Sinne der Schulen zu arbeiten. Ich habe Teach First auch sehr deutlich gesagt, dass man sich bei 59 Schulen, die insbesondere oder die jetzt inzwischen schon im Stadtchancenprogramm sind, sehr gerne auch an diese Schulen wenden kann. Ich blättere gerade, weil ich Ihnen gerne auch mal sagen möchte, wie viel ISS und Gemeinschaftsschulen und Oberstufenzentren sich jetzt schon unter den Startchancen-Schulen befinden. Unter den 59 Schulen, an die sich Teach First sehr gut wenden könnte, um Fellows neu einzustellen, zu finanzieren, bestehende Fellows unterzubringen, befinden sich 12 ISS, 3 Gemeinschaftsschulen und 6 Oberstufenzentren. Das macht nach meiner Rechnung 21 Schulen von 59, wo Teach First sehr wohl entweder neue Fellows einstellen könnte oder bestehende Fellows auch einen Arbeitsplatz geben könnte. Übrigens mit einer Perspektive von 10 Jahren. Das ist ja immer der Anspruch, den Teach First auch hat, nicht nur ein Schuljahr zu haben. Das Startchancenprogramm ist ein Bund-Länder-Programm. Für 10 Jahre, die Startchancenschulen, die da drin sind, sind dementsprechend auch berücksichtigt.
Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir schon darüber reden, wie wir Lösungen finden, dann auch vertrauensvolle Gespräche führen können und nicht über Protestaktionen und über die Presse miteinander arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist, das Ziel zu verfolgen, eine Senatsverwaltung irgendwie vor sich herzutreiben. Das Zweite ist, was ich auch nicht wirklich gelungen finde in der Debatte, ist, dass wir als Träger nicht nur Tietz Fürst haben. Und ich glaube, Herr Krüger und auch viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen werden mir zustimmen, dass wir insbesondere im Bildungsbereich viele gute Träger und Projekte haben. Und ich höre momentan nur, dass Tietz Fürst erfolgreiche Arbeit macht. Das teile ich nicht. Wir haben viele gute Kooperationspartner. Und wir müssen für einige Lösungen finden. Wenn Sie sich die Haushaltslage im Land Berlin anschauen, das ist ja heute auch noch ein Thema, was Sie mit auf die Tagesordnung gesetzt haben, da halte ich es einfach auch nicht für richtig und kollegial, dass wir nur über einen debattieren in dieser Größenordnung und dann auch noch sagen, dass ausschließlich der gute Arbeit macht. Ich kann die Kollegen von Tietz Fürst nur auffordern oder Sie daran erinnern, was wir gemeinsam für Gespräche geführt haben und was wir Ihnen für Lösungsoptionen aufgezeigt haben. Denn ich habe in den Gesprächen auch Tietz Fürst sehr deutlich gemacht, dass ich ein Interesse daran habe, dass die Fellows, die schon eingearbeitet sind, an unseren Schulen bleiben. Und wenn die Möglichkeit besteht und Tietz Fürst weitere Fellows akquirieren kann, sie, wie gesagt, auch die Möglichkeiten haben, sie über andere Mittel an die Schulen zu bringen. Ich hoffe, dass die Kollegen und die Führungsetage von Tietz Fürst das auch tun wird. Ich kann Ihnen aber auch sagen, unter der aktuellen Haushaltslage wird es im Einzelplan 10 keine Option geben. Was aber nicht bedeutet, was ich gerade deutlich gemacht habe, dass in der bestimmten Systematik für Tietz Fürst nicht genügend Möglichkeiten vorhanden sind, weiterzuarbeiten und auch sein eigenes Modell weiter auszubauen. Vielen Dank. Herr Krüger, Ihre Nachfrage, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Genau, über die PMA und die ganzen anderen Träger werden wir gleich noch sprechen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ich glaube auch nicht, dass uns hier zusteht, zu bewerten, wie bestimmte Träger ihre politischen Interessen vorbringen. Sie haben ja gerade gesagt, es geht um die Schulen. Und wenn wir jetzt wirklich mal nicht an Tietz Fürst schauen, sondern an die Schulen, bedeutet das, dass am Ende die Schulen, die nicht im Startchancenprogramm sind, wo die Fellows im Zweifelsfall umziehen müssten von der Schule zu einer anderen Schule, dass die dann einfach Pech gehabt haben? Frau Senatorin, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Herr Krüger, im Startchancen, oder ich fange anders an. Tietz Fürst schreibt sich selber auf die Fahne, Bildungsgerechtigkeit und Anschlussfähigkeit herzustellen, mithilfe der Fellows und einer Arbeit, die außerhalb des regulären Bildungsgeschäfts und Schulalltags erfolgt. Die Startchancenschulen, das habe ich ja in den Ausschusssitzungen deutlich gemacht, sind erfolgt worden, oder die Auswahl ist erfolgt worden aufgrund sozialer Kriterien und Leistungsdaten. Die Startchancenschulen sind ausgewählt worden nach dem Faktor Armut, nach dem Faktor Migrationshintergrund oder Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und nach den Leistungsdaten Vera 3 und Vera 8 und der Schultypisierung. Das heißt, wir haben die Schulen identifiziert, die zusammengefasst und sehr vereinfacht dargestellt am abgehangensten sind. Dass sich darunter dann bloß 2 Tietz-Fürst-Schulen finden, finde ich schon mal bemerkenswert. Ich verstehe aber auch nicht, was daran verkehrt ist, zu sagen, dass die Fellows zunächst an diese Schulen gehen, Herr Krüger. Denn das sind die Schulen, die am ehesten Unterstützung bräuchten. Und ja, wenn die Führungsetage von Tietz Fürst mit den bisherigen Tietz Fürst-Schulen nicht Lösungen findet im Rahmen dessen, die ich Ihnen aufgezeigt habe, sie aber gern ihre Fellows weiter beschäftigen möchten mit der Expertise, die bisher erworben haben, wäre die Option, Startchancenschulen anzusprechen und sie gegebenenfalls umzusetzen. Dann kommen wir weiter zur eingereichten Frage der CDU-Fraktion. Frau Abgeordnete Usig, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Presseberichterstattung war zu entnehmen, dass wir in Berlin einen deutlichen Überhang an Kita-Plätzen haben. Da haben sich natürlich sehr viele Eltern sehr gefreut und haben gedacht, die finden jetzt ganz einfach einen Kita-Platz fürs Kind und Wartelisten kann man vergessen. Ich frage den Senat, was ist dran an diesen Zahlen? Frau Senatorin, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieben Dank, Frau Usig, auch für diese Frage, weil es hilft dabei, die Zahlen ein wenig einzuordnen und deutlich zu machen, wie sich das Ganze vielleicht auch auf Berlin verteilt.
Zum einen möchte ich, wenn wir über Kita-Plätze reden, mal drei Begrifflichkeiten ganz klar voneinander trennen. Und wenn ich jetzt, ich meine, ich habe es inzwischen ganz klar geclustert, ansonsten schreit Herr Schulze von hinten. Wir haben betriebserlaubte Plätze, wir haben angebotene Plätze und wir haben belegte Plätze. Betriebserlaubte Plätze, das sind die Plätze, mit denen sich die Träger in der Regel bewerben, wenn sie eine Kita bauen wollen. So und so viele Kita-Plätze sind in der Betriebserlaubnis hinterlegt. Die betriebserlaubten Plätze müssen nicht übereinstimmen mit den angebotenen Plätzen. Das hängt in der Regel damit zusammen, dass eine Kita eine Profilierung hat, gewisse Räume anders genutzt werden und sich dadurch eine Reduzierung schon zwischen betriebserlaubten und angebotenen Plätzen ergibt. Aus den angebotenen Plätzen resultieren die belegten Plätze. Die Plätze, wo wirklich ein abgeschlossener Kita-Vertrag mit dem Kita-Standort erfolgt ist. Auch nur nach belegten Plätzen erfolgt die Ressourcenzuweisung. Es ist ganz normal, dass wir im August, im Sommer eines jeden Jahres, ein relativ vermeintlich großes Gap haben an belegten Plätzen, das heißt an freien Plätzen. Denn wir geben ja am Ende eines Kita-Jahres die Kinder in die Schule, tausende Kinder, ich habe gesagt, wie viele Kinder wir jedes Jahr einschulen. Wir machen aber nicht ad hoc tausende Eingewöhnungen, das können die Kitas auch nicht leisten. Sondern natürlich erfolgt die Belegung dieser Kita-Plätze wieder Stück für Stück und bis zum Ende des Jahres. Aber es ist richtig, und das hatte ja auch der Staatssekretär damals gesagt, dass wir am 31.08.2024, also in diesem Sommer, ungefähr eine Differenz von 34.000 Kita-Plätzen hatten. Wir haben inzwischen aber schon wieder 6.200 Kita-Plätze belegt. Das heißt, es sind inzwischen schon wieder 6.200 Kinder in unseren Kitas angekommen und wir haben aktuell noch ungefähr 28.000 freie Kita-Plätze. Ich möchte mich trotzdem ein Stück weit, der Debatte ein Stück weit einordnen und sagen, dass diese 28.000 freien Kita-Plätze nicht gleichmäßig verteilt sind über alle 12 Bezirke in Berlin, sondern wir sehen da starke Unterschiede, was die Bezirke, aber auch die Regionen innerhalb eines Bezirks betrifft. Man kann ein wenig eine Tendenz erkennen, dass wir mehr oder zunehmend freie Kita-Plätze im Inneren der Stadt haben und nach wie vor teilweise sehr angespannte Kita-Platz-Situationen an den Rändern haben. Das ist das eine. Und ich hoffe, dass mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass es einer Familie in Marzahn nicht hilft, wenn in Rudow oder in Buko Kita-Plätze frei sind. Das ist natürlich an der Lebensrealität der Familien komplett vorbei. Das heißt, wir müssen bei allen Kita-Plätzen, die frei sind, und das machen wir auch gerade, indem wir den Kita-Entwicklungsplan nochmal angepasst haben und Regionen gebildet haben, um danach zu schärfen, dass wir, wenn wir noch Kita-Plätze bauen oder ein Ausbauprogramm nutzen, dass wir sehr scharf in die Regionen schauen, wo werden momentan noch eine angespannte Situation, wo werden Kita-Plätze benötigt, aber auch schauen, wo werden gegebenenfalls noch Quartiere gebaut. Also wo haben wir auch eine Wohnungsbausituation, wo wir damit rechnen, dass dort zukünftig auch aufgrund der Wohnungsstruktur, die angeboten wird, Familien einziehen werden, wo wir schon antizipieren können, dass dann ein gewisser Prozentsatz von Familien bzw. perspektivisch Familien wohnen werden. Aber wir sehen auch das dritte Jahr in Folge eine zurückgehende Geburtenrate. Also die demografische Entwicklung in Berlin zeigt dennoch deutlich bei allem Zuzug, dass weniger Kinder geboren werden, als noch vor einigen Jahren angenommen worden ist. Sodass wir eine positive Konsequenz daraus ziehen können, dass wir augenscheinlich in bestimmten Regionen immer mehr in die Situation kommen, was wir uns viele Jahre gewünscht haben, dass Eltern und Familien zunehmend eine Wahlmöglichkeit haben und das Wahlrecht in Anspruch nehmen können und zwischen Profilierungen, Kita-Angeboten auswählen können. Das ist aber noch kein flächendeckendes Phänomen in Berlin. Und deswegen müssen wir da wirklich schauen, wie das unterschiedlich verteilt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Usik, für Ihre Nachfrage. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Ich versuche heute Abend meinem kleinen Sohn die Nachricht kindergerecht zu übermitteln. Der freut sich sehr. Die Nachfrage geht in die Richtung, in welchem Zusammenhang stehen die niedrigeren Belegungszahlen mit den Abmeldungen von Kindern in den Kita-Eigenbetrieben? Vielen Dank. Frau Senatorin, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, zu den Eigenbetrieben habe ich ja auch im letzten Ausschuss oder in den letzten Ausschusssitzungen schon einiges gesagt. Ja, wir sehen dieses Jahr,
wenn wir 5 Jahre uns anschauen in der Entwicklung, eine höhere Abmeldung oder zumindest ein größeres Loch an unbelegten Kita-Plätzen als in den Jahren zuvor. Ich sprach davon, dass es normal ist, dass wir im Sommer ein Loch haben. Es ist dieses Jahr größer und zwar in allen 5 Eigenbetrieben. Selbstverständlich, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, es sind immer noch 28.000 Plätze frei. Die gehen natürlich nicht ausschließlich auf das Konto der Eigenbetriebe, sondern ich hatte eine Zahl letztens gesagt von ungefähr 700 Abmeldungen, von denen wir ausgehen, dass sie mit dem Streikgeschehen mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang stehen. Ich meine damit, dass schon Kinder, die an den Eigenbetrieben in den Kitas waren, abgemeldet worden sind, beziehungsweise Kinder, die hätten jetzt eingewöhnt werden sollen, nicht angekommen sind, weil sie die Möglichkeit hatten, weil in der Umgebung freie Kita-Plätze waren, dass sie sich eine Alternative suchen konnten. Trotzdem möchte ich auch noch mal betonen, dass es uns schon darum geht, die Eigenbetriebe zu stabilisieren, dass wir ein Interesse daran haben, die Eigenbetriebe zu erhalten, auch die Arbeitsplätze zu erhalten und auch den Familien wieder deutlich zu machen, dass unsere Eigenbetriebe attraktive Angebote darstellen. Und ich habe das in der Vergangenheit gesagt, ich sage das noch mal. Ich finde die aktuelle Situation mehr als unglücklich, auch die Situation, die durch die Gewerkschaft immer wieder geschürt wird. Wir werden jetzt alle morgen um die Uhrzeit mehr wissen, dann wird das Urteil des Landesarbeitsgerichtes vorliegen. Ich finde das aber zum Beispiel, dass Verdi dann am Montag schon wieder sofort in den Erzwingungsstreik geht, mehr als unangemessen, gerade gegenüber den Familien. Sie können davon ausgehen, dass wir ungefähr 15 Uhr wissen werden, wie das Urteil des Landesarbeitsgerichtes ausfällt. Und ich glaube, dass das schon unangebracht ist, dass dann Eltern 15 Uhr zum Freitag irgendwie entscheiden müssen, ob sie Montag eine Notbetreuung haben oder nicht. Das sind alles Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Gleichzeitig sind meine Gesprächsangebote nach wie vor unbeantwortet. Auch das möchte ich deutlich machen. Wir hören seit 2 Wochen nichts von der Gewerkschaft, nicht eine E-Mail, nicht eine Kontaktaufnahme. Und ich kann nur noch mal wirklich mit Nachdruck sagen, ich bin als Senatorin, als Bildungsverwaltung und auch die Eigenbetriebe jederzeit bereit, konstruktive Gespräche zu führen, um diese unsägliche Hängepartie, insbesondere für die Berliner Familien, endlich zu beenden. Und trotzdem, auch das muss noch mal deutlich gesagt werden, das war Ihre Frage, ein Teil der unbelegten Plätze geht mit Sicherheit auf diese Thematik mit Verdi und dieser Streikdebatte einher, aber nicht die gesamte Größenordnung. Vielen Dank. Gibt es spontane mündliche Fragen aus aktuellem Anlass? Herr Hopp und dann Herr Tabor. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe die Frage, ist es korrekt, dass diese Woche ein Schreiben an die Schulen verschickt wurde, mit dem vorerst das Aussetzen der Genehmigung für Klassenfahrten in 2025 angekündigt wurde? Frau Senatorin, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Hopp, vielen Dank für die Nachfrage. Es ist ein Schreiben rausgegangen, und zwar gestern, an sämtliche Schulleitungen im Land Berlin, mit dem ich die Anweisung des Finanzsenators auch in die Schulen gegeben habe. Es steht nichts davon drin, dass explizit keine Klassenfahrten mehr gebucht werden sollen, aber ich habe den Wortlaut dabei. Wir haben darauf hingewiesen, die Schulleitungen, ich würde zitieren, was wir geschrieben haben. Dies bedeutet für Sie als Schulleiterin oder Schulleiter, dass der Abschluss finanzwirksamer Verträge mit einer Bindung für kommende Haushaltsjahre bis zum 30. November 2024 durch Sie nur aufgrund von Unabweisbarkeit und Dringlichkeit möglich ist. Das ist einfach verantwortungsbewusst zu sagen, wenn der Finanzsenator die ganzen Fachverwaltungen anweist, vorerst keine Mittel zu verausgaben, die im Haushaltsjahr 2025 finanzwirksam werden, dass wir dann natürlich auch unsere Schulen darauf hinweisen, dass sie das auch zu tun haben. Aber ja, Ihre Frage war ja, was das für Auswirkungen auf die Klassenfahrten hat. Und das bedeutet, dass zunächst jetzt erstmal bis zum 30. November 2024 keine Klassenfahrten gebucht werden sollten. Herr Hopp, eine Nachfrage, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch vielen Dank, Frau Senatorin, für die Antwort. Ich frage mich da aus meiner Praxis, nicht alle Lehrkräfte oder viele Lehrkräfte, die ich kenne, buchen und planen Klassenfahrten, ohne die finanziellen Zuschuss zu beantragen. Können die dann weiterhin jetzt wenigstens die Klassenfahrten dann buchen und planen? Ich verstehe, dass aufgrund der haushalterischen Lage die Zuschüsse gerade einfach schwierig
oder nicht zu gewährleisten sind. Das ist verstanden. Und trotzdem haben wir engagierte Lehrkräfte, die gerne Klassenfahrten planen würden und auch viele Schülerinnen und Schüler, die das natürlich auch gerne machen würden. Frau Senatorin, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, das ist eine berechtigte Nachfrage, Herr Hopp. Und wie gesagt, das ist fett gedruckt in dem Schreiben, der Abschluss finanzwirksamer Verträge mit einer Bindung für kommende Haushaltsjahre. Wenn es keine Bindung für kommende Haushaltsjahre gibt, steht aus meiner Sicht dem Ganzen nichts entgegen. Dann kommen wir zur Frage der AfD-Fraktion. Herr Tabor, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade eine schriftliche Anfrage zurückbekommen. Wie geht es den Berliner Tagesmüttern und Tagesvätern? Und da kam heraus, seit 2019 bis zum Stichtag 31.08.2024 gibt es ca. 20% weniger Tagesmütter, Tagesväter. Und da ist einfach die Frage, wissen Sie, woran das liegt? Warum gibt es immer weniger Angebot in diesem Bereich für Eltern mit Kindern, die gerne ihr Kind zur Tagespflege geben würden? Herr Staatssekretär Liecke, bitte sehr. Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es hat verschiedene oder kann verschiedene Gründe haben. Auf der einen Seite sicherlich auch ein altersbedingtes Ausscheiden und auch Nachwuchsproblem, muss man zugegebenermaßen auch sagen. Das Konstrukt der Kindertagespflege besteht ja aus selbstständig tätigen Menschen mit einer überschaubaren Kinderzahl bis zu maximal 10. Wissen Sie ja. Und da haben wir tatsächlich Schwierigkeiten oder das System insgesamt neue Interessentinnen, Interessenten zu finden, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Was wir als Gegenmaßnahme jetzt auch gerade in diesem Jahr rückwirkend zum 01.01.2024 umgesetzt haben, ist eine Anpassung für die Mietzahlungen. Sie müssen ja, also es ist wie ein Gewerbebetrieb quasi organisiert. Sie haben erhöhte Mietkosten jetzt auch durch die Marktentwicklung, dass wir da einen erhöhten Beitrag bezahlen, dass wir auch pro Kind einen erhöhten oder angepassten Beitrag zur Betreuung bezahlen und auch in der Sachmittelausstattung auch die Sätze angepasst haben, um auch ein Stück weit in diesem Bereich wieder attraktiver zu wirken. Wir haben das auf dem Schirm, dieses Thema. Dass es eben auch ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung ist. Ich glaube, so um die 5000 Kinder haben wir plus minus im Jahr da in der Betreuung. Und von daher ist es für uns, selbst wenn es nur ein kleiner Teil des Gesamtsystems ausmacht, aber dennoch auch eine sehr gute und finde ich auch sehr wichtige und unterstützenswerte Form der frühkindlichen Bildung. Und wir erhoffen uns durch die Maßnahmen, die wir jetzt tatsächlich erst im Herbst umgesetzt haben, rückwirkend zum 01.01.2024, dass das auch als Attraktivitätssteigerung empfunden wird, zu sagen, ja, ich möchte frühkindliche Bildung in diesem Bereich als Erzieherin und Erzieher dann auch mit umsetzen. Keine weitere Nachfrage. Dann erkläre ich damit die aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen. Wir kommen zu 1b, Bericht aus der Senatsverwaltung. Gibt es seitens des Senats etwas zu berichten? Ich sehe ein Nicken. Frau Senatorin, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich würde mich auch kurz halten, aber so ein paar Highlights oder ein paar Themen gab es dann doch. Zum einen würde ich Ihnen gerne davon berichten, dass in der vergangenen Woche der Deutsche Schulpreis für 2024 verliehen worden ist und zwei Berliner Schulen auch zu den Preisträgern gehörten, die Friedenauer Gemeinschaftsschule im Bezirk Tempelhof-Schöneberg sowie die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule im Bezirk Pankow. Macht einmal mehr deutlich, dass das beides nicht immer einfache Standorte waren, aber dass man da auch mit einem engagierten Kollegium ganz tolle Dinge auf die Beine stellen kann. Und ich habe mich sehr gefreut. Die Staatssekretärin war mit vor Ort und hat auch die Schulen mit beglückwünscht. Einige von Ihnen waren vielleicht auch letztes Wochenende auf dem Berlin-Tag der deutschlandweit größten Fachkräftemesse. Alles, was pädagogischen oder was mit dem pädagogischen Bereich zu tun hat. Wir haben zunehmend immer mehr Anbieter, aber wir haben auch wiederum einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Ich freue mich immer, dass es einen regen Zulauf gibt. Ich war selber auch eine ganze Weile vor Ort und mein Eindruck ist, wenn man mit vielen
Akteuren und Firmenpartnern vor Ort spricht, dass es nach wie vor ein großes Bedürfnis gibt, an diesem Berlin-Tag teilzunehmen und dass er auch für einige wirklich eine gute Maßnahme ist, um Personal, zukünftiges Personal kennenzulernen und auch einzustellen. Ich freue mich auch, dass inzwischen das Quamat-Programm an den Berliner Schulen gestartet ist. Das heißt, das Programm, womit wir zukünftig im Bereich der mathematischen Basiskompetenzen unserer Pädagoginnen und Pädagogen qualifizieren wollen, damit sie diese Qualifikation dann auch an unseren Schulen, an unsere Schüler heranbringen können. Das wird im Schuljahr 2024, 25, 29 Grundschulen und 30 weitere Schulen betreffen. Und ab dem Schuljahr 2025, 26 können weitere Schulen aus ganz Berlin in dieses Programm aufgenommen werden. Eine Maßnahme, nach der Sie hier im Ausschuss auch schon mehrmals gefragt haben, ist inzwischen auch angelaufen, nämlich die Qualifizierungsmaßnahmen für ehemalige DDR-Lehrkräfte. Sie wissen, dass wir vor der parlamentarischen Sommerpause die rechtlichen Grundlagen für die Höhergruppierung von Lehrkräften, die ihre Ausbildung in der DDR absolviert haben und deren Qualifikationen nicht den aktuellen Bestimmungen für Lehramt entsprechend geschaffen haben. Voraussetzung für die Höhergruppierung ist eine Absolvierung von Weiterbildungsangeboten. Und Interessierte können sich nun für die ersten Qualifizierungsangebote mit dem Schwerpunkt Mathematik anmelden. Wir haben dazu auch schon rege Nachfragen und auch die Inanspruchnahme nimmt zu. Wir haben auch wieder die Anmeldung für die Schwimmintensivkurse. Die Ferien stehen vor der Tür. Wir haben es ja nicht nur in den Sommerferien, sondern auch in den Herbstferien. Auch da läuft die Anmeldefrist für die Grundschulen bis nächste Woche Freitag, den 18. Oktober. Die Kurse sind wie in der Vergangenheit wahrscheinlich auch wieder alle ausgebucht und wir halten nach wie vor die Möglichkeiten der Nachmeldung bereit, aber auch Kurse auch in diesen Ferien wieder für zugezogene junge Menschen und für Jugendliche. Das ist ja relativ neu seit letztem Jahr, dass wir nicht nur für Grundschüler die Schwimmintensivkurse anbieten, sondern auch für Jugendliche, insbesondere zugezogene junge Menschen, um dann natürlich, ich habe das ja schon mehrmals auch bei den Schwimmintensivkursen gesagt, alle bestmöglich vorzubereiten, weil ich wirklich davon überzeugt bin, Schwimmen gehört wie Fahrradfahren zu Grundfertigkeiten dazu. Und wir sollten ein Interesse daran haben, dass möglichst alle jungen Menschen diese Kompetenzen auch erwerben können. Und dann würde ich Ihnen ganz kurz noch berichten wollen, dass ich heute den ersten halben Tag bei der KMK war. Wir haben KMK-Sitzung momentan. Und dass wir heute, Sie wissen, dass die Strukturkommission seit fast einem Jahr arbeitet und sich die Kultusministerkonferenz ja als einzige Fachministerkonferenz zur Aufgabe gemacht hat, sich zu reformieren, zu entschlacken und ein wenig effizienter zu werden. Dafür sind heute die ersten Maßnahmen beschlossen worden und es wird zukünftig eine separate Bildungsministerkonferenz geben. Ich bin gespannt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie das laufen wird. Auf der einen Seite halte ich es inhaltlich für die richtige Entscheidung, Schwerpunkte zu setzen. Ich hoffe, dass das, was in der Strukturkommission verabredet worden ist, auch umgesetzt wird. Das heißt, dass wir Bürokratie abbauen und nicht durch einzelne Fachministerkonferenzen zusätzlichen bürokratischen Überbau schaffen. Das ist aber eine Sache, die muss sich zeigen. Da gilt es noch, viele Prozesse jetzt wirklich auch auszudefinieren und auszudeklinieren. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass wir zukünftig wirklich auch inhaltlich einen großen, auch politischen Schwerpunkt auf den Bereich Bildung setzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Es gibt auch zwei Wortmeldungen dazu. Einmal Herr Krüger, dann Frau Brichtsi. Herr Krüger, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich wollte einmal nachfragen bei den Schulpreisschulen. Das sind ja zwei Gemeinschaftsschulen aus Berlin. Und Sie kennen das ja auch aus der eigenen Erfahrung, welche guten pädagogischen Konzepte auch an Gemeinschaftsschulen umgesetzt werden können. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das zufällig diese Schulformen sind, die den Preis gewonnen haben. Deswegen die Frage, was tun Sie, um Gemeinschaftsschulen in Berlin zu stärken? Es kommen in letzter Zeit leider nicht so viele neue mit dazu, wie sich das manche vielleicht wünschen würden. Viele, gerade Wilhelm von Humboldt, ist das zum Beispiel auch super nachgefragt. Also die Eltern im Prenzlauer Berg hätten bestimmt gern auch noch eine zweite in der Nähe. Deswegen die Frage, was wird da getan? Und die bisherige Referentin für die Gemeinschaftsschulen ist jetzt ja Schulstadträtin in Neukölln geworden. Glückwunsch dazu. Deswegen auch die Frage, zu wann soll die Stelle nachbesetzt werden, damit da auch die Gemeinschaftsschulen wieder eine gute Ansprechperson haben in der Senatsverwaltung. Frau Brichtsi, bitte sehr.
Vielen herzlichen Dank. Da würde ich mich gerne anschließen und würde auch noch mal nachfragen, weil es war ja auch eine wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschulen vorgesehen, die Fortsetzung der wissenschaftlichen Begleitung. Und es sollten ja auch Fusionsmittel zur Verfügung gestellt werden für die Schulen, die sich entscheiden, Gemeinschaftsschule zu werden, damit sie eben auch personell und strukturell unterstützt werden können für diesen Übergangszeitraum, wenn zwei Schulen fusionieren, ob es hier auch entsprechende Mittel gibt und einen Plan gibt, Gemeinschaftsschulen weiter zu stärken. Und eine zweite Nachfrage bezieht sich auf die Lehrkräfte der unteren Klassen. Sie hatten ja damals auch gesagt, dass das noch ungefähr 70 Lehrkräfte betrifft, diese Gruppe sozusagen der FreundschaftspionierleiterInnen und Hort- und HeimerzieherInnen mit Lehrbefähigung in einem Fach oder zwei Fächern und die LUKA für die unteren Klassen, die ausnahmsweise nur in einem Fach oder in zwei Fächern eine Lehrbefähigung erworben haben. Und bei denen ist es ja so, dass sie die Qualifizierung, die Sie gerade ansprachen, durchlaufen müssen. Da wollte ich fragen, wie lange dauert diese Qualifizierung? Sie hatten ja einen Standardkurs und einen Kompaktkurs und danach haben Sie die Möglichkeit, in die E11 bzw. A12 aufzusteigen und dann haben Sie die Möglichkeit, einen Laufbahnwechsel vorzunehmen, sodass Sie letztlich auch in die E13 wechseln können oder A13. Und da wollte ich fragen, wie viele Plätze gibt es in diesem Mathekurs und ist schon klar, ob dieser Deutschkurs auf jeden Fall in Anspruch genommen wird? Und Sie sagten ja, die Inanspruchnahme und das Interesse nimmt zu. Da wollte ich fragen, ob man das quantifizieren kann. Danke. Frau Burkhardt-Eulitz, bitte. Ja, ich wollte noch mal bei den Gemeinschaftsschulen fragen. Da haben Sie ja auch die Stelle in Ihrer Senatsverwaltung besetzt inzwischen. Die Kollegin ist ja auch schon an verschiedenen Stellen aufgetaucht. Aber da würde mich interessieren, was sozusagen deren Aufgabe jetzt ist und was an welchen Themen da auch gerade in Ihrem Haus bezogen auf die Gemeinschaftsschulen intensiv gearbeitet wird. Das waren die Fragen und dann zur Beantwortung. Frau Senatorin, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, ich fange mal mit der kürzeren Frage an. Frau Brichtsee, zum Thema LUK und Pioniere. Ich würde Ihnen die Quantifizierung nachliefern. Ich kann nicht seriös jetzt antworten, wie viele Plätze wir in dem Mathe- und dem Deutschkurs haben und wie viele schon davon belegt sind. Das können wir aber nachliefern. Wenn das in Ordnung ist, würden wir das mitnehmen. Und den Werdegang haben Sie ja schon ganz deutlich dargelegt. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Da haben wir ja nichts dran geändert. Das kennen Sie auch alle aus der Vorlage, die wir, wie gesagt, vor der Sommerpause beschlossen haben. Das haben Sie deutlich gemacht, wie die einzelnen Wege sind. Zum Thema Gemeinschaftsschule. Herr Krüger, Sie haben die Frage ja schon mal gestellt. Ich kann nur noch mal sagen, ob eine Schule Gemeinschaftsschule wird oder nicht, das entscheidet eine Schulgemeinschaft schon selber. Bei einer Neugründung kann der Bezirk Hinweise geben, was er gut findet, aber auch da entscheidet ja nicht der Bezirk, da entsteht eine Gemeinschaftsschule. Ich kann Ihnen das deshalb so genau sagen, weil zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf gerade eine Gemeinschaftsschule entsteht, wenn der Schulbau da fertig ist. Deswegen stellt sich mir so die Frage, in der Vergangenheit, hoffe ich zumindest, gab es ja da auch keine politische Einflussnahme, sondern die Schulgemeinschaft hat entschieden. Und so würde ich dann auch gerne weiterverfahren. Ich habe Ihnen beim letzten Mal, als Sie nachgefragt haben, schon zugesichert, dass aus der Senatsbildungsverwaltung, weil Sie ja zu Recht auch immer darauf hinweisen, dass ich selber eine Gemeinschaftsschule geleitet habe, niemand diesem Antrag Steine in den Weg legen wird, wenn sich eine Schulgemeinschaft auf den Weg macht. Gilt übrigens für viele Profilierungen oder Modelle, wenn sich Schulen in ihrem Team dafür entscheiden. Deswegen gibt es keine explizite Förderung nur für eine Schulform. Aber wenn das gewünscht ist, unterstützt die Senatsbildungsverwaltung gerne dabei. Was ich noch mal ein Stück weit gerade rücken würde, ja, es gibt gute Projekte und Modelle an Gemeinschaftsschulen, gibt es aber auch an allen anderen Schulformen. Und in der Vergangenheit haben auch schon andere Schulformen Schulpreise gewonnen. Die Fachstelle, haben Sie richtig gesagt, Frau Wolter ist zumindest nominiert für den Bezirksstadtrat. Herr Hopp schmunzelt schon, er weiß das wesentlich besser als ich. Sie ist aber noch nicht gewählt. Das heißt, momentan ist sie noch Mitglied der Senatsbildungsverwaltung. Darf ich das so sagen? Ich habe in der Vergangenheit auch ganz deutlich gemacht, dass diese Stelle selbstverständlich dann auch wieder zum gegebenen Zeitpunkt ausgeschrieben wird und dann entsprechend der Kriterien, wie Frau Wolter ausgewählt worden ist, auch wieder besetzt werden soll. Wann das der Fall ist, schauen wir nach Neukölln, wann gewählt wird. Ja, dann können wir auch ausschreiben. Das sind einfach ganz normale demokratische und protokollarische Geschäftsprozesse und an der Verwaltung
sie wird zumindest nicht gestrichen. Auch das hatte ich Ihnen ja schon beantwortet, dabei bleibt es. Frau Brichti, Sie fragen nach der wissenschaftlichen Begleitung. Die Gemeinschaftsschulen sind schon mal wissenschaftlich begleitet worden. Den Bericht durfte ich selber lesen, nach 10 Jahren. Ja, wir können ja auch mal andere Schulformen wieder wissenschaftlich begleiten und nicht nur die Gemeinschaftsschulen. Momentan, also die wissenschaftliche Begleitung war ja auch deutlich, die Studie kann man immer noch nachlesen, das Ergebnis der Studie, sodass ich momentan keine zwingende Notwendigkeit sehe, gerade auch unter der Haushaltslage, da nochmal einen 6-stelligen Betrag in die Hand zu nehmen, um etwas nochmal wissenschaftlich begleiten zu lassen, was schon mal 10 Jahre begleitet worden ist und auch ein klares Ergebnis geliefert hat. Fusionsmittel gab es immer im Rahmen der Möglichkeiten, wie es das in der Vergangenheit gab. Auch da haben wir jetzt in den letzten 16 Monaten nichts daran geändert, aber auch unter der Haushaltslage nichts erhöht, Frau Brichti. Das möchte ich auch ganz deutlich machen. Die anderen Sachen haben wir ja alle noch vor uns liegen mit dem Landeshaushalt, den wir jetzt haben. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich davor habe, was zu kürzen. Aber wie gesagt, wir haben auch nichts verändert. Damit schließe ich dann den Punkt 1b der Tagesordnung ab. Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung, 2a, Besprechung, Auflösung der pauschalen Minderausgabe im Haushalt für Bildung, Jugend und Familie 2024-2025 auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. 2b, eine Besprechung, geplante Kürzungen im EP 10 zur Umsetzung der Sparvorgabe durch die pauschale Minderausgabe PMA und Konsequenzen für die Bereiche Bildung, Jugend und Familie im Haushaltsjahr 2024 auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Wir kommen zur Begründung des Besprechungsbedarfs durch eine Fraktion. Frau Brichti, bitte sehr. Ja, wir wollten gerne A und B aufteilen und jeweils einen Satz sagen. Wir finden sehr gut, dass wir jetzt schon vielleicht einen aktuellen Sachstand bezüglich des Prozesses bekommen können, weil es gibt ja immer wieder Presseveröffentlichungen, dass auch Vorschläge seitens des regierenden Bürgermeisters, seitens der SPD-Fraktion gemacht werden, wie die PMA aufzulösen ist. Und es gab ja jetzt von Senfin auch diese Anweisung für 2025, wo auch viele Träger natürlich diese Frage stellen, Zuwendungsempfangende, wie geht's weiter, wann können wir mit Bescheiden rechnen? Und das ist, glaube ich, so aktuell, dass wir es gerne heute besprechen würden. Danke. Und dann kann noch ein Satz von Frau Burkhardt-Eulitz gesagt werden. Danke. Frau Burkhardt-Eulitz, bitte sehr. Dankeschön. Überlegen, wie lange man den hinkriegt. Also wir haben im März angefangen zu fragen, im Juli, im September, im Oktober. Jetzt ist es irgendwann November. Deswegen würde uns interessieren, wann tatsächlich der Tag ist, wann wir hier wissen, wie es weitergeht. Das hätte ich auch gerne im Protokoll stehen, dass das sozusagen jetzt auch mal angekündigt wird, weil jetzt kommen noch November und Dezember und dann ist der 1.1.2025 und diese Stadt muss erfahren, wie es weitergeht. Ich gehe ja davon aus, dass ich den Äußerungen des regierenden Bürgermeisters Glauben schenken darf, dass im Bereich Bildung, und dazu gehört ja der gesamte Einzelplan 10, nicht gespart wird, das auch für die, bezirklichen Haushalte gilt. Ja, das ist zwar öfter gebrochen worden, das Wort des regierenden Bürgermeisters in dieser Stadt zu, kann man nur Hauptstadtzulage und andere sagen. Deswegen würde ich gerne wissen, ob erstens hier im Einzelplan 10 nicht gespart wird und wann sozusagen das verbindliche Datum ist, wann wir wissen, also wann ist der Tag der Wahrheit? Da sind die Begründungen abgeschlossen. Der Senat hat im Vorfeld die Gelegenheit einer Stellungnahme. Bitte sehr. Und dann Frau Dr. Lasic. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Abgeordnete. Ich war wirklich relativ nüchtern eingestellt, aber jetzt nach Frau Burkhardt-Eulitz muss ich doch ein wenig Luft holen und ausholen. Frau Burkhardt-Eulitz, Berlin befindet sich wirklich in einer prekären und nahezu außergewöhnlichen Haushaltslage. Dieses Land muss für 2025 3 Milliarden Euro finden in 10 Einzelverwaltungen.
Sie können sich sicher sein, und das können Sie auch den Berlinerinnen und Berlinern nicht erzählen, dass dieses 3-Milliarden-Loch in den letzten 15 Monaten entstanden ist. Das will ich hier einmal deutlich machen. Sondern diese schwarz-rote Regierung hat einen desolaten Landeshaushalt übernommen. Und politisch verantwortungsvoll zu handeln bedeutet jetzt, ich habe Ihre Kollegin auch ausreden lassen. Darum bitte ich auch, die Senatorin ausreden zu lassen. Will das Mindeste. Bedarf des Respekts und sich natürlich auch dann zu melden. 3 Milliarden Euro finden sich in 10 Einzelverwaltungen auch nicht nebenbei. Ich erinnere daran, wie wir die PMA für 2024 mit was für Debatten hier geführt haben. Und wenn wir jetzt davon reden, wenn wir es gleichmäßig verteilen würden, dass zum Beispiel die Bildungsverwaltung 500 Millionen, 500 Millionen bei sich finden würden, dann können Sie davon ausgehen, dass das nicht nebenbei passiert, sondern dass man da sich wirklich Gedanken machen muss. Und um das einfach auch mal deutlich zu machen, der Einzelplan 10 setzt sich aus Personalmitteln und konsumtiven und investiven Mitteln zusammen. Und alleine die Personalmittel sind 3,56 Milliarden Euro. Und die konsumtiven und investiven Mittel sind 1,87 Milliarden Euro. Und über 90% dieser Mittel sind gesetzlich gebunden. Ein Großteil davon sind Landesgesetze in den letzten Jahren entstanden. Kann man sich Gedanken machen? Wir reden ja ganz viel über Standards momentan. Und was sind sogenannte Sonderlocken für das Land Berlin? Und was kann sich das Land Berlin unter dieser prekären Haushaltslage leisten, aber das sind halt keine Dinge bei 500 Millionen, die man einfach mal so nebenbei findet. Und da können Sie Fragen stellen, jeden Ausschuss wieder, aber da muss man halt ganz klar sagen, das sind Entscheidungen, da hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und die reine verschiebbare Masse, die man da noch hat, also an die man auch noch ran kann für 2025, die ist schlichtweg überschaubar. Und das sind Größenordnungen, das mache ich auch einmal deutlich, die werden in der Stadt, die werden in Berlin zu spüren sein. Und nicht nur im Bildungsbereich, sondern in allen Fachverwaltungen. Ja, das ist eine Ansage, aber das habe ich auch in der Vergangenheit gesagt. Das habe ich, sage ich jetzt. Darf ich noch mal wiederholen? Sie haben alle die Gelegenheit, gleich in der Beratung sich zu melden und Ihre Fragen oder Ihre Kommentare zu geben. Aber jetzt hat die Senatorin das Wort. Und so macht es mehr Spaß. Da sind wir uns klar. So, und politisch verantwortungsvoll jetzt zu handeln und zu sagen, man muss in seinem Einzelplan schauen, wo man diese vielen, vielen Millionen findet, bedeutet auch zu priorisieren und Entscheidungen zu treffen, dass halt wirklich die Stadt bei allen Einsparungen und bei uns jetzt im Bereich Bildung, Jugend und Familie weiterhin funktioniert. Das ist meine Aufgabe, dafür trage ich Rechnung und dafür hat auch die Exekutive eine Vorlage zu machen und das wird sie tun. Aber das sind halt auch Dinge, die politisch und mit der Legislative auch abgestimmt werden müssen. Und nochmal, das ist eine Größenordnung. Ich erinnere daran, wie wir über 2000 oder um 2024 gerungen haben, die nicht nebenbei passiert. Grundsätzlich haben wir im Einzelplan 3 Säulen, Sie alle kennen das. Wir haben die Personalmittel, wir haben die Zuwendungen und Zuschüsse und wir haben den Bereich der Schulbauoffensive. Das sind diese 3 Bereiche, wo ich sage, da kann man sicherlich schauen und muss man schauen, wo man Gelder in der Größenordnung findet. Zum Schulbau habe ich hier in der Vergangenheit alles gesagt. Ich bin nicht bereit, über die Anzahl von Schulplätzen zu debattieren. Wir können darüber debattieren, wie wir Schulen bauen, aber nicht, ob wir Schulen bauen. Das Land Berlin braucht jeden einzelnen Schulplatz. Bei den Personalmitteln werden wir schauen. Das Land Berlin leistet sich seit vielen Jahren eine Reihe unbesetzter Lehrerstellen, die nur auf dem Papier existieren, wo wir wissen, dass sie nicht besetzt sind, auch mit allen Quer- und Seiteneinsteigern und Loffels- und PKB-Kräften nicht. Und da muss man sich ehrlich machen. Und ich bin da einfach daran interessiert, konstruktiv zu arbeiten und diese Entscheidung nicht der Finanzverwaltung zu überlassen, sondern sie in der Bildungsverwaltung zu treffen und da einen Vorschlag zu machen. Und bei den Zuwendungen und Zuschüssen werden diese Einsparmaßnahmen auch nicht ohne Wenn und Aber vorbeigehen. Und da sage ich Ihnen auch ganz deutlich, Frau Burkhardt-Eulitz, ich halte nicht viel von der Rasenmähermethode, sondern dass wir da auch qualifiziert hinschauen. Ich hatte vorhin ein Beispiel, haben wir heute schon debattiert, und zu schauen, welche Zuwendungen und Zuschüsse braucht das Land Berlin, welche sind sinnvoll, welche haben ihre Wirksamkeit bewiesen und wo müssen wir uns, und das sage ich bewusst, leider aufgrund der Haushaltslage vielleicht auch davon verabschieden. Das sind doch keine Entscheidungen, die wir willkürlich treffen oder die wir frei heraustreffen, sondern aus einer Mangelsituation heraus. Und wie gesagt, das Ganze verantwortlich, politisch verantwortungsvoll zu entscheiden, bedeutet halt, man macht das mit Augenmaß, mit Sorgfalt und nicht über Nacht, weil die Größenordnung eine noch nie dagewesene ist. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zu der Beratung und den entsprechenden Fragen. Frau Dr. Lasic, bitte sehr. Oh, ich habe keine Fragen, ich habe ein paar Anmerkungen. Sozusagen, liebe Frau Burkhardt-Eulitz, sozusagen, wir machen das, Sie haben es richtigerweise angesprochen, wir haben jetzt mehrere Male hier im Ausschuss über die PMA gesprochen sozusagen, und ich werde es nicht leid, sozusagen jedes Mal, wenn wir diese Debatte führen, daran zu erinnern, warum wir gerade in so einer schwierigen Haushaltslage kommen. Und dieser Haushalt, den wir in Schwarz-Rot jetzt so beschlossen haben, der ist ja nicht von alleine vom Himmel gefallen, sondern der ist auch stückweise Folge der Entwicklung, die wir gemeinsam in weiten Teilen wirklich auch mit gemeinsamem Willen auch getragen haben. Das heißt, die Corona-Hilfen, die wir ausgeschüttet haben, haben wir, liebe demokratische OPO, gemeinsam beschlossen. Und die gilt es jetzt abzubauen. Und wenn Sie an der Regierung wären, müssten Sie sie auch abbauen. Nur Sie haben das Glück, dass Sie nicht an der Regierung sind. Also ist die Frage der Seriosität, ob Sie das vergessen, in dem Moment, wo Sie in der OPO sind und so tut, als ob wir kürzen, so, als ob wir Quatsch gemacht haben bei der Aufstellung des Haushaltes, oder ob wir hier seriöse Einsparvorgaben müssen von Sachen, die man wirklich abbauen muss. Und wenn es darum geht, von Sachen, die man vielleicht nicht hätte machen müssen, ich erinnere an die extrem hohen VE-Belegungen, die seitens der Grünen in die Verhandlungen reingekommen sind, die uns auf Jahre hinweg belasten, in die Zukunft hinein und sozusagen die jetzige Situation extrem erschweren und so weiter. Also wir können dieses Ping-Pong-Spiel, wer hat was zu verursachen, sehr gerne stundenlang bebreiten, ändert aber nichts an der Sache, dass alle, die schon mal in den letzten Jahren regiert haben, eine gemeinsame Verantwortung für die jetzige Situation tragen und hoffentlich auch konstruktiv damit umgehen, wenn es darum geht, Lösungen hervorzubringen. Aber dieses so zu tun, als ob eine Kürzung im Umfang von 3 Milliarden vorbeiziehen kann, ohne den allergrößten Einzelplan dieses Haushaltes in Betracht zu ziehen, dann habe ich eine konkrete Frage, Frau Burkhardt-Eulitz, sozusagen, welchen Haushalt wollen Sie denn belasten, wenn Sie den größten Einzelplan dieses Sie können nicht nur Frage stellen, sondern Sie können aus der ehemaligen Verantwortung heraus durchaus auch Position beziehen. Mich interessiert dann eben auch aus der OPO heraus, wo würden Sie denn kürzen, wenn Sie nicht im Einzelplan 10 kürzen wollten? Und die Antwort wird aber die OPO durchgehen und schuldig bleiben. Sozusagen, wir sind aber regieren gerade seriös zusammen. Ob es uns gefällt oder nicht, werden wir uns den bevorstehenden Hausaufgaben stellen. Und ich vermute, und das wäre meine einzige Frage in dem ganzen Kontext, können Sie grob eine Prognose stellen, wann wir in diesem Ausschuss tatsächlich seriös über die Kürzung sprechen können? Denn zum heutigen Zeitpunkt ist es nur eine Annahme dessen, was von Herausforderungen, der wir uns bis zum Ende des Jahres noch stellen müssen. So, ich lese einmal die unterschiedlichen Wortmeldungen vor, damit Sie wissen, wann Sie an der Reihe sind. Frau Brichtzi, Herr Kurt, Frau Seidel, Herr Krüger und Frau Usig. Frau Brichtzi, bitte sehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir erinnern uns ja noch, im Dezember wurde ja der Doppelhaushalt beschlossen und damals hat Schwarz-Rot sich auch gefeiert und hat gesagt, das ist ein Zukunftshaushalt. Und die Opposition hat damals schon deutlich gemacht, dass es eine sehr hohe PMA gibt, eine außergewöhnlich hohe PMA. Wir waren damals noch von ausgegangen 2 Milliarden möglicherweise, jetzt sind es 3 bis 4. Und die Rücklagen sind aufgebraucht, das heißt, es gibt auch keinen Sicherungsmechanismus mehr, sondern es muss jetzt aufgelöst werden. Und die damaligen Koalitionen, ne, die Koalitionsfraktionen SPD und CDU haben jeweils auch nochmal 400 Millionen obendrauf gelegt, ne, für eigene Projekte. So, das war die Situation. Und dann hatten wir die PMA 24, wo vor der Klammer schon für Schulbau und auch Lehrkräfte ein ordentlicher Schluck sozusagen abgeschöpft worden ist, weil klar war, die Stellen können nicht besetzt werden, es kann nicht so schnell gebaut werden. Das hatten wir hier im Ausschuss. Aber es gibt eben auch sozusagen beim Personal die Frage, es gab ja eine Einsparung hier von 65 Millionen für die Personalmittel und das sind 650 Stellen. Und da würde ich schon fragen, ist das dauerhaft? Also Sie sagten ja gerade, die nicht alle Stellen können besetzt werden. Aber ist es dauerhaft so, dass diese Stellen wegfallen werden? Ich finde gut, dass Sie klar machen, auch weil Herr Gebler ja in der Sommerpause da erzählt hat, beim Schulbau kann man ganz viel einsparen, ist alles kein Problem, dass man nochmal deutlich macht, wir haben 25.000 Schulplätze, die uns fehlen aktuell rechnerisch und wir müssen weiter Schulplätze bauen. Es gibt sehr angespannte Regionen, wo jeder Schulplatz Gold wert ist, wo wir auf jeden einzelnen MEP warten. So, und dass man da, wenn man da jetzt sozusagen bestehende Programme, die, weil es geht ja im Prinzip jetzt um 25 und 26, 27 in der Perspektive, wenn man da jetzt reingehen
gehen würde, ja, und Baustopp oder wie auch immer, hätte das fatale Folgen. Und das muss man eben deutlich machen, dass das nicht das Sparschwein ist, weil das so große Summen sind. Ist ja gar nicht bei uns im Einzelplan. So, ich wollte noch mal fragen zu den Zuwendungen. Weil wir hatten gerade den runden Tisch kulturelle Bildung. Wir haben sehr viele Träger, wo auch wirklich, ich sag mal so, relevante, wichtige Arbeit geleistet wird, auch in der Prävention. Auch Thema Jugendgewaltgipfel, wo hohe Summen eingestellt sind. Da würde ich natürlich schon gerne wissen, weil das sind schon sehr wichtige Projekte, wo auch klar ist, wenn das auslaufen würde, ersatzlos, das wäre ein Kahlschlag. Welche Planung es hier gibt, um das abzupuffern und nicht sozusagen in der Substanz bei den Zuwendungsempfangenden, weil das ist ja das Einzige, was noch flexibel ist. Alles andere ist entweder gesetzlich gebunden, personell gebunden oder es gibt entsprechende parlamentarische Beschlüsse. Wenn der Rest ist ja der gesamte Bereich, freie Träger, Zuwendungsbereich. Wenn man da jetzt so reingehen würde und sagen, da kürzen wir jetzt die 10% vom Haushalt, diese 500 Millionen, dann wäre das fatal. Und dann noch mal die letzte Frage zu den Profilstunden 2. Die sind ja jetzt temporär ausgesetzt. Das war die Sprachregelung, die Sie selber gewählt hatten. Was bedeutet das unter dieser, sage ich mal, Haushaltssituation? Weil auch klar ist, dass sehr wichtige Projekte jetzt aktuell nicht stattfinden können, auch zu Schuldistanz, auch zu wichtigen Sachen, wo wir wissen, dass es eigentlich entscheidend ist, was ich nicht gegen die Stundentafel diskutieren möchte, sondern einfach die Perspektive, dass wir eine gute Lösung finden, auch diese zusätzlichen Bedarfe abzufedern und nicht alleine sich zufrieden zu geben, dass die Stundentafel abgedeckt werden kann. Und der Zeitplan würde mich auch noch mal interessieren. Danke. Herr Kurt, bitte sehr. Ja, Frau Senatorin, das ist ja immer so ein Ping-Pong-Spiel, dass die einen sagen, die alte Koalition war schuld, dann ist die jetzige schuld. Am Ende des Tages ist hier die Frage, wenn ich das jetzt ein bisschen vergleiche mit dem Sozialausschuss, in dem ich auch bin, am heutigen Morgen, da hat die Senatorin ausgeführt, da gibt es auch eine rote Nummer für den Hauptausschuss. Naja, sie hat einfach nur die ganzen Aufwüchse abrasiert, um irgendwie auf ihre PMA zu kommen. So, das Ergebnis ist, in der Wohnungsnotfallhilfe wird jetzt auch gespart, auch in anderen Bereichen. Wir haben aber auch heute Morgen dazu keine Ausführungen bekommen. Sie haben jetzt auch noch mal die drei Säulen dargestellt. Können Sie uns zumindest denn sagen, wie viele, nach welchen Kriterien Sie jetzt vorgehen? Also wir werden irgendwann hier wahrscheinlich im Ausschuss diese Liste dann haben, wo dann drin steht, in diesen Titeln werden so und so viele Mittel rausgenommen. Aber was sind die Kriterien, nach denen Sie da verfahren sind? Gehen Sie jetzt von so einer Pyramide aus, wo Sie sagen, alles, was gesetzlich ist, fasse ich sowieso nicht an? Stichwort Schulplätze und Co., was ja jetzt auch diverse Male ausgeführt wurde. Und das, was freiwillig ist, dass Sie da rangehen, setzen Sie nochmal politische Schwerpunkte, wo Sie bestimmte Themen auch nochmal nach vorne stellen. Ich erinnere in dem Zusammenhang auch an den Jugendgewaltgipfel, wo wir jetzt auch nochmal die rote Nummer über den Hauptausschuss bekommen haben, wo aber auch schon Mittel zusammengelegt werden mit Begründung für die mit Begründung der, auf die schwierige Haushaltslage. Anderes Beispiel, Sie waren jetzt gestern bei den Stadtteilmüttern, das ist auch ein wichtiges Projekt für Berlin. Wir haben auch viele armutsbetroffene Familien, also vielleicht könnten Sie uns zumindest einen Einblick geben, nach welchen Kriterien Sie verfahren, bevor wir dann wieder irgendwann im Ausschuss über die konkreten Zahlen reden. Und drittens, Sie haben gesagt, es gibt viele freie Stellen. Was würden diese Stellen in Summe an Mitteln bringen, die Sie einsparen könnten, wenn Sie es tun, weil Sie jetzt gesagt haben, dass es ja schon diverse sind. Dann machen wir weiter mit Frau Seidel, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich will auch gar nicht wiederholen, was schon gesagt wurde, aber auch ich bin sehr irritiert darüber, wie unkonkret das geblieben ist. Und ich habe noch ein Fragezeichen mitbekommen von Frau Dr. Lasic gerade. Wenn es hier um den Rückbau der Corona-Ausgaben geht, dann ist es doch möglich, genau zu sagen, konkret zu sagen, wo, an welcher Stelle. Und ich bin auch irritiert über die Aussage, dass wir uns unbesetzte Stellen leisten im Land Berlin, die irgendwie man aber eigentlich gar nicht braucht. Das ist ja mit den unbesetzten Stellen eine solche Sache, wie zum Beispiel bei unseren Berliner Jugendämtern.
ja, beim RSD und dergleichen mehr. Da haben wir durchgehend, also seit ich hier mit, sage ich mal, im Geschäft bin, seit den ganzen Jahren, sind immer so um die 100 Stellen nicht besetzt. Das heißt aber nicht, dass wir die Stellen nicht brauchen. Also die brauchen wir ja dringend. Wir haben da andere Probleme, hohe Fluktuation etc. etc. Das würde mich interessieren, an welche Stellen Sie da in welchen Bereichen konkret denken. Ich hätte auch ganz gerne noch gewusst, wie sich das genau mit den Zuwendungen verhält. Das haben die Kollegen schon gefragt. Und ich möchte auch eine Aussage dazu haben, ob Sie an das kostenlose Mittagessen an den Grundschulen herangehen wollen. Das ist für uns ein Bildungsangebot, das irgendwie aufrechterhalten werden sollte unbedingt. Das geht auch im gebundenen Ganztag, im qualifizierten Ganztag geht das gar nicht. Diese Sachen zum Beispiel jetzt ohne weiteres anzufassen, ganz zu schweigen von dem Verwaltungsaufwand, wenn wieder Bedarfsprüfungen auf allen Ebenen eingeführt werden müssen. Und wir sehen das sehr kritisch. Das Gleiche gilt für die Kita-Gebühren, das Gleiche gilt dafür und kostenloses Schülerticket etc. Das ist jetzt nicht nur Einzelplan 10, aber diese ganzen Errungenschaften, die Berlin ja auch so attraktiv machen, zurückzuschrauben, da hätte ich gerne eine klare Aussage dazu. Und genau, wie gesagt, wie ist das mit den Stellen gemeint? Dann machen wir weiter mit Herrn Krüger, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich kann einmal bei den Stellen anknüpfen, weil einerseits ist natürlich praktisch die unbesetzten Stellen, die bringen natürlich viel Geld, das man einsparen kann. Und gleichzeitig ist natürlich klar, dass diese unbesetzten Stellen, dadurch, dass sie unbesetzt sind, auch zum Qualitätsverlust am Ende führen, weil nicht entsprechend Unterricht abgedeckt werden kann, weil keine Zusatzangebote stattfinden können, Klassen größer werden müssen und so weiter. Insofern wäre natürlich eigentlich schon die Idee, wie das ja auch sinnvollerweise mit den Umwandlungen passiert, zu gucken, wie kann man die unbesetzten Stellen andererweise dem Bildungssystem zuführen, um quasi die Qualitätsabsenkung zu verhindern. Wenn die Stellen nun wegfallen oder das Geld da eingespart wird, dann ist natürlich klar, dass das Geld nicht für den Bildungsbereich verwendet werden kann, dass da keine Stellen umgewandelt werden können. Deswegen genau schon auch die Frage, was bedeutet das am Ende auch irgendwie für die Bildung, für die Qualität im Bildungsbereich, und anschließend an die Frage von Frau Brichtzi, wie langfristig ist das am Ende? Können wir dann in 2 Jahren auf den neuen oder vielleicht auch aktuellen Finanzsenator zugehen und sagen, na, jetzt brauchen wir die Stellen aber wieder, weil jetzt haben wir genug Lehrkräfte, und dann sagt er, kein Problem, ich habe hier genug Geld, da gibt es die Stellen. Das ist ja immer ein bisschen die Frage, welche Weichen stellt man da, und da machen sich natürlich alle Sorgen. Beim Schulbau würde ich noch einmal nachfragen wollen, weil Sie jetzt gerade gesagt hatten, und das teilen wir sicher alle, dass wir die Schulplätze brauchen und dass nicht an der Anzahl der Schulplätze gespart werden soll. Die Debatte war ja immer um die Qualität der Schulplätze, also Frage, brauche ich Compartment und so weiter. Da hatten Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, das ist für Sie auch unverhandelbar, die pädagogischen Standards. Das haben Sie jetzt gerade so nicht gesagt, deswegen wollte ich da noch einmal nachfragen, ob das weiter dabei bleibt. Und dann bezugnehmend auf die ZuwendungsempfängerInnen, die sich natürlich auch große Sorgen machen, da wäre die Frage, was für eine Art von Prozess gibt es da? Ich weiß, dass im Kulturbereich Herr Cialo jetzt genau auf Erste schon zugegangen ist und da jetzt diesen Freitag Videokonferenzen macht und gemeinsam darüber spricht, an welcher Stelle kann eingespart werden. Deswegen da auch einfach die Frage, wie finden quasi diese Prozesse gerade im Haus statt, rauszufinden, wo eingespart werden kann. Ist das, sag ich mal, rein intern, finden da auch Gespräche statt mit potenziellen Zuwendungsempfängern, um eben rauszufinden, wo würde es besonders wehtun und wo kann man es vielleicht verkraften, ein bisschen Geld einzusparen. Weil das ist natürlich uns allen klar, die 3 Milliarden müssen irgendwie eingespart werden, das würden ja auch wir nicht bestreiten. Aber die Frage ist eben, nach welchen Kriterien und vor allen Dingen zu welchem Zeitpunkt können wir als Parlament auch darüber reden. Und natürlich geht es am Ende auch um die Frage der Summe, aber viele Zuwendungsempfänger sagen uns inzwischen, wir wollen einfach nur wissen, wie es nächstes Jahr aussieht. Und natürlich, wie gesagt, freuen sich auch, wenn da bei denen nicht gekürzt wird, aber im Zweifelsfall ist einfach nicht mehr viel Zeit bis zum 1. Januar nächsten Jahres. Und vor dem Hintergrund, genau, möchte ich die Frage nach dem Zeitplan noch mal in den Vordergrund rücken. Frau Usig, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also wir müssen tatsächlich sparen, und wir befinden uns auch als Ausschuss nicht in Isolation, sondern also wir sind ja auch mit anderen Ausschüssen, und viele von uns sind auch in verschiedenen unterwegs. Wir sehen auch zum Beispiel, dass mehrere Träger auch finanziert werden von verschiedenen Häusern. Wir sehen auch, dass Schnittmengen sich ergeben, und ich glaube, dass es auch unsere gemeinsame Aufgabe ist von der Regierung, von der Koalition und von der Opposition, demokratischen Opposition, zu schauen, wo wir diese Schnittmengen
Schnittmengen haben zum Beispiel und wo wir auch gemeinsam die Lösungen finden können, weil da sind ja auch also schmerzhafte Punkte nicht nur für die Opposition, sondern für uns auch als Koalition und die Träger kommen vermehrt auf uns. Wenn ich sehe, dass temporäre Spielstraßen zum Beispiel bei Verkehr in dem Haushalt verankert sind oder ich sehe, dass Kinderkulturmonat auch unterschiedliche Finanzierungen von verschiedenen Häusern bekommt, da frage ich mich auch, also wie wir das optimieren können und wo wir zum Beispiel auch die Ersparnisse über Verwaltungskosten, über Bürokratieabbau erzielen können. Da glaube ich, dass wir das gemeinsam uns anschauen können, auch die konkreten Vorschläge einreichen können. Sowohl die Opposition kann das genauso gut machen wie wir als Koalitionspartner. Deswegen, also da ist unsere gemeinsame Verantwortung auch, also vor den Trägern nicht Ängste zu schüren, sondern gemeinsam nach den Lösungen suchen. Und ich habe mich gefreut, als Herr Krüger gesagt hat, wir haben 3 Milliarden, die wir sparen können. Und da müssen wir uns nicht von dieser Verantwortung drücken. Danke. Frau Dr. Lasic. Also ich rufe jetzt die beiden noch auf, die wir jetzt hier haben. Dann sollten wir das machen. Einmal Frau Dr. Lasic, einmal Frau Burkhardt-Eulitz. Denn auch mit Blick auf die Zeit wird man erstmal noch mal schauen, was der Senat dazu zu sagen hat. Und dann werden wir das noch mal einschätzen, wie es weitergeht. Also Frau Dr. Lasic bitte und dann Frau Burkhardt-Eulitz. Das ist wunderbar, weil ich wollte Frau Burkhardt-Eulitz daran erinnern, dass wir in einem Besprechungspunkt sind und nicht in der Fragestunde Senats. Das heißt, wir können durchaus bilateral miteinander sprechen und sozusagen so, dass Sie sich nicht nur auf Fragen beschränken können, sondern auch antworten können. Daher eine seriöse Frage aus der Regierung heraus. Ja, sozusagen so, wenn wir, das heißt, man kann ja völlig nüchtern, das kann ich ja auch so tun, als ob ich Opo wäre und dann halt sozusagen skizzieren, was die Probleme sind, wenn ich in einer der 3 Säulen kürze. Also so klug bin ich auch. Aber die Tatsache ist sozusagen, wie würden Sie denn abwägen, wenn sozusagen Sie zwischen Pest und Cholera abwägen müssten? Wenn auf der einen Seite potenzielle Kürzungen halt beim Personal dazu führen können, dass wir Schwierigkeiten bei Folgehaushalten, aber auf der anderen Seite Kürzungen bei Zuwendungen dazu führen, dass wir Existenzen gefährden, Kürzungen beim Schulbau dazu führen, dass wir entweder gemeinsame Errungenschaften bei Standards wahlweise Schulplätze halten müssen. Das sind die 3 Optionen, die wir haben. Sozusagen, ich reiß mich nicht um die Aufgabe, aber wir werden uns halt der stellen. Und mich würde wirklich interessieren, ob Sie jenseits der Stellen der klugen Frage, die wir alle kennen, sozusagen auch in der Lage sind, selber eine Priorisierung vornehmen. Sie müssen es zwar nicht, ich fände es aber schön, wenn Sie in der Lage dazu wären, weil wir werden unseren Vorschlag machen. Mich würden auch die Vorschläge der OPO zur Priorisierung interessieren. Dann hat jetzt Frau Burkhardt-Eulitz die Gelegenheit. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Also die Umarmungsstrategie zu fahren, ist ja etwas, was man immer mal versucht so. Aber da fällt jetzt auch niemand so richtig ein drauf rein. Ja, man kann das versuchen so. Ja, ich habe auch mit keinem Wort behauptet, dass irgendjemand eine Schuld hat, was sozusagen irgendwelche Vergangenheit angeht. Aber wir haben euch schon 2024 in den Haushaltsberatungen ganz klar gesagt, dass man diesen Haushalt so nicht beschließen kann. Wir hätten diesen Haushalt so nicht beschlossen. Das gilt hier für die beiden, die hier sitzen, ja. Und ihr habt da noch mal 800 Millionen draufgepackt und euch hier abgefeiert. Und die gesamte Debatte um den Haushalt, der jetzt sozusagen dieses Verschleppte hierher, das ist nicht die Verantwortung der Opposition, das ist ganz klar die Verantwortung der Koalition und der Koalition, die das hier im Haus beschlossen hat und dann sozusagen die Umsetzung des Ganzen der Verwaltung aufgebürdet hat. Ja, nun seht ihr mal, wie ihr damit klarkommt, um dann sozusagen in dem Haushalt zu streichen. Genau so ist es. Ja, und dass wir jetzt nicht euren Job machen, und auch nicht den Job der Verwaltung. Wir wissen ja gar nichts, was da gerade passiert und diskutiert wird. Wir hätten gerne an einem Diskurs teilgenommen. Die ganze Stadt hätte gerne an einem Diskurs teilgenommen. Aber immer noch hat Herr Schneider gerade erklärt, warum es denn so wichtig ist, hinter verschlossenen Türen im ganz Geheimen zu diskutieren und zu verhandeln. Und dann kommt da am Ende eine Haushaltssperre raus und niemand ist schlauer irgendwie geworden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seid, ja? Wir würden ja gerne irgendwelche Vorschläge diskutieren und uns da auch miteinander verkämpfen, wenn da mal ein Vorschlag auf dem Tisch liegen würde. Der liegt nicht auf dem Tisch. Und jetzt ist es kurz vor Ende des Jahres und nichts fällt der Koalition mehr ein, als zu sagen, so,
Und jetzt darf erstmal gar nichts ausgegeben werden. Ja, Klassenfahrten gestrichen, das ist ja keine Antwort auf irgendwas oder ein Vorschlag, über den man diskutieren kann. Ich weiß ja gar nicht, was da diskutiert wird. Deswegen kann ich auch nicht mitdiskutieren so. Und es ist dein Job, das zu machen, ja. Und wir stellen die Fragen und wir kontrollieren die Regierung. Und genau das machen wir. So, dann hat jetzt der Senat die Gelegenheit, auf die entsprechenden Fragen oder Äußerungen einzugehen. Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte auch gerne noch eine Weile zugehört. Aber ich würde dann trotzdem der Ernsthaftigkeit auch mal wieder ein wenig Raum hier einräumen. Das, was ich gerade gesagt habe, Frau Burkhardt-Eulitz, Sie haben gesagt, das ist ja wenigstens meine Aussage, dazu stehe ich. 3 Milliarden wert wird diese Stadt spüren und 2026 und 2027 im nächsten Doppelhaushalt wird es auch nicht weniger, sondern noch mehr. Und dann teile ich vielleicht an der Stelle auch nicht ganz die Vorgehensweise von Askiva, indem ich nur mit der Rasenmähermethode drüber gehe, sondern ich möchte 25 auch nutzen, um die Weichen für 26 und 27 zu stellen. Das heißt, Voraussetzungen zu schaffen, die dann auch weitergetragen werden können. Herr Krüger fragte nach Kriterien, nach denen wir momentan zumindest überlegen. Und ich würde mal zwei Sachen nehmen, die jetzt gerade beispielhaft genannt sind, ohne dass ich sie da faktisch dahinter verstanden haben möchte. Sie sprachen von Präventionsmitteln und von Mitteln aus dem Jugendgewaltgipfel und haben gleichzeitig die Stadtteilmütter eingeführt. Die Stadtteilmütter sind inzwischen ein Landesprogramm. Sie sind ja kein Projekt mehr, was ich auch sehr begrüße. Habe ich auch gestern, als ich da war und das Grußwort gehalten habe, noch mal sehr deutlich gemacht zum 20-jährigen Jubiläum. Wir haben aber ähnliche Projekte mit einer ähnlichen Tendenz wie die Stadtteilmütter. Und ein Kriterium wird schon sein, wo haben wir Doppelstrukturen? Doppelstrukturen im Sinne von Programmen, die das Gleiche machen. Welche Programme sind schon auf Wirksamkeit hin überprüft? Oder sind so etabliert, ich bleibe beim Programm der Stadtteilmütter, wo wir einfach über 20 Jahre gesehen haben, wie sie funktionieren und wie sie ihre Wirksamkeit bringen. Nur um mal zwei Kriterien zu nennen. Das wird schon, werden die Überlegungen sein, zu sagen, wie gehen wir bei den Zuwendungen und Zuschüssen vor. Weil ich halt nichts davon halte, pauschal mit dem Rasenmäher drüber zu gehen. Denn ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, 10%, wenn ich die mal so belasse, bedeuten für den einen Zuwendungstitel das K.O.-Kriterium, weil so wenig stehen bleibt, dass es zu viel zum Leben und zu wenig zum Sterben ist. Dass es nicht mehr reicht, um das Programm aufrechtzuerhalten. Und bei dem anderen macht es sich gar nicht bemerkbar oder entspricht noch nicht mal dem Zuwachs, den er hatte. Deswegen halte ich tatsächlich qualitative Kriterien zu schauen, ist das Projekt oder ist die Zuwendung wirksam? Hat sie sind diese Ansätze doppelt hinterlegt oder die Modelle? Das werden schon Überlegungen sein, die wir uns stellen. Dann war die Frage nach freiwillig und gesetzlich. Alleine die freiwilligen Sachen werden nicht ausreichen. Auch das mache ich für den Einzelplan 10 ganz deutlich. Das, was ich an Masse habe im fakultativen Bereich, reicht nicht aus, um mein Sparvolumen leisten zu können. Punkt. Das heißt, wir werden an bestimmte Sachen oder über gewisse Sachen hier auch debattieren müssen, im gesetzlichen Bereich, wo wir sagen, das meinte ich vorhin, Landesgesetzgebung, also eine Sache, die sich Berlin überlegt hat, das ist nicht bundesgesetzlich vorgegeben, im Jugendbereich, der Kollege sitzt neben mir, haben wir viel, was durch Bundesgesetzgebung vorgegeben ist, ist aber nicht überall so, in anderen Bereichen in der SEN-BJF und dann muss darüber zumindest diskutiert werden. Und Frau Burkhardt-Eulitz hat ja gerade gesagt, dass sie da noch bereit ist zu diskutieren und die Frage von Frau Lasic fand ich jetzt auch nicht unangebracht zu sagen, in Bildung nicht, aber wo denn dann? Wo soll die 500 Millionen gefunden werden? Und sie muss, auch Bildung muss seinen Anteil leisten. Und wir werden, da wird es Debatten geben. Und ich habe nochmal, ich habe das vorhin auch nicht ohne Grund gesagt, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also da wird nichts draußen Jubelstürme hervorrufen. Und wir werden hier nirgendwo geschlossen sagen können, das ist die richtige Entscheidung oder die verursacht keine Konsequenzen oder Auswirkungen, die wir nicht alle irgendwie bedauern an der Stelle. Aber wir werden Entscheidungen treffen müssen. Wo ich ganz vehement widersprechen möchte, Frau Seiter, weil das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass unbesetzte Stellen automatisch nicht gebraucht werden. Aber wenn ich noch mal alleine, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt unbesetzte Stellen und alleine und nur die Bildungsverwaltung hat die finanziell hinterlegt.
Ich habe nicht einmal gesagt, dass sie nicht gebraucht werden, aber bevor ich die Entscheidung dem Finanzsenator überlasse, mache ich mir selber lieber Gedanken. Und eine Überlegung ist tatsächlich, mit der Finanzverwaltung, Herr Krüger, zu verhandeln und zu sagen, dass wenn ich euch jetzt eine gewisse Größenordnung zugestehe, weil ich weiß, ich werde diese Lehrerstellen jetzt nicht alle nachbesetzen, und ich habe ja auch jetzt hunderte offene Lehrerstellen, dann möchte ich aber, wenn der Tag X da ist und die Universitäten oder die queren Seiteneinsteiger wieder in so einer Fülle, nenne ich es jetzt mal, vorhanden sind, dass ich einstellen kann, dass ich dann so flexibel reagieren kann, wie ich es brauche in dem Moment. Das ist eine Verhandlung, die ich momentan noch mit der Finanzverwaltung führe. Die führe ich nicht alleine, auch die Innenverwaltung wünscht sich das. Ja, Frau Spranger führt ja eine ähnliche Debatte ums Personal. Ich meine, da verrate ich hier auch niemandem ein Geheimnis. Das können Sie alles in der Presse nachlesen. Und das sind Sachen, die wir momentan halt wirklich noch debattieren. Und wenn Sie fragen, worüber wir noch debattieren, dann möchte ich auch eines deutlich machen. Ich bleibe mal bei einem ganz konkreten Beispiel. Ein Schulbudget besteht aus 3, 4, 5 Töpfen, je nachdem, was man für eine Schule hat, ob man Bonusmittel oder nicht Bonusmittel kriegt und, und. Jeder Topf ist zweckmittelgebunden. Wenn wir dafür mal aufhören würden und da zum Beispiel Deckungsvermerke dran machen würden, also eine Flexibilität der Finanzmittel ermöglichen könnten, dann sage ich Ihnen, ist da auch ein Sparvolumen drinne. Weil wir natürlich immer wieder die Situation haben, dass gerade dieses extrem enge Korsett, dass wir keine Flexibilität bei Finanzmitteln haben, dafür sorgen, dass wir Mittel einstellen und werden erstens nicht alle immer abgerufen, weil halt die Zweckmittelbindung nicht immer dargegeben ist, aber auch Schulen nicht diese Eigenverantwortlichkeit und diese Flexibilität haben, um zum Beispiel auch gute Schulentwicklung oder Profilierung zu machen, wie sie sich das wünschen. Das sind aber Sachen, da sagen auch die Schulen zu mir sofort, da könnten wir auch auf Teilansätze, ich will nicht sagen verzichten, aber da werden wir viel flexibler und müssen nicht Töpfe, die wir jetzt momentan auf Teufel komm raus zum Schuljahresende verausgaben, nutzen, sondern da können wir ganz anders arbeiten. Das ist aber eine Verhandlung, die muss ich übrigens mit allen Haushältern führen. Das müssen die Chefhaushälter gut finden, das muss den Finn gut finden. Es ist nicht so, dass die Bildungsverwaltung keine Ideen hat, wie man gewisse Dinge, ohne dass es gleich draußen an Maßnahmen scheitert, flexibilisieren und einfacher machen kann. Aber das sind halt Sachen, nicht wie die PMA 24, wo ich einfach ein paar Projekte finde und die dann kürze. Und deswegen verstehe ich den Unmut, den kann ich nachvollziehen. Und ich kann auch, das habe ich Ihnen auch in der Vergangenheit gesagt, die zeitliche Enge teile ich. Ja, wir alle sind lange genug dabei, um zu wissen, was das gerade für die Trägerlandschaft bedeutet. Und trotzdem sind das Sachen, die eine Bildungsverwaltung nicht alleine entscheidet. Sie haben nach einem Zeitfenster gefragt. Ich wünsche mir sehr, die Bildungsverwaltung arbeitet auch alles dafür zu, dass wir Mitte November eine Beschlusslage haben, wo wir sagen, wir haben zumindest für 25 das Ganze so konsolidiert, dass wir ganz klar sagen können, was passiert. Frau Priestig fragte noch zur kostenlosen Stadt. Frau Seidel? Entschuldigung, auf jeden Fall von Ihnen. Nein, ich will damit nur sagen, sehen Sie es mir nach, es war jetzt nicht böse gemeint. Frau Seidel, man muss halt irgendwann, ich sage nicht, dass ich das forciere oder dass ich es für richtig halte, alles rückabzuwickeln. Zum einen stimmt es nicht ganz, dass wir riesen bürokratische Aufwände haben. Bei der Kita würde ich Ihnen noch recht geben, das haben wir, da brauchen wir bloß zurückschauen. Da brauchen die Bezirke schon einiges an Personal, hing aber auch damit zusammen, dass wir 20 Einkommensstufen hatten. Könnte man noch darüber reden, ob es so viele braucht oder ob man eine andere Systematik findet. Beim Mittagessen sah das anders aus. Da gab es so pro Bezirk ungefähr 2 Stellen, um diese Mittagsabrechnung und Eingliederung oder Einstufung zu machen. Auch das ist ja keine Entscheidung. Erstens sind das Gesetze, die geändert werden müssten bei der Kostenfreiheit. Aber nochmal, das ist die Frage, die Frau Lasic vorhin stellte. Die Kostenfreiheit kostet mehrere hundert Millionen pro Jahr diese Stadt. Da führe ich nicht die Debatte, ob ich sie richtig oder nicht richtig finde. Ich sage nur, wenn Berlin als einziges Bundesland meint, sich das leisten zu können, müssen diese hunderte Millionen woanders gefunden werden im Bildungsbereich. Und dafür möchte ich jetzt werben an der Stelle. Wenn alle wollen, dass die Kostenfreiheit bestehen bleibt in allen Bereichen, müssen diese knapp 400 Millionen per anno woanders gefunden werden. Und das möchte ich dann auch deutlich machen. Und das muss dann auch in der Debatte, wenn wir sie hier führen, berücksichtigt werden, wenn das alle wollen.
Das ist das, also das gehört dann wirklich zur Realität und zum Ehrlichmachen dazu. Wer das eine will, muss das andere mögen. Und das möchte ich wirklich auch noch mal zum Schluss gesagt haben. Und das hat nichts damit zu tun, wie ich das persönlich werde oder was der Regierende sagt, sondern wenn Geld endlich ist, dann muss man das woanders finden. Herr Krüger. Ja, vielen Dank und danke auch Frau Senatorin. Ich fand das tatsächlich aufschlussreich und freue mich, dass wir zumindest angefangen haben, eine Debatte zu führen oder irgendwie auch inhaltliche Vorstellungen davon zu kriegen, wie es weitergehen kann. Sie haben gerade den Zeitraum Mitte November genannt. Dann würde ich davon ausgehen, dass wir spätestens im Bildungsausschuss am 28. November über die PMA und den nächsten Haushalt reden. Gut, dann sind die Besprechungspunkte zu 2a und 2b der Tage. Oh, Herr Schatz. Ja, vielen Dank. Also ich hätte Ihnen ja jetzt gern noch die Chance gelassen, Frau Senatorin oder auch Frau Lasic, doch noch mal auf die Frage von Frau Seidel einzugehen. Sie erzählen ja immer wieder das Märchen, der Haushalt wäre durch Corona-Hilfen endlos aufgebläht. Dann würde ich doch gerne wissen, an welcher Stelle und welche Mittel können da wo sozusagen, weil sie ja jetzt nicht mehr notwendig sind, dann aus dem Haushalt rausgenommen werden. Ich glaube sozusagen, das ist eine Schutzbehauptung, die Sie ja aufstellen. Und man muss mal ganz klar sagen, als wir im Dezember letzten Jahres diesen Haushalt besprochen haben, hat die Opposition ganz deutlich auf die Situation hingewiesen, in der wir jetzt sind. Und die Hausaufgaben, Frau Senatorin, von der Sie sprachen, die hatten Sie seit letzten Dezember. Und da muss man mal sagen, das hat wohl nicht geklappt mit den Hausaufgaben. Sie gibt einen Eintrag ins Mutti-Heft. Also insofern ist das, finde ich, eine Debatte, die Sie hier führen und immer wieder Stichworte in den Raum werfen, die ich verantwortungslos finde, auch gegenüber der Stadt. Also da geht es dann ums kostenlose Mittagessen, da geht es um die Kita, da wird der Zuwendungsbereich massiv bedroht. Das sind genau alles die Sachen, die wir in dem letzten Jahr in den Haushaltsberatungen gesagt haben, dass sie das auslösen, das lösen sie jetzt ein. Und ich finde, mit der Situation, die sie damit angerichtet haben und weiter anrichten, müssen sie selber klarkommen und nicht die Opposition noch dafür in die Verantwortung nehmen. Frau Dr. Lasic. Carsten, ich habe gebeten, dass ich darauf antworte, weil es tatsächlich ich diejenige bin, die noch die Erinnerung an R2G trägt sozusagen und die Sachen, die wir gemeinsam verbracht haben. Es wäre richtig gewesen und Matthias Kollatz hat es auch versucht, die Corona-Hilfen auch alle abzubauen vor Beginn der Legislatur. Das ist nur anteilig gelungen. Sozusagen ergänzend zu dem, was wir noch aus Corona-Zeiten abzubauen haben, kommen, und da saß du mit am Tisch, nicht ich oder sonst jemand hier von der Fachebene, als in verschiedenen Art und Weisen, zum Beispiel, habe ich vorhin erwähnt, im Verkehrsbereich von einem der Co-Partner VE, die sich nicht auf den aktuellen Haushalt, sondern zukünftige Haushalte, nämlich die, die wir jetzt haben, beziehen, reingenommen wurden und damit wir zukünftige Belastung der Haushalte beschlossen haben. Das war etwas, was wir gemeinsam gemacht haben. Sozusagen, man kann doch nicht sozusagen, dass ich das jetzt die CDU hier an dieser Stelle schütze, aber sozusagen, die sind in die Regierung gekommen zu dem, in einem Zeitpunkt, als der Haushalt eigentlich schon mitten im Aufstellungsprozess war. Das heißt sozusagen so, die können nicht die Verantwortung für die Höhe der abzubringenden Schulden haben. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil. Warum haben wir es nicht vor einem Jahr abgebaut? Vor einem Jahr hätte zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit bestanden, das, was wir jetzt erwägen im Bildungsbereich, dass wir den Großteil unserer PMA aus den Personalmitteln machen. Weil du weißt vorher nicht, du kannst doch nicht vorher schon die Stellen kürzen, wo du immer noch hoffst, dass du sie besetzt kriegst. Das heißt, diese Option wäre nicht bestanden. Der einzige Weg, vor einem Jahr diese Kürzung zu erbringen, wäre gewesen, dass wir radikal im Zuwendungsbereich kürzen. Und dass wir das nicht gemacht haben, hoffe ich jedem sozusagen, dass das nachvollziehbar ist, weil wir können erst im Laufe des Jahres jetzt eine echte Abwägung vornehmen, welche Gelder übrig bleiben, sozusagen, was wir da, damit wir möglichst schonend vorgehen können. Das wäre uns im Zuge der Aufstellung des Haushaltes gar nicht möglich gewesen. Und da stehe ich auch immer noch dazu, auch wenn es die ganze Stadt unter gewissen Zugzwang steht. Aber wenn wir vorhaben, gerade bei Sechser-Titel im Zuwendungsbereich möglichst schonend vorzugehen, ist dies der einzige Weg, wie wir aktuell vorgehen. So, die Besprechungspunkte, zweiter Anlauf zu 2a und 2b der Tagesordnung werden dann damit abgeschlossen. Wir kommen zu, bitte? Wir hätten gerne, dass die vertagt werden, bitte, auf die Sitzung 28.11. Haben wir ja gerade besprochen, dass wir es dann wieder aufrufen.
Gut, dann würden wir das nochmal entsprechend mit aufrufen, weil es hier dann sowieso auch in dieser Verbindung nur, also deren Punkte. Okay, bis November, bis es dann im entsprechenden Ausschuss dann also hier bei uns auch beraten wird. Okay. Dann kommen wir zu Punkt 3 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 19-16-20, Berlins Landeszentrale für politische Bildung stärken für einen zweiten Standort im Osten der Stadt. Punkt 3b, Besprechung Stand und Perspektiven der politischen Bildung in Berlin unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Landeszentrale für politische Bildung auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Hierzu Auswertung der Anhörung vom 25.04.2024. Und C, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 19-1905, Regierungszugriff auf die politische Bildung verhindern, Unabhängigkeit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung erhalten. Vorab ergehen folgende Hinweise. Zu Punkt 3a liegt dem Ausschuss die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur, Engagement und Demokratieförderung vor. Der Ausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der AfD-Fraktion den Antrag Drucksache 19-16-20 anzunehmen. Der Punkt 3b stand bereits in Verbindung mit einer Anhörung auf der Tagesordnung der 37. Sitzung am 25. April 2024 und wurde zwecks Anfertigung und Auswertung des Wortprotokolls vertagt. Das Wortprotokoll liegt vor. Nun kommen wir zu den Begründungen. Begründung des Antrags zu 3a durch die Fraktion der CDU und oder der SPD. Frau Dr. Lasitsch, bitte sehr. Ich würde anfangen, Kollege Lenz ergänzt danach. Ich finde es tatsächlich bemerkenswert, wenn man sich die drei Punkte anschaut, die momentan bei der Besprechung zusammengefasst werden, fasst das auch tatsächlich ein bisschen zusammen, wie auch die Entwicklung rund um die Landeszentrale in den letzten eineinhalb Jahren verlaufen ist und fasst auch die Bereiche, die Konsens innerhalb der demokratischen Parteien sind und da fast auch zusammen wurde Dissens auch besteht. Und ich würde sagen, der jetzige Antrag, den die Koalition gemeinsam einbringt, ich schließe jetzt die demokratische Opo, beschreibt ungefähr den Mindestkonsens, der hoffentlich nach wie vor unter allen demokratischen Parteien hier im Haus herrscht, nämlich, dass wir zur Landeszentrale stehen und uns den Ausbau der Landeszentrale wünschen und eine sehr stark kiezorientierte, aufsuchende Arbeit uns wünschen. Und das ist in diesem gemeinsamen Antrag der Koalition auch beinhaltet. Und ich freue mich auch, trotz der ganzen Herausforderungen, die wir uns heute in der Debatte auch gemeinsam stellen werden, dass es diesen Mindestkonsens innerhalb der demokratischen Parteien immer noch gibt angesichts der eklatant hohen Bedeutung rund um die Landeszentrale. Dass wir, wenn es darum geht, wie die Landeszentrale arbeitet, in welcher Art und Weise sie unabhängig, wie die Fachaufsicht funktioniert und so weiter, hohen Dissens haben, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit ausführlich dargelegt, werden wir heute noch mal bekräftigen. Aber mir war es heute bei der Begründung auch wichtig, dass es einen Bereich gibt, in dem nach wie vor der Konsens herrscht und der spiegelt sich in dem heutigen Antrag der Koalition wider. Dann Herr Kollege Lenz, bitte sehr. Ja, vielen Dank, dem kann ich mich jetzt direkt anschließen. Also ja, da besteht breiter Konsens, wir wollen die Landeszentrale mitnichten schwächen, sondern es geht darum, sie zu stärken. Insofern sind wir auch sehr froh mit dem zweiten Standort und es ist auch wichtig, eben im Rahmen der aufsuchenden Arbeit hier mehr Präsenz zu zeigen. Also ja, da gibt es überhaupt keinen Dissens und wir sind froh, dass wir das auch erreichen konnten. Dissens gibt es dann in der Tat ja, in der Frage, wie der Auftrag gelebt werden soll, da kommen wir nachher zu und inwieweit da jetzt die Bildungsverwaltung eine Rolle spielen sollte oder nicht. Das erörtern wir nachher, aber das ist wirklich von allen breit getragen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Ziel erreichen konnten. Vielen Dank. Die Begründung des Besprechungsbedarfs zu Punkt 3b erfolgte bereits in der Sitzung am 25. April 2024. Besteht erneuter Begründungsbedarf? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Begründung des Antrags zu Punkt 3c durch die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Krüger, bitte sehr. Genau, auch das schließt bei dem an,
was gerade gesagt wurde. Es gibt einen großen Vertrauensverlust in der demokratischen Opposition, vielleicht auch in Teilen der Regierung, aber vor allen Dingen auch in der Stadt, dazu, ob die Landeszentrale mit der Einführung der Stabsstelle weiter überparteilich und unabhängig agieren kann. Ich kann das als Kuratoriumsmitglied sagen und berichten, wie wir da in der letzten Kuratoriumssitzung drum gestritten haben, mit dem Ergebnis, dass ich nicht weiter sicher dafür einstehen kann, dass wir als Kuratorium unter den Voraussetzungen die Überparteilichkeit gewährleisten können. Zumindest wurde mir nicht erklärt, wie das passieren soll, wenn es gleichzeitig eine Stabsstelle gibt, die eine erweiterte Fachaufsicht zur bisherigen Fachaufsicht darstellen soll. Es gab ja auch eine entsprechende Petition dazu mit über 23.000 Unterschriften und vielen wichtigen Akteuren, zum Beispiel aus der Wissenschaft, aber auch aus Gewerkschaften, politische BildnerInnen und verschiedene andere, auch für den Bildungsbereich wichtige Akteure wie den LandesschülerInnenausschuss. Auch der Landeselternausschuss hat sich zur Unabhängigkeit der politischen Bildung bekannt, also Akteure, auf die wir ja alle auch zählen. Und deswegen war das uns wichtig, auch nochmal klarzumachen, dass wir für die Überparteilichkeit und Unabhängigkeit der Landeszentrale für politische Bildung stehen. Das ist für uns eigentlich ein Grundkonsens und insofern wäre uns nicht klar, warum man dagegen sein könnte. Genau, und zu der Stabsstelle und wie das ausgestaltet sein könnte oder auch nicht, kommen wir sicher gleich nochmal in der Aussprache dazu. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt zur einleitenden Stellungnahme des Senats, wenn gewünscht. Bitte sehr, Frau Senatorin. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich freue mich, dass wir heute auch im Bildungsausschuss und nicht nur im Kuratorium noch mal über die Stabsstelle diskutieren und wahrscheinlich auch debattieren werden und können. Ich möchte noch mal mehrere Sachen deutlich machen. Zum einen ist die Stabsstelle keine Erfindung der Bildungsverwaltung oder dieser Regierung, sondern Stabsstellen gab es schon immer, gibt es und wird es auch zukünftig immer geben. Und Stabsstellen haben grundsätzlich und regulär eigentlich die Aufgaben, tatsächlich zu monitoren, zu steuern und nicht Dinge irgendwie einzuschränken. Und ebenso ist es mit dieser Stabsstelle für Demokratiebildung. Und ich habe das im Plenum vor einigen Wochen schon mal deutlich gemacht. Und ich bin zunehmend irritiert, dass es anscheinend einigen nicht gelingt, tatsächlich die Rechtsgrundlage, die ich jetzt schon mehrmals zitiert habe, tatsächlich auch in den Kontext dieser Stabsstelle zu bringen. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, Sie argumentieren ja immer damit, dass die Unabhängigkeit damit gefährdet ist, dass wir etwas oder dass ich etwas an der Fachaufsicht ändern würde. Herr Krüger, das haben Sie ja gerade eben in Ihrer Begründung schon wieder getan. Und die Fachaufsicht ist sowohl im Erwachsenenbildungsgesetz als auch im AZG ganz klar geregelt, dass die Fachaufsicht für die Landeszentrale bei der dafür zuständigen Senatsfachverwaltung liegt. Die Landeszentrale für politische Bildung ist eine nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Demzufolge liegt die Fachaufsicht auch bei SenBJF. Herr Reiser, den ich übrigens auch herzlich willkommen heiße, schön, dass Sie da sind heute, Herr Reiser, liegt quasi auch bei ihm und in seiner Zuständigkeit. Nicht nur die Landeszentrale, aber auch die Landeszentrale für politische Bildung. Die Stabsstelle hat grundsätzlich die Aufgabe, das Thema Demokratiebildung zu monitoren und zu steuern und nachhaltig in diesem Land Berlin, insbesondere auch im Bereich der Bildung und der Jugend, zu etablieren und zu implementieren. Da ist die Landeszentrale für politische Bildung ein Puzzleteil dafür. Auch das möchte ich noch mal deutlich machen. Die Stabsstelle wird ja nicht für die Landeszentrale installiert, sondern diese Stabsstelle wird für Demokratiebildung installiert. Und im Kontext mit Demokratiebildung, ich denke, da geben Sie mir recht, hat die Landeszentrale schon eine entscheidende Aufgabe und Funktion. Wir haben momentan die Situation, wir haben gerade eben über die PMA gesprochen, dass wir unglaublich viele Träger und Partner haben, die sich im Bereich der politischen Bildung, der Demokratiebildung engagieren in unserer Stadt. In der Bildungsverwaltung gibt es unter den unterschiedlichen Abteilungen keinen Überblick. Ich kann Ihnen das sagen, weil ich ihn abgefragt habe.
ist mir ja letztens vorgeworfen worden, von Ihrer Kollegin meine ich und auch von Ihnen im Kuratorium, ich soll einfach meine Verwaltung fragen. Das habe ich schon vor einem Jahr gemacht. So ist es ja nicht. Und es gibt halt keine Stringenz, was wo passiert. Gleichzeitig gibt es auch, Sie haben das in Ihrem Antrag so schön formuliert, die Pläne der Bildungssenatorin verstoßen nicht nur gegen die Grundlagen der politischen Bildung. Genau die gibt es eben nicht. Ich bedauere das übrigens sehr, Herr Krüger, dass es keine Grundlagen für politische Bildung gibt. Gibt es aber nicht. Ich mache Ihnen das auch deutlich an einem anderen Beispiel. Gehe ich in den Bereich der Jugendbildung, gibt es ein Sozialgesetzbuch und es gibt ein Jugendfördergesetz. Da ist ganz klar drin geregelt, was erreicht werden soll. Welche Stränge es gibt, welche Säulen, welche Maßnahmen dahinter implementiert sind und anhand welcher Kriterien Zuwendungen und Zuschüsse in diesem Bereich in der Jugendhilfe ausgereicht werden und anhand welcher Kriterien das Ganze überprüft wird. Auch das habe ich übrigens nachgefragt, Herr Krüger, weil Sie mir das ja wie gesagt immer so vorwerfen. Diese Grundlagen gibt es im Bereich der politischen und der demokratischen Bildung nicht. Nochmal, ich bedauere das sehr. Ich finde, die bräuchte es dringend. Aber weil es die nicht gibt, kann es auch kein Monitoring geben. Denn anhand von was soll denn gemonitort werden, wenn es das nicht gibt? Anhand von was wollen wir denn Wirksamkeit, Erfolg, Zielerreichung überprüfen? Und dafür braucht es eine Stabsstelle, die das alles mal zusammenführt und tatsächlich monitort und steuert. Da ist nicht von politischer Einflussnahme die Rede, sondern tatsächlich diesen roten Faden, wie ich es immer so schön beschreibe, diese Nachhaltigkeit in dieses Thema reinzubringen. Und dass das Thema von extremer Bedeutung ist, sollte uns allen klar sein. Nicht erst seit dem 7. Oktober, nicht erst seit den Europawahlen, sondern hier wird ja immer wieder betont, dass hier so viele Leute auch aus dem Bildungskontext sitzen, Sie selber ja auch, ich selber auch viele, viele Jahre. Dafür muss man nur in Schule gewesen sein. Dass wir ein drängendes Problem mit dem Thema Demokratiebildung in Schule haben. Und wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe und an die letzte Kuratoriumssitzung denke und Fragen stelle, warum zum Beispiel, und da bin ich jetzt nur bei der Landeszentrale, nochmal, die Stabsstelle ist nicht für die Landeszentrale gedacht, sondern die Landeszentrale ist ein Element in der Stabsstelle. So rum wird ein Schuh draus. Aber wenn ich dann gefragt habe, warum in einer Jahresplanung für 2025 nach dem 7. Oktober und nach den Europawahlen weder zum Links- noch zum Rechtsextremismus Projekte und Workshops drin sind, dann muss mir doch die Frage als politisch interessierter Mensch und als zuständige Fachsenatorin erlaubt sein, ohne dass ich jedes Mal von jedem Einzelnen in die rechte Ecke des Nationalsozialismus oder des Faschismus gestellt werde. Und auch in Ihrem Antrag, Herr Krüger, steht wieder drinne: die Pläne der Bildungssenatorin verstoßen nicht nur gegen die Grundlagen der politischen Bildung, wie sie nach dem Nationalsozialismus über Jahrzehnte demokratischer Konsens waren. Damit unterstellen Sie mir, dass ich gegen demokratischen Konsens verstoße. Und das, ich mache es auch noch mal im Ausschuss deutlich, ich habe es im Kuratorium deutlich gemacht, verbitte ich mir, ich bin nicht nur Christdemokratin, sondern Demokratin mit Leib und Seele. Und das werde ich auch immer bleiben, egal wie oft Sie draußen was anderes erzählen. Ich verbitte mir das wirklich, dass das permanent, weil wir über eine Stabsstelle reden, in Abrede gestellt wird. Danke. So, dann treten wir in die Beratung ein. Ich lese kurz die entsprechenden Wortmeldungen vor. Frau Brichtzi, Herr Freimark, Herr Lenz, Herr Krüger, Herr Hopp und Herr Weiß. Wir starten dann mit Frau Brichtzi, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich finde sehr gut, dass wir heute das hier auch im Bildungsausschuss auf der Tagesordnung haben. Und ich fände auch gut, wenn wir über die einzelnen Punkte nochmal sprechen können. Frau Senatorin, Sie haben gesagt, dass bezüglich der Demokratiebildung aktuell in der Senatsbildungsverwaltung kein Gesamtüberblick vorliegt und dass das die Begründung ist, weswegen die Stabsstelle eingerichtet werden soll. Da wollte ich noch mal nachfragen, weil die Frage ist ja, selbst wenn man zu dem Punkt kommt und sagt, okay, bis jetzt sind zu viele Abteilungen damit betraut, es ist sozusagen unübersichtlich, wir brauchen eine Stelle, dann wollte ich noch mal zu der Ausrichtung der Stabsstelle fragen. Also die Frage, warum hier eine Musterausstattung vorgesehen ist und keine öffentliche Ausschreibung und wo genau die Stabsstelle jetzt voraussichtlich angegliedert werden soll und welche Aufgaben
haben, diese Stabsstelle erhalten soll, um auch genau dieses Ziel, was Sie ja auch gesagt haben, dass das sortiert wird, innerhalb der Bildungsverwaltung zu verfolgen. Und da habe ich natürlich insbesondere im Kopf, wie die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung gestaltet wird. Also wer macht wem Vorgaben? Sie hatten damals gesagt, es soll keine Mitzeichnung geben, aber schon, dass Initiativen der Stabsstelle aufgegriffen werden soll, dass es eine Abstimmung geben soll. Also wie genau soll das stattfinden und wie gliedert sich hier das Kuratorium ein, was ja gesetzlich abgesichert ist, wo der Auftrag klar benannt ist. Das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen sozusagen, was jetzt geplant ist. Aus meiner Sicht ist auch noch mal die Frage Demokratiebildung. Sie haben es gerade angesprochen, dass es nicht nur um die Landeszentrale geht, sondern dass es Ihnen auch um die Jugendbildungsstätten und die Jugendverbände und andere Institutionen geht. Da möchte ich auch noch mal nachfragen. Wie soll die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen hier erfolgen? Was ist hierzu geplant? Dann haben wir ja eine Anhörung gehabt, wo wir Bedarfe diskutiert haben und wo wir gesagt haben, dass im Bereich der Erwachsenenbildung eine Lücke ist, dass wir Medienbildung brauchen. Also wir haben ja hier sozusagen auch Dinge formuliert, die zukünftig für die Zukunft des Angebots wichtig sind. Und da wollte ich auch noch mal nachfragen, inwieweit die jetzt aufgegriffen werden. Bei Ihrem Antrag, der jetzt vorliegt unter A, da würde ich ja sagen, Weiterentwicklung der Landeszentrale, da hätte ich bis vor wenigen Wochen gesagt, super, finde ich richtig, in diesem Sinne, Erwachsenenbildung zu stärken, Medienbildung zu stärken, das ist alles richtig. Aber jetzt bin ich so ein bisschen unsicher, was jetzt Weiterentwicklung konkret heißt. So, dann wollte ich auch noch mal ansprechen, ich persönlich habe hohes Vertrauen in die Landeszentrale. Und diese gesamte Debatte, jetzt auch im Plenum zum Beispiel, auch im Kuratorium, in der Öffentlichkeit, hat so ein bisschen das Vertrauen auch erschüttert der AkteurInnen, die agieren und die aus meiner Sicht sehr gute Arbeit machen. Es wurden ja auch einzelne Veranstaltungen rausgegriffen, wo gefragt wurde, ob diese jetzt in das Portfolio passen oder nicht. Und das finde ich so. Ich darf darauf hinweisen, dass die Reihe unserer selbstgesetzten drei Minuten jetzt vorbei wäre, nur einfach als Hinweis. Vielen Dank. Ich versuche mich zu fokussieren. Ich wollte nur sagen, das finde ich so ein bisschen, also wenn, dann müssen wir über das gesamte Angebot sprechen. Und Sie haben ja gesagt, die Jahresplanung des Kuratoriums und die Evaluation, die Qualitätskriterien, Wirksamkeit, das sind alles so Punkte, die wichtig sind, wo ich glaube, das stimmt. Also es ist, wir müssen darüber sprechen, welche Bedarfe gibt es genug Veranstaltungen, gibt es in die richtige Richtung und so weiter. Aber was nicht geht, ist, einzelne Veranstaltungen rauszugreifen und das als Beleg dafür zu nehmen, dass die Landeszentrale an sich, ja, die Landeszentrale an sich nicht gut funktioniert. Das finde ich nicht fair und glaube auch, dass das in der öffentlichen Debatte eine Beschädigung ist. Und dann wollte ich mich an Herrn Freiherrenmark noch mal in einem Satz wenden, weil Sie hatten im Plenum also gesagt, dass der... Wir haben uns ja selber die 3 Minuten Redezeit gesetzt. Genau, aber jetzt ich bin jetzt auch noch innerhalb dieser Minute. Sie haben mich gerade schon ermahnt. Also ich bitte wirklich, dass alle zu Wort kommen. Wir können dann gerne noch eine zweite Runde machen, aber an die selbstgesetzten Vorgaben müssen wir uns schon halten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, dass Sie mich noch mal darauf hinweisen, aber diesen Satz möchte ich gerne beenden, bevor ich dem nächsten Kollegen die Chance gebe und wollte noch mal sagen, dass der zweite Standort der Landeszentrale ein Gemeinschaftsprojekt war und nicht der CDU zuzurechnen ist. Das möchte ich noch mal hier sagen, weil Sie das im Plenum behauptet haben, dass Sie als Koalition diesen zweiten Standort eröffnet haben. Das fand ich ehrlich gesagt dreist, weil nämlich viele AkteurInnen daran gearbeitet haben, dass es diesen zweiten Standort jetzt gibt. Man kann sich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist nicht in Ordnung. Herr Freimark, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich bin ja Gast hier in diesem Ausschuss und bin sehr froh über die lebhafte Debatte, weil sie zeigt ja, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen, kritisch zu bleiben, Meinungen zu äußern. All das, was Sie jeden Tag gerne machen, wollten Sie, dass die Senatorin es nicht mehr macht. Ne? Sie haben gesagt, die darf keine Fragen stellen, sie darf auch keine Beispiele nennen und sie darf ihre Fachaufsicht nicht ausüben. Das war Ihre Grundhaltung, das steht in diesem Antrag drin. Herr Krüger, Sie hatten ja jetzt die Möglichkeit, eigentlich diesen Antrag entweder zurückzuziehen oder vielleicht auch mal zum Ausdruck zu bringen, dass Sie sich erkundigt haben, was Stabsstellen eigentlich so machen. Haben Sie das mal gemacht? Haben Sie mal in Pankow nachgefragt, wie die Stabsstelle dort organisiert ist? Also ich würde schon gut finden, wenn Sie da uns ein bisschen helfen. Ich nehme übrigens wohlwollend zur Kenntnis, dass sich das sprachlich schon etwas verändert hat. Also heute keine Nazi-Vergleiche, heute ist die Stabsstelle nicht mehr undemokratisch, sondern jetzt geht es um Ausgestaltung und wer kommt da in Frage und es ist ein transparentes Verfahren. Das ist eine Weiterentwicklung. Herr Krüger, Sie haben womöglich vergessen, dass Sie ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben haben.
ich erinnere Sie gerne daran, das ist ja auch öffentlich geworden, da ist ja gar nichts mehr davon zu finden, dass das undemokratisch ist, Stabstellen einzuführen. Wie sehen Sie das eigene Rechtsgutachten? Das haben Sie ja in Auftrag gegeben als grüne Fraktion. Lassen Sie uns doch mal teilhaben, was das eigentlich bedeutet. Wenn Sie immer noch zu dem stehen, was Sie aufgeschrieben haben, dann würde das aus meiner Sicht bedeuten, Sie müssten einen Antrag neu schreiben und sagen, die Landeszentrale für politische Bildung wurde herausgelöst aus dem Land Berlin, bekommt also den Status quo einer NGO. Es darf, wenn möglich, auch keiner mehr mit einem Parteibuch dort Direktor sein. Sie wünschen sich ja Unabhängigkeit. Ich glaube, die bringt man nur zum Ausdruck, wenn man alles politikfern macht. Ich weiß nicht, warum Sie Abgeordneter geworden sind. Ich kann für mich sagen, ich bin Abgeordneter geworden, um politisch Einfluss zu nehmen, um zu kontrollieren, um Haushaltsgesetzgeber zu sein, um Gesetzgeber zu sein, um Rahmen möglich zu machen. Ich wundere mich, dass Sie anderen das in Abrede stellen wollen. Heute ist ja auch Herr Dr. Reiser da, der ist ja bisher die Fachaufsicht. In diesem Antrag, den Sie dann formulieren müssten, müsste ja drin sein, dass Herr Reiser diese Fachaufsicht nicht mehr ausüben darf. Das müsste auch in Ihrem Antrag drinstehen. Also ich will nicht Ihre Anträge schreiben, keine Sorge. Aber ich will zum Ergebnis kommen, auch aus der Debatte des Plenums, auch der jetzigen Debatte. Sie haben ja sich völlig verlaufen. Sie haben 23.000 Menschen mit dieser Petition hinters Licht geführt. Und anstatt ehrlich zu sagen, Mensch, da haben wir uns in unserem Oppositionssein so irgendwie verlaufen, dass heute eigentlich nur ein Satz notwendig gewesen wäre. Wir entschuldigen uns. Wir entschuldigen uns bei der Senatorin und bei dieser Koalition, dass wir einen Eindruck erweckt haben, hier wäre irgendetwas undemokratisch, was maximal demokratisch ist. Vielen Dank. Herr Lenz, bitte sehr. Ja, also es sind ja mehrere Punkte und insofern werden wir, glaube ich, mehrere Rederunden auch brauchen. Jetzt zunächst mal zum Themenfeld Stabstelle. Auch ich würde gerne unterstreichen, also wenn das möglich ist, Herr Krüger, und Sie uns Ihr Gutachten zur Verfügung stellen, dann würden wir uns sehr freuen, ja, da an diesen rechtlichen Ausführungen teilzuhaben. Insbesondere deswegen, weil das Ergebnis natürlich sich deckt mit unserer Einschätzung und das ist ja bei Auftragsgutachten einer Fraktion eher überraschend. Ja. Es scheint mir also recht eindeutig zu sein, die Rechtslagen entgegen Ihrer ursprünglichen Behauptung. Ich wollte jetzt hier einer anderen Behauptung entgegentreten, nämlich Sie haben ja versucht, eine Gemengelage aufzumachen, Kuratorium gegen Senatsverwaltung. Also da war ich jetzt wirklich überrascht, denn es ist ja mitnichten so, dass im Kuratorium eine, sagen wir mal, allzu hohe Zufriedenheit mit der konkreten Auftragsausübung der Landeszentrale besteht. Es ist mitnichten so. Ich bin ja neu im Kuratorium und ich persönlich war wirklich sehr überrascht, indem ich mich da eingearbeitet habe, was hier unter politischer Bildungsarbeit gefasst wird in Berlin. Und wenn man das ein bisschen abgleicht mit dem, was passiert im restlichen Bundesgebiet, dann kann man schon sagen, dass Berlin eine Sonderrolle einnimmt. Sonderrollen müssen nicht immer schlecht sein, aber in diesem Fall halte ich diese Sonderrolle nicht für gut. Ja? Und das hat auch nichts zu tun mit dem, was der Auftrag ist, von politischen Bildungseinrichtungen, auch schon gar nicht mit dem Auftrag einer Landeszentrale. Die Senatorin hat gesagt, zu Recht, es gibt keine gesetzlichen klaren Vorgaben. Insofern spricht viel dafür, das über eine Stabsstelle ein bisschen zu koordinieren und zu bündeln. Aber es ist mitnichten so, dass jetzt jede Landeszentrale so machen kann, was hier was hier gerade einfällt, sondern es gibt, haben wir ja schon oft besprochen, natürlich Vorgaben, auf die man sich verständigt hat. Es gibt den Beutelsbacher Konsens. Und der ist schon Maßstab für die Arbeit einer Landeszentrale und überhaupt von politischer Bildungsarbeit. Und hier gibt es Schwierigkeiten. Wir haben ja gesagt, na ja gut, wir müssen erstmal da Sachverstand reinbringen. Deswegen haben wir eine Sachverständigenanhörung zu dem Thema durchgeführt, haben Experten gehört. Und ich beziehe mich nochmal ausdrücklich auf die Ausführung von Professor Zehnpfennig, die rausgearbeitet hat, ja, was eben Aufgabe von politischer Bildungsarbeit ist. Und letztlich geht es um die Herstellung von Mündigkeit. Es geht darum, den Meinungsaustausch zu organisieren, Vielfalt auszuhalten. Und es geht nicht darum, eine bestimmte Gleichstellungsagenda abzuarbeiten. Und der Eindruck drängt sich hier schon auf, dass das bei der Landeszentrale in Berlin anders gelebt wird. Und ich halte das im höchsten Maße für problematisch, gerade deswegen, weil wir, und da deckt sich ja unsere Einschätzung, weil wir, glaube ich, als demokratische Gesellschaft schon unter Druck stehen
Und wenn wir unter Druck stehen, dann müssen wir doch genau herausarbeiten, was uns gemeinsam trägt und müssen da jede Übertreibung vermeiden. Und insbesondere müssen wir dann vermeiden, dass im Rahmen politischer Bildungsarbeit eben noch einmal eine bestimmte politische Agenda abgearbeitet wird und eben nicht darauf geachtet wird oder geschützt wird, dass hier Demokratiefähigkeit hergestellt wird. So, da liegt das Problem, da liegt auch der Dissens. Und noch einmal, der ist im Kuratorium, also mitnichten ist es so, dass das Kuratorium hier einer Meinung ist und sich dann in irgendeiner Form gegen die Bildungsverwaltung stellt. Im Gegenteil, wir als Kuratorium, wir begleiten ja die Arbeit der Landeszentrale und wir fordern, ja, insoweit sind wir Parlament, wir fordern ein von der Bildungsverwaltung, dass im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht darauf geachtet wird, dass der Auftrag der Landeszentrale auch wahrgenommen wird, und zwar so, wie er vorgesehen ist. Und auch da kann ich sagen, so wie es jetzt ist, so wie Fachaufsicht jetzt gelebt wird, kann es aus meiner Sicht nicht bleiben. Ja? So. Herr Lenz, Sie müssen ich bin am Ende, ich habe ja schon angekündigt, wir werden da mehrere Runden brauchen, aber so, Sie merken, da ist durchaus Dissens, auch innerhalb der Koalition, das hat ja die Öffentlichkeit auch erreicht, aber Dissens gehört zur Demokratie, insofern ist es ja gar nicht schlimm. Ich freue mich auf die weitere Debatte. Herr Krüger, bitte sehr. Ich brauche allein eine Runde, um die ganzen Unterstellungen hier aufzuräumen. Ich fange mal an mit der, weil das ich wirklich eine ernsthafte Frage finde. Ich habe sie nie und wollte sie nie in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus stellen. Das habe ich mit diesem Antrag auch nicht getan. In diesem Antrag steht drin, es gibt einen Grundkonsens zur politischen Bildung, der fußt auf den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Und um diesen Grundkonsens geht es mir. Und das bringt überhaupt nicht Sie in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Das möchte ich einmal klarstellen. Ich halte Sie auch nicht für undemokratisch, genauso wie jemand anderen. Und dann kann Herr Freimark wieder jeden Einzelnen von uns fragen, wen wir hier für demokratisch halten oder nicht. Das kann ich einmal direkt beantworten. Wir, wie wir hier sitzen, als irgendwie CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Grüne und Linke, halte ich für demokratische Persönlichkeiten. So, zur Petition, da wurde mir auch unterstellt, dass ich diese Petition gestartet hätte. Das ist auch eine infame Unterstellung. Ich habe diese Petition nicht gestartet, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich fand die Petition aber richtig und habe sie deshalb unterstützt. Das ist aber ein großer Unterschied. Dann zu den Fragen der Standards der politischen Bildung. Da hatten wir ja die Anhörung und da hatten wir auch drei Anzuhörende, die sich eigentlich relativ klar darüber waren, wie Standards der politischen Bildung aussehen. Und wenn man mal in den Bereich der politischen Bildung reinschaut, da bin ich mir relativ sicher, dass sie die entsprechenden Träger auch ziemlich genau auflisten können, nach welchen Standards sie arbeiten. Mich würde interessieren, wo sie die festgeschrieben haben wollen, diese Standards. Soll es das irgendwo gesetzlich festgeschrieben sein? Wollen sie eine hausinterne Handreichung haben? Wer soll die erstellen? Soll die eine Stabstelle erstellen, wo Menschen ohne Ausschreibung, besetzt werden sollen? Warum macht man das nicht über die Wissenschaft, über die Zivilgesellschaft, über Menschen in einem breiten Diskurs, anstatt das einseitig über nicht ausgeschriebene Stabstellen zu machen? Ich habe auch nie gesagt, dass Fragen unzulässig sind. Darum geht es überhaupt. Wir können alle so viele Fragen stellen, wie wir wollen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist aber, gebe ich Anweisung, gebe ich Steuerung zu bestimmten politischen Inhalten? Und wenn Herr Lenz sagt, es gibt eine Gleichstellungsagenda, die von der Landeszentrale und dementsprechend auch vom Direktor der Landeszentrale verfolgt werden würde und Sie das ändern wollen, dann ist das schon für mich ein Eingriff in die politische Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Und dass es eine Fachaufsicht gibt von der SEMBJF, und darüber haben wir ja schon öfter geredet, das bestreite ich nicht und es ist auch richtig, dass es eine Fachaufsicht gibt. Die Frage ist ja, wie agiert die Fachaufsicht? Und die entscheidende Frage ist ja, warum reicht Ihnen die bestehende Fachaufsicht bisher nicht aus? Macht Herr Reiser seinen Job nicht gut genug, dass Sie eine zweite Fachaufsicht brauchen? Das ist ja die entscheidende Frage. Zum Gutachten, da muss ich wahrscheinlich in der zweiten Runde noch mal mehr zu sagen. Das können Sie sehr gerne bekommen, das ist gar kein Problem. Genau, das können wir sehr gerne machen. Was mich jetzt noch mal interessieren würde zur Stabstelle ist, da ging es ja auch immer um den Wildwuchs, der dort bekämpft werden soll. Da fände ich spannend, wie dieser Wildwuchs definiert wird, abseits von, man greift sich zwei Veranstaltungen raus, die man irgendwie nicht gut findet, die übernachgefragt waren übrigens, also das Interesse der Stadt scheint da vorhanden zu sein.
Aber wie definieren Sie eigentlich diesen Wildwuchs? Welche Kriterien gibt es dort? Das würde uns alle sicher sehr interessieren. Und wie auch eine, und das, darum ging es Ihnen ja auch immer, eine effizientere Struktur gewährleistet werden kann durch eine zusätzliche Stelle, die zusätzlich mit den entsprechenden Abteilungen Dinge abstimmen soll. Sie wollten jetzt sich vorlegen lassen, von der Landeszentrale für das Jahresprogramm 2050 sämtliche Veranstaltungen mit sämtlichen Budgethöhen, mit sämtlichen Kooperationspartnern und Begründungen der jeweiligen KooperationspartnerInnen. Für mich spricht das nicht für eine Effizienz der Arbeit, wenn wir jetzt anfangen, auf diesem Mikromanagement-Level die Dinge durchzugehen. Und was mich auch bei der Stabsstelle wundert, wenn Sie tatsächlich an einer inhaltlichen Verbesserung, und da kann man ja wirklich drüber reden, ne, wo können da Menschen noch besser miteinander zusammenarbeiten, warum sind denn die entsprechenden MitarbeiterInnen der Senatsverwaltung nicht in diese Prozesse mit eingebunden worden bei der Errichtung oder Einrichtung der Stabsstelle? Wir haben das im Kuratorium gehört, weder Herr Gill noch Herr Reiser waren einbezogen in die Konzeption der Stabsstelle, auch im Jugendbereich waren die Personen entsprechend nicht einbezogen in die Einrichtung oder in die Konzeption der Stabsstelle. Wie soll das denn funktionieren? Und ein letzter Satz noch zum Antrag der Koalition, warum wir dem am Ende nicht zustimmen werden, obwohl Frau Lasitsch hat es gesagt, da viele Dinge drin sind, die wir alle teilen. Aufsuchende politische Bildungsarbeit finden wir gut, den zweiten Standort der Landeszentrale finden wir gut, eine Kooperationsstelle fänden wir gut. Aber wie Frau Brichtzi das richtig gesagt hat, da steht eben dieser Satz mit der Weiterentwicklung drin. Und angesichts der Debatten, die wir hier gerade führen, sind wir uns unsicher, was darunter zu verstehen ist. Und deswegen würden wir uns an der Stelle enthalten. Und dann genau melde ich mich gleich für die zweite Runde. Herr Hopp. Vielen Dank. Es ist schwer, wenn so viele geredet haben, die Minuten einzuhalten. Ich versuche mein Bestes. Musst du aber nicht. Ich glaube, auf vieles wurde eingegangen. Mir ist nochmal wichtig, auf den Punkt von Vertrauen einzugehen. Das ist jetzt ein großer Rahmen und gleichzeitig ist er gar nicht so groß, weil er betrifft auch dieses Parlament. Wir sind in krisenhaften Zeiten, was die Demokratie angeht. Sie ist von innen und außen unter Beschuss. Das wissen wir alle. Und insofern muss ich sagen, sowohl Interviews in der Zeitung, als auch jetzt, was im Antrag steht. Ich habe das in keiner Weise so gelesen, wie das hier unterstellt wird. Das sage ich auch als Geschichts- und Politiklehrer. Natürlich, wir alle als Demokraten und Demokraten auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen das immer vor dem Hintergrund des NS-Regimes tun und dessen, was die Lehre daraus ist. Deswegen hat ja die Landeszentrale so eine besondere Stellung und deswegen ist ja auch jetzt der Anlass für uns da, dass wir darüber sprechen. Insofern, das möchte ich einfach deutlich sagen, dass ich da auch in dieser Hinsicht diesem Antrag da durchaus mich auch schützend vorstellen möchte. Wir werden ihn natürlich trotzdem ablehnen. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf den Punkt Vertrauen hin. Vertrauen bzw. Stimmung und auch Misstrauen wird in der Regel nicht aus der Gesellschaft gemacht, sondern von Akteuren, die Verantwortung haben. Und wir haben in dieser Hinsicht eine große Verantwortung. Und ich muss auch sagen, dass wir als Koalitionspartner sehr irritiert waren, wenn Äußerungen im Parlament getätigt werden von wegen Wildwuchs beenden oder auch tatsächlich der Anschein der Infragestellung der Landeszentrale generell und ihrer Arbeit anhand von Einzelworkshops durchgeführt wurde, die auch noch zu, also wenn man sich nach angeguckt hat, auch noch über nachgefragt sind. Und ehrlicherweise, Herr Lenz, also Sie haben mir jetzt keinen Beitrag dazu geleistet, muss ich jetzt also ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt mehr Vertrauen habe, weil wenn Sie sagen, wir haben Probleme mit dem Beutelsbacher Konsens, Überwältigungsverbot, Partizipationsgebot, Kontroversitätsgebot, wo konkret, das möchte ich jetzt wirklich mal wissen, wo konkret hält das die Landeszentrale für politische Bildung nicht ein? Ich habe da einen absoluten Dissens, inhaltlich und politisch, und sehe das überhaupt nicht so. Und ich finde, genau das macht dann wieder Misstrauen. Und das ist genau das Problem, was hier der Elefant im Raum ist. Es gibt eine massive Verunsicherung, nicht nur hier in diesem Raum, sondern in der Zivilbevölkerung, der wichtig ist, dass insbesondere in diesen Zeiten, da komme ich wieder zurück, die demokratische Bildung und die Demokratinnen und Demokraten beieinander stehen und sich nicht auseinander dividieren. Und wir SPD-seitig nehmen das sehr ernst. Herr Freimark hat völlig recht, eine Stabsstelle ist formal kein Problem. Aber sie wird zu einem Problem, wenn wir nicht dafür Sorge tragen gemeinsam, dass wir das Vertrauen stärken in Demokratiebildung. Wenn wir Misstrauen säen durch diese Äußerungen,
dann wird eine Stabsstelle, kann eine Stabsstelle zum Problem werden. Das ist so. Und das Rechtsgutachten der Grünen ist natürlich rechtlich völlig in Ordnung. Aber das Rechtsgutachten der Grünen oder das Ergebnis des Rechtsgutachtens bestärkt doch nur die Verantwortung, die wir als politische Verantwortliche in diesem Fall haben. Und insofern, Sie haben da eigentlich selbst vielleicht auch ungewollt die Antwort gegeben, wir sind Abgeordneter geworden, um politisch Einfluss zu nehmen. Genau deshalb haben wir das Kuratorium. Weil wir wissen, wie wir hier ticken. Und weil wir Einfluss nehmen wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Kuratorium hat Überparteilichkeit zu gewährleisten und Unabhängigkeit. Und auch sozusagen, das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Eben nicht das inhaltliche Steuern, das inhaltliche Einfluss nehmen. Das sage ich auch ganz bewusst als Vertreter einer Partei, die dieses Haus lange hatte, der so wichtig war, jahrzehntelang, dass die Landzentrale politisch unabhängig und überparteilich arbeiten kann. Und deswegen hoffe ich, dass ich noch in der Zeit bin. Am Ende geht es darum, dass wir hier miteinander in einem Boot sitzen als DemokratInnen, gemeinsam. Der Appell kann nur sein, dass wir hier zusammenrücken und nicht das, was hier passiert. Da gewinnt nur eine Seite und die sitzt da hinten. Und das ist das Problem an der Sache. Und deswegen ist es jetzt Zeit, wenn so wie heute gesprochen wurde, in den letzten Monaten gesprochen worden wäre, dann hätten wir jetzt nicht das Problem. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, hier wurde massiv Vertrauen zerstört und es ist spätestens jetzt an der Zeit, dass Vertrauen wieder aufgebaut wird. Dafür stehen wir gerne bereit als Koalitionspartner, aber ein Großteil der Kritik, die hier geäußert wird, dem müssen wir tatsächlich zustimmen, auch wenn wir am Ende des Tages heute dem Antrag nicht zustimmen. Auch das hat damit zu tun, dass formal die Stabsstelle nicht das Problem ist, sondern die Frage, wie wir uns politisch auch verständigen, was Demokratiebildung hier ist und wie konkret die Stabsstelle, welche Aufgabe sie hat. Und dafür brauchen auch wir mehr Antworten. Dankeschön. Herr Weiß, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt unmittelbar nach Herrn Hopp sprechen darf, weil er sehr gut angesprochen hat, worum es ganz offenkundig in dieser Diskussion, die Diskussion um die Stabsstelle ist ja nur eine Scheindiskussion, gehen muss. Denn nämlich tatsächlich darum, was Demokratiebildung sowohl für die CDU, die ja das Ressort nun mal inne hat, als auch die politische Linke in diesem Raum, eingeschlossen der SPD, die Teil der Koalition ist, darunter versteht. Und im Prinzip müsste eigentlich die Diskussion, die wir in der Ausschusssitzung vor der Sommerpause geführt haben, fortgesetzt werden. Denn da war es sehr interessant, einerseits den Kollegen Lenz von der CDU zu hören, und ich bin ja nun wahrlich niemand, der leichtfertig mit Lob für die CDU um sich schmeißt, aber der sehr gute und auch differenzierte Wortbeiträge dazu gefunden hat, wie, ich hoffe, die gesamte CDU sich Demokratiebildung und politische Bildung vorstellt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Herrn Hopp und die SPD. Und es ist ja nur sehr deutlich geworden, und das ist die Frage, die es zu beantworten gilt, wie die Landeszentrale zukünftig ausgerichtet werden soll. Denn es ist deutlich geworden, dass ganz offensichtlich die politische Linke in diesem Raum, einschließlich der SPD, die Landeszentrale als ideologische Speerspitze im Kampf gegen Rechts- oder für Minderheitenpolitik begreift. Und ich darf vielleicht noch mal etwas zurückgehen in die letzte Legislatur. Ja, auch ich darf aussprechen, danke. In die letzte Legislatur, da war es die Kollegin Bentele, die noch Teil dieses Abgeordnetenhauses war und auch Teil der Landeszentrale, die auch damals schon das Angebot kritisierte. Und es war ja auch nun die Bildungssenatorin, die im entsprechenden Plenum, vorletzten Plenum war es, meine ich, darauf hingewiesen hat, dass solche Angebote wie Querphobie, kritisches Weißsein, Antirassismus, Argumentationstraining gegen Rechts etc. etc., dass das eben Angebote sind, die in der Landeszentrale nun nicht unbedingt was zu tun haben. Die würden wahrscheinlich besser in die Rosa-Luxemburg-Stiftung passen. Und dass es eben Angebote gibt, nüchterne Informationsangebote, Angebote zu Demokratie, zur Marktwirtschaft, Institutionenkunde, die eben zu kurz kommen. Mal davon abgesehen, dass ich daran erinnern darf, dass es auch in der Vergangenheit, das war im Jahr 20, im September 2020, auch zu Verstößen der Landeszentrale gegen den Beutelsbacher Konsens kam. Da gab es diese unsägliche Broschüre zur Stellungnahme Neue Rechte, Rassismus, Diskursverschiebung, die eindeutig nur nicht auf der Grundlage des Beutelsbacher Konsenses stand. Und auch ich darf an die Aussagen von Frau Zehnpfennig erinnern in der entsprechenden Anhörung vor der Sommerpause, die sehr deutlich gemacht hat, dass es darauf ankommt, eine Rückbesinnung auf die Grundlagen der politischen Bildung, also weniger Identitätspolitik und weniger Minderheitenpolitik, dafür mehr Respekt
für die Pluralität politischer Prozesse anzustreben. Und da würde mich interessieren, wie CDU und SPD da zusammenkommen wollen. Denn die Aussagen sowohl von Herrn Lenz und als auch von Hopp zeigen ja, dass man da offensichtlich bisher zumindest nicht zueinander kommt. Und ich möchte abschließend noch auf den Antrag der Grünen eingehen. Die Frau Bildungssenatorin hat es ja auch schon gesagt, dass sie an diesem Antrag als Begründung schreiben, dass die Pläne der Senatorin gegen die Grundlage der politischen Bildung verstoßen würden, wie sie sagt, dem Nationalsozialismus über Jahrzehnte politischer Konsens gewesen ist. Nur leider entspricht das ja auch nicht den Tatsachen, denn in den Aufbaujahren der politischen Bildung hieß die heutige Bundeszentrale ja noch politische Bildung, hieß die Landeszentrale ja noch Bundeszentrale für Heimatdienst. Und deren Hauptaufgabe war ja damals die Abwehr gegen kommunistische Systemkonkurrenz aus dem Osten, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung von 1953. Und in ihrem Antrag steht ja genau das Gegenteil drin. Das heißt, mit den Grundlagen der politischen Bildung in der Aufbauzeit haben ihre Ansichten überhaupt gar nichts mehr zu tun. Das heißt also, politische Bildungsarbeit auf dem Boden der Identitätspolitik, so wie die SPD, die politische Linke, das ja forciert, das ist eben keine freiheitliche Bildungsarbeit, denn sie ist ja nicht ergebnisoffen. Sie zielt auf Indoktrination ab und zerstört damit die Grundlagen der demokratischen Bildungsarbeit. Und dementsprechend ist unsere Hoffnung tatsächlich, dass hinter den wohlfeilen Worten der CDU und was sie mit der Stabsstelle beabsichtigt, tatsächlich noch etwas mehr steckt, dass es tatsächlich darum geht, politische Bildungsarbeit dahingehend wieder etwas ergebnisoffener zu gestalten. Das ist eben keine Indoktrinierung. Herr Weiß, darf ich Sie auch darauf hinweisen, zum Ende zu kommen? Ich bin sofort fertig, Frau Vorsitzende, dass es eben nicht um Indoktrinierung geht und auch nicht darum, wie gerade die politische Linke in diesem Hause sich Demokratiebildung vorstellt. Danke. Frau Schädlich. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch ein, zwei Fragen zum Jugendhilfebereich und inwiefern die Stabsstelle da am Ende involviert werden soll. Auch der Unterausschuss im Landesjugendhilfeausschuss hat ja am 16.8. schon die Information bekommen, dass die Stabsstelle auch für die Bereiche Jugendhilfe und Jugendverbände, also insbesondere Jugendverbände, Jugendbildungsstätten und Jugenddemokratiefonds zuständig sein soll. Genau, ich würde mich freuen, wenn Sie, Frau Senatorin, noch mal ausführen könnten, wie diese Zuständigkeit genau gedacht wird und wie wird auch sichergestellt, dass die fachliche Steuerung und die Förderung der Jugendverbände und der Jugendbildungsstätten sowie im Sozialgesetzbuch 8 geregelt im Zuständigkeitsbereich des Landesjugendamtes und damit im Fachzusammenhang der Jugendhilfe bleibt. Und wie verhält sich auch die geplante Arbeit der Stabsstelle in Hinsicht auf die Angebote der Jugendhilfe, also auch wieder Jugendverbände, Jugendbildungsstätten, Jugenddemokratiefonds? Im Sozialgesetzbuch 8 steht ja, die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten. Genau, wie kann das weiterhin berücksichtigt werden? Und zum Abschluss noch, warum wurde der Landesjugendhilfeausschuss bisher in den Planungen zur Stabsstelle in Hinsicht auf diese Angebote in der Jugendhilfe nicht beteiligt? Und wird das in Zukunft geschehen? Gibt es da schon konkrete Pläne? So, dann machen wir weiter mit Frau Dr. Lasic. Ja, danke. Wie das letzte Mal auch, ist tatsächlich die Debatte, wenn wir sie lange genug führen, zeigt einfach tatsächlich den Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen. Als erstes sozusagen so ein ehrliches Feedback an die CoA, sozusagen so, ich bin mir nicht sicher, wenn ich eine demokratische Partei von der AfD Lob bekommt, würde ich mich fragen, ob ich alles richtig mache. Genau, aber sozusagen, aber ich will euch nicht so, also, genau, aber ist gut, so, ich habe ihn jetzt gerade dran, können wir uns bitte, ja? Genau, darüber genau, austauschen, dass auch wir jetzt das erstmal das Wort an Frau Lasic und dann Herr Freimark, wir können uns danach gerne auch sozusagen angreifen auf anderen Wege. Jetzt spreche ich. Okay? Sozusagen melden Sie. Und das ist ein Angriff gewesen gerade. Vielleicht haben Sie sich ein bisschen im Griff im Ausschuss.
So. Das war ein Feedback. Frau Dr. Lasic hat jetzt das Wort. Ich bin gerade dran, soweit ich weiß, oder? Und weitere und Sie werden nicht Wortmeldungen von Herrn Freimark und von Herrn Lenz stehen auch noch auf der Tagesordnung. Nicht auf der Tagesordnung, auf der Rednerliste, Entschuldigung. Aber somit auch auf der Tagesordnung zu dem entsprechenden Punkt. Frau Dr. Lasic, bitte sehr. Genau. Also wir haben ja vorher festgehalten, dass das der Punkt ist, an dem wir als Chor auch nicht gemeinsam sprechen werden. Und ich würde es tatsächlich auch begrüßen, wenn Bildungspolitiker innerhalb der CDU sich auch äußern würden an dieser Stelle. Die Kuratoren, nee, dass Sie hier sind, ist wunderbar, dass wir den Austausch suchen, aber sprechen nur Sie. Das heißt, dass es gibt eine unterschiedliche Perspektive, die zum Beispiel aus dem Innenbereich kommt, als aus dem Bildungsbereich. Das heißt, wenn es um den Abgleich anderer Bereiche geht, sozusagen finde ich schon eine Positionierung auch der anderen. Es ist super, dass Sie da sind, aber haben wir nicht gerade festgehalten, dass ich gerade spreche? Ja? Genau, Sie können gleich antworten. Aber sozusagen wirklich erstmal zuhören. Und jetzt sozusagen zu feststellen, so, und ich muss die Senatorin auch an dieser Stelle tatsächlich adressieren. Wir sind wie ein Schnitzel abgegangen nach der Fragestunde im Plenum, weil eben dort. Gibt es den Spruch in Berlin nicht? Also sozusagen, wir haben uns aufgeregt innerhalb der SPD. Ich weiß nicht, wo ich den aufgegabelt habe. Also jedenfalls, sozusagen, wir haben uns aufgeregt, weil wir an der Stelle das notwendige Maß, die die Aufsichtsbehörde über der Landeszentrale nicht gesehen haben. Und so ist halt eben auch unser Beitrag danach in der Debatte auch gewesen. Also das Rausgreifen von einzelnen Beispielen und so weiter, sozusagen, das haben wir alles kommuniziert. Ich empfand heute Ihren Beitrag als viel besonderer. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir auch gemeinsam agieren werden. Und dann kamen aber die Beiträge von Ihnen, liebe Kollegen aus der CDU-Fraktion. Und das ist der Grund, warum wir uns auch Sorgen machen. Weil eben Ihre Beiträge zeigen offenbar, wo die Angst wurde. Sie haben, und sorry, dass ich das nicht auseinanderkriege, wer von Ihnen was gemacht hat. Es gab einen konkreten Angriff, wo Sie gesagt haben, sozusagen, natürlich will ich als politischer Mensch Einfluss haben. Und im Kuratorium, das genau deshalb überparteilich angelegt ist, ist das auch genau der Ort, weil Sie als CDU-Akteur es können. Diese Freiheit hat die Verwaltung nicht und auch nicht die CDU-Leitung der Freiheit, weil sie dort eben nicht das Korrektivum innerhalb der Verwaltung hat, wo andere Parteien sie einhegen, sondern wo sie die Überparteilichkeit alleine gewährleisten muss. Das heißt, die CDU in der Exekutive muss anders ihrer Aufgabe gerecht werden als Sie im Kuratorium. Sie können gerne mit dem CDU-Hut im Kuratorium sitzen und wir sind das Korrektivum. So kann die CDU in der Regierung nicht agieren. Weder in der Fragestunde noch später in der Exekutive, sondern muss diese Wahrung der Überparteilichkeit der Landeszentrale muss sie selber gewährleisten. Das ist der Unterschied zwischen ihrer Rolle im Kuratorium und der Rolle der CDU in der Exekutive. Das Zweite ist, und das war, glaube ich, Herr Lenz, sozusagen ist das jetzige Agieren der Verwaltung direkt angegriffen worden, das bisherige. Sie haben, glaube ich, im Wortlaut gesagt, so wie bisher die Fachaussicht funktioniert hat, geht es nicht weiter. Sozusagen, und das ist ein direkter Angriff auf die Fachebene der Bildungsverwaltung, die bisher die Fachaufsicht hat. Das heißt, Sie wünschen sich ausdrücklich, dass die Fachaussicht in Zukunft anders funktioniert. Sozusagen, die machen auch bisher ihre Arbeit. Es ist ihre persönliche Meinung, dass die Arbeit bisher nicht gemacht wurde. Es gibt innerhalb des Kuratoriums ein Korrektivum. Drei Parteien, demokratische Parteien, die es anders wahrnehmen. Und es ist meine Frage, auch tatsächlich an die Bildungsverwaltung erneut, sozusagen, inwiefern, sozusagen, wenn Sie sagen, die Fachaussicht ist weiter auf der Fachebene, die das bis immer mit denselben Personen macht, sozusagen, die das weiterhin so wahrnehmen wollen, sozusagen, ob wir die davon ausgehen können, dass die Bildungsverwaltung auch zukünftig ihre Fachaussicht einfach weiterhin so machen würde wie bisher. Sozusagen, oder so wie Herr Lenz sich wünscht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Optionen, die darin sieht. Entweder wird die Fachaussicht anders gemacht oder so wie bisher. Und wir finden, dass sie bisher hervorragend lief und wünschen sich das auch weiterhin. Sozusagen, während wir im Kuratorium darüber sprechen, wie wir breiter aufstellen. Und da ist auch ein guter Ort, um demokratisch miteinander zu debattieren, wie man es ausweitet, wie man es macht und was auch immer. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass wir über Ausweitung. Und abschließend würde ich gerne meinen Beitrag mit Ihrem Frontalangriff auf die unterzeichnen. Es ist lächerlich, sozusagen der halben politischen Landschaft Berlins, sämtlichen Professoren im Bereich politischer Bildung zu unterstellen, sie wären von den Grünen hinters Licht geführt.
Ja, das finde ich allerdings auch. Aber sozusagen an dieser Stelle nicht. Ich glaube, dass die Professoren genau sozusagen, dass diese ganzen Unterzeichner, die sich permanent im Bereich der politischen Bildung bewegen, sehr wohl in der Lage sind, das Agieren der jeweiligen Akteure zu bewerten, dass sie kein Spiel. Das heißt, sie unterstellen sämtlichen Professoren, sämtlichen Bildungsträgern, dem Landeselternausschuss, dem Landesschülerausschuss und allen, die sich da positioniert haben, dass sie keine Ahnung haben, was sie tun, sondern dass sie nur ein Spielball der Grünen sind. Das würde ich so niemals postulieren. Ist auch ein Signal. Und das ist allerdings ein klares Signal von Ihnen, weshalb ich mir wünschen würde, dass auch die Bildungspolitiker, die mit dem Landeselternausschuss, mit dem Landesschülerausschuss, mit dem politischen Bündner regelmäßig zusammenarbeiten, sozusagen auch sagen, ob sie das genauso sehen. Sozusagen, ob sie genauso wenig Vertrauen darin haben, dass der Landeselternausschuss, Landesschülerausschuss, alle politische Bildner und Professoren der Thema politische Bildung sozusagen in der Lage sind, selber eine Bewertung vorzunehmen. Frau Brichtzi, und ich bitte jetzt wirklich alle, sich an die 3 Minuten zu halten. Ich werde da wirklich dann auch einen Cut machen. Bitte sehr, Frau Brichtzi. Vielen Dank. Ich habe mal geguckt auf der Webseite der Senatsbildungsverwaltung und finde hier die Gesamtstrategie politische Bildung, Projekte gegen Extremismus für Demokratie, verschiedene Materialien, Handreichungen, Newsletterprävention von Antisemitismus in Schule. Also alles, was zu politischer Bildung in Schule, außerschulisch gemacht wird, da gibt es sozusagen bereits grundsätzliche Dokumente mit Standards. Und wenn man jetzt sagen will, das reicht nicht. Wir brauchen hier eine Gesamtstrategie. Dann hätte die Bildungsverwaltung ja auch die Möglichkeit, eine solche Gesamtstrategie mit dem Jugenddemokratiefonds, mit sozusagen der Jugendverwaltung gemeinsam zu entwickeln. Und da ist natürlich nochmal die Frage, warum diese Stabsstelle? Ja, warum kann man nicht dann diese Gesamtstrategie politische Bildung noch erweitern, sozusagen auf den Jugendbereich, sodass dass man dann auch ein Grundsatzdokument mit Standards hat? Das irritiert mich so ein bisschen, weil Sie vorhin gerade gesagt haben, es gibt gar keine Standards, es gibt gar keine Strategie. Sie haben ja die Strategie selber auf Ihrer Webseite. So, und dann möchte ich noch mal den Antrag aufrufen von der Koalition. Ehrlich gesagt war ich ganz überrascht, Herr Lenz, über Ihre Einlassung gerade, weil dort steht nämlich drin, welche besondere Bedeutung die Zielgruppen haben, die durch klassische Angebote der politischen Bildung nicht erreicht werden im Moment, die also nicht bis in die Landeszentrale kommen, weswegen die aufsuchende politische Arbeit so wichtig ist, die gerade bedroht ist, weil nämlich die Bundesmittel der Bundeszentrale für politische Bildung wegbrechen werden und deswegen diese aufsuchende Arbeit in Gefahr ist. So, und deswegen frage ich nochmal, weil Sie schreiben Sie in Ihrem Antrag selber, wie wichtig Ihnen das ist, dass wirklich eine Breite erreicht wird, dass politische Bildung in alle Communities geht, dass wir junge Menschen ansprechen, die zum Beispiel nicht Deutsch sprechen können, dass es eine Koordinierungsstelle außerschulische politische Bildung bei der Landeszentrale geben soll. Alles Ziele, wo ich sagen würde, das trifft sich überhaupt nicht mit Ihrem Wortbeitrag. Sie haben gerade gesagt, das muss klar eingegrenzt werden, das geht hier gar nicht, Wildwuchs, ne? Funktioniert nicht mit der Fachaufsicht, und Ihr Antrag sagt genau das Gegenteil. Da würde ich, also ich verstehe es nicht sozusagen. Sind Sie sich da uneins oder warum steht im Antrag, Sie wollen eigentlich alle Zielgruppen erreichen, Sie wollen die im Prinzip politische Bildung ausbauen, in die Breite bringen? Weil das würde ich unterschreiben, aber Ihr Redebeitrag ist genau das Gegenteil. So, Herr Mayer, bitte sehr. Wir haben am Anfang über die Stabsstelle gesprochen und Herr Freimark, Sie haben ja nochmal deutlich gemacht, wie das rechtlich eigentlich ja selbstverständlich sein müsste. Und in Ihrer Rede auch im Plenum war das auch ganz klar deutlich. Wo ist das Problem? Aber wir reden hier nicht über die Stabsstelle. Und Herr Lenz, Sie haben das ganz deutlich gemacht. Um was es geht ist, wir diskutieren über eine inhaltliche Neuausrichtung der Landeszentrale. Und die ganze Zeit, und da muss ich ganz ehrlich sagen, sollten wir ehrlich, nein, Sie sind ehrlich, wir diskutieren, es geht immer um eine Begründung der inhaltlichen Ausrichtung der Landeszentrale. Und das ist ein erheblicher Schritt. Und dann ist es, muss ich auch sagen, ein Stück verlogen, sich einfach formal juristisch halt hinter das muss ich wirklich auch so deutlich sagen, weil ich finde es echt schwierig, hinter die Stabsstelle zu stellen. Weil warum wird die Stabsstelle und soll sie eingerichtet werden? Und muss man sagen, jedes Argument, das genannt wird, wäre mal schön zu hören, es geht tatsächlich um bessere Strukturen, es geht um vielleicht, dass es besser läuft, weil es da hakt, weil die Verwaltung nicht so gut läuft oder damit wir sie besser unterstützen. Aber jedes Mal
höre ich, dass es inhaltliche Probleme aus Wertegründen ihrerseits gibt. Und das ist natürlich, hat Herr Lenz die ganze Zeit gerade, wir reden die ganze Zeit eigentlich nur noch um das. Und Sie nicken sogar. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann lassen Sie uns nicht mehr über die Stabsstelle sprechen. Dann haben die Linken, dann haben die Grünen auch recht. Wir diskutieren nicht über die Stabsstelle, sondern wir diskutieren darüber, warum Sie tatsächlich die Landeszentrale so fast schon diskreditieren. Und das ist ein Problem, wenn Sie im Grunde die Landeszentrale in Frage stellen. Denn eins, da muss ich tatsächlich sogar der AfD recht geben. Die Landeszentrale ist eine wertgebundene Einrichtung. Sie wurde errichtet, ja, als Speerspitze gegen Faschismus und Rassismus. Und das soll sie auch sein. Sie ist eine werteneutral, sie ist überhaupt nicht werteneutral. Sie ist eine wertegebundene Einrichtung. Und bei der Anhörung ging es tatsächlich von Ihrer Seite immer um die Frage, dass Sie werteneutral die Demokratie darstellen soll. Nein, sie ist wertegebunden. Und genau das ist wichtig. Und wenn wir sie in Frage stellen, wenn wir tatsächlich Ihre inhaltliche Ausrichtung hier so offen diskutieren, haben wir tatsächlich ein Problem. Wenn wir tatsächlich darüber hinaus auch noch sagen, dass ein Großteil der Universitätsprofessoren wir in der Tat dann auch noch parteipolitisch in eine Richtung stellen, wenn wir die Universitäten tatsächlich in der Form auch in Frage stellen, haben wir ein Problem. Dann diskutieren wir tatsächlich eine Art und Weise und diskreditieren unsere Demokratie, unsere Einrichtung, dass in der Tat wirklich es zu einem gesellschaftlichen Problem wird, weil das die Angriffe auf unsere wichtigsten Einrichtungen, Bildungseinrichtungen passieren tagtäglich. Wir müssen sie schützen. Das ist halt ganz wichtig und ganz zentral. Das tun wir überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, ist natürlich das Misstrauen, das, was Herr Hopp gesagt hat, was hierdurch natürlich noch verstärkt wird, ist enorm gefährlich. Das sollten wir uns bewusst sein. Wenn die Stabsstelle tatsächlich einfach nur eingerichtet wird, um bestimmte Verwaltungsakte einfacher zu machen, ja, dann brauchen wir, glaube ich, dann würde hier kein Mensch was diskutieren. Das ist nicht das Problem. Nein, aber das, was Herr Lenz, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist denn verlogen. Das finde ich echt ein Problem. Es hat mich auch sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das dürfen wir nicht. Wir dürfen unsere demokratischen Institutionen nicht in der Form diskreditieren. Damit wären wir jetzt genau bei 3 Minuten. Danke sehr. Herr Lenz. Naja, also ich fange mal an mit Ihnen, Herr Mayer, weil Sie der Letzte waren. Das habe ich jetzt am stärksten noch im Ohr und versuche dann, das sukzessive abzuarbeiten. Also erst einmal gebe ich Ihnen ausdrücklich recht. Ja, es geht darum, dass ich und die Union, wir sind nicht einverstanden in Gänze mit dem, was die Landeszentrale macht, wie sie ihren Auftrag erfüllt. Da haben Sie recht. So. Heißt es jetzt, dass wir uns da mit dieser ganzen Debatte über die Stabsstelle dahinter verstecken, was wir eigentlich wollen? Nein, mitnichten. Ich bin ja Mitglied des Kuratoriums. Ich sage das auch gebetsmühlenartig im Kuratorium, auch mit einer gewissen Stoik, denn wir haben, also da erlebt man auch wirklich überraschende Sachen. Wir haben eine ganze Sondersitzung durchgeführt über mehrere Stunden, wo ich das dargelegt habe. Und es war ein hartes Stück Arbeit. Und nach 2 Stunden lag wenigstens mal auf dem Tisch das, was Sie jetzt ja zutreffend hier an die Öffentlichkeit herangetragen haben, wo der Dissens liegt. Jetzt ist der Dissens erstmal gar kein Problem. Ja? Nur da liegt in der Tat der Dissens. Und das heißt ja nicht, dass wir nur verschiedener Meinung sind, aber wir sagen halt, diese Schwerpunktsetzung ist falsch. Und im Grunde dieses starke Hineintragen von identitätspolitischen Anliegen in die Arbeit der Landeszentrale ist falsch. So, jetzt sagen Sie, da habe ich aber ein Problem mit dem Grundgesetz, aber mitnichten. Sie entwickeln das doch in einer Maßlosigkeit fort. Ich möchte ja im Grunde, möchte ich ja nur, dass es so, wie es selbstverständlich war und im Übrigen im restlichen Bundesgebiet auch weiter selbstverständlich ist, dass es so auch in Berlin gemacht wird, dass diese Sonderrolle in Berlin ja korrigiert wird. So, und das sage ich als Kuratoriumsmitglied. Und wenn Sie jetzt, dann kann ich ja wechseln, dann wird ja gesagt, also ich wäre nicht zufrieden damit, wie Fachaufsicht ausgeübt wird. So wie ich Fachaufsicht verstehe, ist das natürlich so, dass der Auftrag, der zwar nicht gesetzlich, aber doch, der ist ja nicht völlig willkürlich festzusetzen, wenn der Auftrag nicht so, wie er ausgeführt werden sollte, ausgeführt wird, dann ist das jetzt Grund für die Fachaufsicht einzuschreiten, was sie nicht tut. Die Fachaufsicht sagt selber, das könne sie nicht, weil die Landeszentrale unabhängig sei. Ja, nicht einmal der Gutachter der Grünen sagt, dass sie in diesem Sinne unabhängig ist.
Ist sie natürlich nicht so. Also kann man auch Fachaufsicht ausüben. Wenn die Fachaufsicht das nicht tut, dann bin ich nicht zufrieden. Da bin ich auch nicht zufrieden mit meiner eigenen Verwaltung. Dann sage ich, Verwaltung, sorgt bitte dafür, dass eure Leute, die da im Kuratorium sitzen, ihre Arbeit auch machen. Da bin ich Parlamentarier. Ist mir auch egal, wenn das meine Senatorin ist, bin ich nicht zufrieden. Gucke ich mir an, die machen das nicht, müssen sie aber machen, können sie auch machen. Es gibt keine rechtlichen Gründe, die dagegen stehen, obwohl das behauptet wird. So, dann wird gesagt, Unabhängigkeit auch inhaltlicher Art, die Landeszentrale sei mitnichten neutral, ich würde ja Neutralität einfordern. So, ich fordere natürlich keine totale Neutralität ein. Insoweit haben wir uns doch da alle eingelesen. Natürlich ist die politische Bildungsarbeit, so haben wir uns in Deutschland das organisiert, andere Länder haben das anders gemacht, ist im Hinblick auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht neutral. Ja, so. Aber was ist Teil der demokratischen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Ihr Verständnis von Antidiskriminierungsarbeit ist nicht Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wenn Sie das in der Form in Deutschland verwirklichen möchten, dann sorgen Sie für politische Mehrheit. Es sind 3 Minuten um. Es ist kaum zu machen in 3 Minuten. Ich habe jetzt hier noch. Na gut, dann freue ich mich auf die nächste Runde. Ja. Nee, diese nächste Runde wird es hier und heute nicht mehr geben können. Aber Herr Freimack ist jetzt an der Reihe und wir machen hier jetzt weiter. Dann kommt noch Herr Kuhn. Ja, vielen Dank. Herr Mayer, ich glaube, wenn Sie von Anfang an bei den Debatten dabei gewesen wären, auch im Kuratorium, dann hätten Sie sich vielleicht noch mal überlegt, ob Sie das so sagen. Ich fand es im Grundsatz richtig, das auch so zu identifizieren und anzusprechen. Und Sie nehmen ja vielleicht auch Stimmungen wahr. Ich kann Ihnen sicher sagen, am Anfang ging es nur um die Frage, wofür wird welches Geld ausgegeben, wie ist das mit der Jahresplanung, wie ist das mit der Zusammenarbeit, wer entscheidet über die Broschüre, über den Inhalt. Und Sie können sich nicht vorstellen, Sie sehen so entspannt aus und das finde ich gut. Die, die im Kuratorium uns gegenüber saßen, die Kollegen, die vertretungsweise ab und zu dabei sind oder gar nicht, die sagen dann, ganz schlimm, das geht nicht, das kann man nicht fragen. Herr Lenz stand unter Beschuss, da musste der nur A sagen, da war schon vorbei. Also auch bei der Linken und bei den Grünen sowieso. Und das hat, genau, und das ist ja der beste Beweis. Und ich hab jetzt nicht gesagt, Sie kriegen Lob von der AfD. Ich habe jetzt nicht gesagt, Sie sind der falsche Redner. Alles nicht gemacht, Sie sind trotzdem schon durchgedreht. Und das ist der Punkt. Wir sprechen einfache Dinge an und versuchen, in die Diskussion zu kommen. Und die Stabsstelle, die wurde natürlich missbraucht. Sie wurde missbraucht, um den Eindruck zu erwecken, als wenn es undemokratisch sei. Lesen Sie sich den Antrag durch, lesen Sie sich die Petition durch. Nicht missbraucht von uns. Wir sind die, die Widerspruch üben. Wir sind die, die relativieren müssen. Wir sind die, die einer Frau Lasic erklären müssen, dass wir nicht darüber entscheiden, ob die beiden AfD-Abgeordneten etwas Positives oder Negatives sagen. Wir sind diejenigen nicht. Aber dass wir uns in diese Rolle versetzt sehen müssen und zugleich Herr Hopp sehr demokratisch ausführlich sagt, oh Gott, wir müssen doch jetzt zusammenhalten. Ich erkenne hier gar keinen Zusammenhalt. Es gibt kein Wohlwollen, es gibt keine Wertschätzung, es gibt ganz viel, ich will falsch verstehen. Bei Ihnen habe ich das anders interpretiert. Aber wären Sie von Anfang an in diesen Prozess involviert gewesen, hätten Sie sich für einiges, was Ihre Kollegen gemacht haben, wahrscheinlich entweder bilateral entschuldigt oder hoffentlich intern widersprochen. Und dass wir heute schon einen Schritt weiter sind, wir sind heute einen Schritt weiter, weil heute wird zumindest nicht mehr behauptet, dass wir dem Faschismus nahestehen oder heute wird auch nicht mehr behauptet, dass die Stabsstelle ein antidemokratischer Vorgang ist. Das ist eine Weiterentwicklung. Aber wenn ich Mediator wäre, dass allein das dieses Wort. Verhältnis Zeit brauchen wird, und das ist mein letzter Gedanke, glauben Sie, wie viele Menschen auf Herrn Lenz oder auf mich oder auf die Senatorin und Staatssekretär persönlich zugekommen sind? Was glauben Sie denn? Fast niemand. Einer aus der Zivilgesellschaft ist zu mir gekommen, hat geschworen, es ist keiner aus der Grünen-Fraktion gekommen. Ich habe ja ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Grünen, insbesondere weil man Umweltpolitik macht, da gibt es ja auch mal ein paar Überschneidungen. Ja? Es ist niemand von der SPD-Fraktion gekommen. Ich erlebe dann in solchen Runden, dann wird sich echauffiert und so weiter und die Demokratie muss gerettet werden, ist persönlich völlig irrelevant. Völlig irrelevant, ist nur in der Runde wichtig. Und dass sie dann eine so emotionale Debatte erzeugen und immer wieder erzeugen werden, ist selbstredend. Ich stehe für jede Möglichkeit, da gemeinsame Wege zu finden, zur Verfügung. Aber ich weise von uns, dass wir die ganze Zeit so dargestellt werden, als wenn wir diejenigen sind, die Demokratie beschädigen und alle anderen sind die Herr Guten, Freimack, Sie die sich jetzt versuchen, bitte auch zum Ende kommen. Ich sag mal, den Eindruck zu erwecken, Sie hätten das alles überschaut und die CDU ist ein bisschen doof. So, ich verlese jetzt die Letzten auf der Rednerliste und damit schließe ich auch die Rednerliste. Herr Krüger, Herr Weiß, Frau Dr. Lasic, Frau Aydin und Herr Lenz. Herr Krüger, bitte sehr. Ja, danke schön. Ich habe einmal zwei Fragen und dann würde ich aufs Gutachten eingehen.
Einmal wäre für mich die Frage, inwiefern der Erwachsenenbildungsbeirat bisher mit einbezogen wurde, weil die Landeszentrale für politische Bildung ja im Erwachsenenbildungsgesetz ist und der Erwachsenenbildungsbeirat bei eben allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Erwachsenenbildung auch mit anzuhören ist. Deswegen die Frage, ist das da geplant? Wann soll das passieren? Ähnlich zum Landesjugendhilfeausschuss, auch da ja die Frage, warum die Gremien nicht einbezogen wurden. Und dann noch eine zweite Frage, die wahrscheinlich am besten Herr Lieck und Frau Günther Wünsch beantworten können, die ich am Montag schon im Kulturausschuss gestellt habe. In der ersten Organisationsverfügung stand bei den Aufgaben der Stabsstelle auch die Steuerung des Projektfonds Kulturelle Bildung. Der liegt ja in der Kulturverwaltung und nicht bei Bildung, Jugend, Familie. Deswegen die Frage, ist das weiterhin aktuell oder nicht? Herr Lieck schüttelt schon den Kopf. Insofern gehe ich davon aus, dass der Projektfonds Kulturelle Bildung nichts mit der Stabsstelle zu tun haben wird. Und dann einmal zum Gutachten. Genau, es gibt ein Rechtsgutachten, das kann ich auch, muss mal gucken, wie ich das irgendwie öffentlich mache, aber genau, ist nicht geheim auf jeden Fall. Und da steht natürlich nicht drin, dass die Stabsstelle rechtswidrig ist, weil ich der Senatsverwaltung zutraue, dass sie keine Stabsstelle einrichtet, die rechtswidrig ist. So. Es steht aber etwas anderes drin und da kann ich schnell einmal die Zusammenfassung lesen. Und das ist das Entscheidende, was ich auch immer im Kuratorium thematisiere. Die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung lassen sich in folgenden knappen Leitsätzen zusammenfassen. Die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung unterliegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Bindung an den Grundsatz der Überparteilichkeit. Marianne, das Land Berlin hat durch die gesetzlichen Regelungen zum Erwachsenenbildungsgesetz eine vorbildliche rechtliche Grundlage für die Arbeit und die Organisation der Landeszentrale für politische Bildung geschaffen und dort auch den Grundsatz der Überparteilichkeit als Vorgabe verankert. Zudem wurde das überparteiliche Kuratorium zum Wächter über die Wahrung dieser Aufgabe bestimmt. Das zuständige Senatsmitglied ist bei der Ausübung der Fachaufsicht ebenfalls zur Beachtung dieses Grundsatzes verpflichtet. Die Organisationsverfügung ist mit dem Grundsatz nicht vereinbar. Ihre Vorgaben für die stärkere Verknüpfung der Arbeit der Landeszentrale mit anderen Arbeitsfeldern birgt aber gewisse Aber ihre Vorgaben für die stärkere Verknüpfung der Arbeit der Landeszentrale mit anderen Arbeitsfeldern birgt aber gewisse Gefahren für eine geringere Aufmerksamkeit gegenüber dem Grundsatz der Unparteilichkeit in sich. Es erscheint deshalb sinnvoll, auf die Beachtung des Grundsatzes in der Verfügung hinzuweisen und zudem zu veranlassen, dass fachliche Weisungen gegenüber der Leitung der Landeszentrale dem Kuratorium bekannt gegeben werden, damit es sein Wächteramt effektiv ausüben kann. Und das ist genau die Frage, die ich immer wieder im Kuratorium gestellt habe. Wie sollen wir als Kuratorium, das als Wächter der Überparteilichkeit eingesetzt ist, Überparteilichkeit gewährleisten, wenn es eine Stabsstelle innerhalb der Senatsverwaltung gibt, die an dem Kuratorium vorbei. Das sind jetzt genau Weisung die 3 Minuten. Gibt. Genau, aber das ist die entscheidende Essenz aus dem Gutachten. Deswegen stärkt es unsere Position, weil es genau diese ungeklärte Frage und das Spannungsverhältnis anspricht. Herr Weiß, bitte sehr. Ich mache es ganz kurz. Ich möchte ein Wortprotokoll zu diesem Tagesordnungspunkt beantragen. Das geht nur in Einvernehmlichkeit. Gut. Dann wird das somit aufgenommen. Herr Weiß, dann sind Sie sehr kurz, genau, fertig. Frau Dr. Lasic. Okay. Also, Herr Freimark. Sozusagen, weil Sie mehrfach uns direkt adressiert haben, sozusagen habe ich mich gezwungen gesehen, mich nochmal zu melden. Es gibt zu allem eine Vorgeschichte und nur weil Sie Ihren Teil der Vorgeschichte erzählen, heißt es nicht, dass es den Rest nicht gibt. Genau, und sozusagen deswegen erzähle ich jetzt unseren Teil der Vorgeschichte. Dazu gehört, dass wir zum Beispiel bei den letzten Haushaltsverhandlungen sozusagen darum gebeten haben, dass wir kollegial im Sinne der aufsuchenden politischen Bildungsarbeit die Landeszentrale stärken und dass wir bereit sind, SPD-seitig Gelder zu suchen, um dies zu ermöglichen, haben die CDU gebeten, dies zu tun und sie haben sich geweigert und sozusagen in dem Sinne auch beschlossen, sozusagen die Landeszentrale kriegt für uns kein Geld. Haben sie auch mehrfach im Kuratorium bestätigt. Das heißt, den Konsens, den wir zu Beginn zelebriert haben, im Sinne von sozusagen wir stärken den zweiten Standort, den haben sie aber sozusagen sehr frühzeitig in dieser Koalition schon angefangen zu erodieren.
indem Sie sich sozusagen nicht bereit erklärt haben, genau den Schwerpunkt, den Sie immer wieder thematisch nach vorne bringen, nämlich aufsuchende Bildungsarbeit der Breiten, den wollten Sie nicht mit Geld unterfüttert. Und dann kam sozusagen die stückweise immer weiter hochkochende Eskalation am Rande des Kuratoriums. Gar nicht so sehr im Kuratorium selbst, aber zum Beispiel, ich gehe in eine Kuratoriumssitzung und werde danach von der Presse angerufen und diese Presse ist komplett von Ihnen gebrieft. Sozusagen, das heißt, die ist vorbereitet und unterfüttert sozusagen mit Meldungen, die ganz klar sozusagen die Souveränität der Landeszentrale angreifen. All die Punkte, die jetzt teilweise genannt werden, die sind immer, das heißt, Sie können gar nicht sagen, Sie sind ganz nett in das Kuratorium gegangen und wollten diskursiv im Kuratorium. Nein, Sie sind mit einer politischen Agenda. Seit einem Jahr verfolgen Sie eine Verschiebung und machen Öffentlichkeitsarbeit dazu in verschiedensten Konstellationen sozusagen so, und wir halten dagegen. Das heißt, wir haben mindestens jeden Monat haben wir eine Berichterstattung, bei der irgendjemand von Ihnen sozusagen schon ein Briefing der Presse vorgenommen hat. Das gibt es alles schwarz auf weiß. Und da jetzt danach sozusagen uns zu unterstellen, dass auch wir uns da positionieren, sozusagen so, das sehe ich überhaupt nicht ein, das gehört zum Geschäft dazu. Und wir adressieren immer wieder Gesprächsbedarf. Zum Beispiel dort, wo er hingehört, nämlich im Jourfix mit seinem BOTF. Da sitzen Sie gar nicht, Herr Freimark. Sozusagen fragen Sie Ihre Senatoren, sollen Sie doch mal eingeladen werden. Da sitzen diejenigen, die wissen, was Beutelsbacher Konsens ist. Genau. Sozusagen so. Und wenn wir dort sprechen, haben wir frühzeitig gesagt, wir werden bei der Errichtung der Stabsstelle und dezidiert, wir haben uns nicht grundsätzlich gegen die Errichtung der Stabsstelle errichtet, was obliegt der Senator, haben aber gesagt, wir werden an der Schnittstelle zur Landeszentrale werden wir große Probleme haben, macht es nicht, ohne dass wir vorinhaltlich gesprochen haben. Das nächste Mal haben wir darüber gehört, als bereits die Pressekonferenz stattgefunden hat seitens der Senatsverwaltung, in der schon bestimmte Träger diskreditiert wurden und es in der Öffentlichkeit war. Sozusagen, das heißt, die Eskalation, lieber Herr Freimark, ist nachweislich und in der Presse ausgetragen, immer wieder erst von der CDU vorangetragen haben, im Sinne einer politischen Schärfung. Und wir halten dagegen und werden das auch zukünftig tun. Und der letzte Punkt, Ihr netter Versuch, Herrn Mayer gegen uns aufzuspielen, das geht völlig im Wasser auf. Ich habe niemanden innerhalb der SPD vernommen, der anders fühlen oder argumentieren würde, als wir es an dieser Stelle kommunizieren. Das ist ein echter Dissens innerhalb der Chor. Frau Aydin, bitte sehr. Bei uns ist es wirklich unüblich, dass alle Abgeordneten mal Wort ergreifen, aber ich konnte mich jetzt auch nicht mehr halten, Herr Freimark. Ich habe Sie auch im Plenum gehört und dann kam Sie auch mit Herrn Hammerbacher und einerseits wird es hier erzählt, wir wollen Neutralität und da frage ich mich, wenn Sie neutral agieren wollen, warum haben Sie, wollen Sie dann unbedingt mit Hammerbacher kommen? Also das ist so, der heißt doch Hammerbacher. Sie kennen es. Okay, also dann erkundigen Sie sich und wenn Sie mehr wissen, ich bin sicher, dass Sie noch dazu viel finden werden, zum Beispiel Divi. Das war ja eine große Diskussion auch hier im Parlament und gut, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Erkundigen Sie sich ruhig. Herr Lenz, bitte sehr. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit wir da auch zum Ende kommen. So, also jetzt zunächst zu Frau Lasic. Also Frau Lasic, also jetzt auch durch Wiederholung wird es nicht besser. Es ist mitnichten so, dass wir in das Kuratorium gekommen sind und dass wir da angefangen haben, eine Agenda abzuarbeiten. Ich meine, es betrifft jetzt auch mich. Ich bin da hingekommen wirklich und dachte, ich habe ja auch mal eine weiche Mitgliedschaft. Ich bin Innenpolitiker. Ich sitze hier und freue mich, dass wir Konsensthemen abarbeiten. Und ich war total überrascht. Und ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Ja. Und die Fragen wurden in einer Form beantwortet, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Wenn mir das Dritte erzählt hätten, hätte ich gesagt, das übertreibt man nicht so, es stimmt. Aber ich habe es ja selbst erlebt so. Und das ist dann Frage um Frage bis hin zur Sondersitzung. Und die Fragen werden eher mehr als weniger. Und es ist ja deswegen so Aufregung reingekommen. Und Entschuldigung, das muss ich in der Härte sagen, ich habe so den Eindruck, man hat sich da erwischt gefühlt. Man hat da also sozusagen im Dunkeln agiert und plötzlich wurde offengelegt, was da läuft. Und so kann es nicht bleiben. Das wird nicht besser. Ja, so kann es nicht bleiben. So, und ich wollte auch, das will ich unbedingt mal sagen, ja, wenn die AfD von der Seite reinruft, finden wir auch, dass man dann sofort alles zurückziehen muss aus Angst. Die AfD stimmt einem zu. Bitte, das ist wirklich... Frau Lasic, das sollten Sie nicht machen, das ist wirklich Ihrer unwürdig. Ja? So, dann, das entscheiden natürlich Sie, was Sie machen, natürlich. Aber ich kann es kommentieren. So, dann zu
Herrn Krüger. Da geht es nochmal um Ihr Gutachten. Ich freue mich schon drauf, dass wir das bekommen. Und da haben Sie ja mehrfach auch jetzt, und Sie haben es ja eben nochmal vorgetragen, dass da die Rede ist von der starken Rolle des Kuratoriums, dass wir ein Wächteramt innehaben und dass wir da im Rahmen dieses Wächteramtes auch die Arbeit begleiten. Und ja, das würde ich mir total wünschen. Ja, Überparteilichkeit, und deswegen, das ist doch, Überparteilichkeit heißt eben nicht Indoktrination zu vollziehen, und wenn da der Verdacht im Raum steht, dass man hier im Grunde die Grenzen der Überparteilichkeit überschreitet, dann müssen wir als Kuratorium sagen, stopp, so geht das nicht. So. So, nochmal, Herr Lenz hat das Wort und es sind noch also die letzte Minute. Okay, ich nehme das wahr. So, und dann, wir haben die Kriterien. Nochmal, die Landeszentrale kann ja nicht einfach machen, was sie will. Und wenn sie das tut, müssen wir etwas machen. Ich kann mich an die Bildungsverwaltung wenden und kann sagen, macht eure Fachaufsicht. Ich kann selber kritisieren im Rahmen meines Wächteramtes. So, und wenn ich Kriterien habe, muss ich die Arbeit natürlich der Landeszentrale angucken, haben wir gemacht. Wir haben ja diese Listen wirklich auch stoisch vorgetragen. Nochmal, da jagt ein Highlight das andere. Ich kann nur wirklich dafür werben, hier im Abgeordnetenhaus steht ein Ständer mit Broschüren. Gucken Sie sich die Broschüren an. Ich reiche die gerne weiter. Deswegen haben Sie ja auch einen hohen Verbreitungsgrad, glaube ich. Und die Leute sagen, das glaube ich ja gar nicht, ja, was man da sieht. So, dann ist angegriffen worden von, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, unser Antrag wäre aber nicht mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was wir hier sagen, das stimmt nicht. Natürlich sind wir da, wir sind ja grundsätzlich dafür, dass die Landeszentrale ihre Arbeit gut macht. Und dafür braucht sie Verbreitung. Natürlich ist aufsuchende politische Bildungsarbeit richtig. So, die müssen nur das Richtige machen, möglichst viele erreichen, aber dann auch das machen, was ihre Aufgabe ist. Im Moment ist das nicht so, und deswegen sind wir dabei, das zu ändern. Ja, auch, also ich nicht, ich habe mit der Stab, ich nicht als Stabsstellen, so, sondern ich als Mitglied des Kuratoriums im Rahmen meines Wächteramtes. Wenn man auf bilaterale Zwischenrufe eingeht, ist es schwierig mit der Redezeitbegrenzung, und deshalb hat jetzt der Senat das Wort. Frau Senatorin Günther Wünsch, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Also jetzt würde ich gerne mal den Kollegen Hopp zitieren. Ein wenig Miteinander und ein wenig Kultur auch beim Debattieren hätte in der letzten Stunde Not getan an der einen oder anderen Stelle. Ich habe es allgemein ausgesprochen, Frau Burkhardt-Eulitz, und auch ich bin ja in der letzten Stunde mehrmals auch direkt angesprochen worden. Und dann habe ich ein allgemeines Statement zurückgegeben. Ich denke schon, dass mir das zusteht. Ich bin jetzt ganz oft gefragt worden, was ich eigentlich unter Wildwuchs verstehe, wie die Fachaufsicht ausgeübt werden kann. Zwei Sachen würde ich dazu gerne ausführen. Zum einen habe ich die zwei Workshops, die ich zitiert habe im Plenum, mitnichten gewertet, Frau Brichtsee. Und auch, das meine ich übrigens mit Kultur des Miteinanderdebattierens und Ausredenlassens. Ich habe gefragt, ich habe gesagt, dass die Frage berechtigt und erlaubt sein muss, zu sagen, wie erfolgt die Auswahl der Workshops? Und Sie haben ja jetzt mehrmals den Workshop unterschiedliche Fraktionen rausgezogen. Toxische Männlichkeit im Zusammenhang mit Siebdruck. Und die Übernachfrage bedeutet übrigens 17 Anmeldungen auf 15 Plätze. Und die Frage, die ich gestellt habe, ist, wie kam es zur Auswahl des Workshops? Und dieser Übernachfrage würde ich gerne einen Workshop zum Rechtsextremismus und Linksextremismus gegenüberstellen. Kann ich aber nicht, weil es das nicht gibt. Und ich sage Ihnen, meine Vermutung ist, dass sich das Zahlenverhältnis anders darstellen würde. Und um das entweder zu widerlegen oder zu bestätigen, müsste es klare Kriterien geben. Und die gibt es momentan nicht. Und das ist die einzige Frage, die ich gestellt habe, auf welcher Grundlage und mit Hilfe welcher Kriterien erfolgt die Auswahl der Workshops. Wenn Sie, und das ist das, was Herr Freimark und Herr Lenz jetzt mehrmals gesagt haben, alleine die Tatsache, dass ich diese Frage stelle, als undemokratisch, diskriminierend, rassistisch interpretieren, dann haben wir ein Problem, weil das ist keine pluralistische und demokratische Gesellschaft, wenn ich diese Frage als zuständige Senatorin in Rolle meiner Fachaufsicht nicht stellen darf. Dann haben wir ein Problem. Ich muss diese Frage stellen dürfen, denn jeder einzelne Workshop ist mit Steuergeldern finanziert. Und ich muss dem Ganzen Rechnung tragen und sagen, das hat Hand und Fuß.
Und ich habe es vorhin am Beispiel der Jugendhilfe gemacht. Da hat es Hand und Fuß. Da gibt es eine Bundesgesetzgebung, eine Landesgesetzgebung. Da gibt es Kriterien und diese muss ich ganz klar belegen. Die gibt es hier nicht. Und nein, Frau Brichts, ich habe keine fertige Antwort, wie das aussehen soll, dass es die gibt. Aber das muss mal debattiert werden und besprochen werden. Und alleine, dass ich die Frage stelle, ist weder undemokratisch noch diskriminierend noch rassistisch. Es ist eine Frage. Eine ganz einfache, qualitative Frage, auf die ich eine Antwort haben möchte. Und genauso sah es beim zweiten Workshop aus. Und ich habe bis heute übrigens keine Antwort. Weder aus dem Kuratorium noch aus der Verwaltung. Und nein, und Herr Reißer sitzt da und ich sage es ihm auch direkt. Ich sage mitnichten, dass Sie eine schlechte Arbeit machen. Aber ich möchte gerne, dass wir Ihre Arbeit präzisieren und dass wir diese Kriterien hinterlegen. Und Sie können darauf auch gerne selber antworten, ob Sie das als undemokratisch empfinden in Rolle Ihrer Fachaufsicht oder als diskriminierend oder rassistisch meinerseits. Ich stelle mich dieser Debatte, ist gar kein Problem. Ich habe nie gesagt, dass Herr Reiser eine schlechte Arbeit macht. Ja? Und aber das führen Sie in den Raum hier, Herr Krüger und Frau Burkhardt-Eulitz. Und dann, Frau Brichtsee, haben Sie gesagt, und das ist nämlich die Debatte, die wir hier führen, auch innerhalb des, ich würde gerne zu Ende sprechen, diese Debatte, die wir im Kuratorium führen. Aus meiner Sicht machen diese Träger eine gute Arbeit. Es geht aber nicht um die Sicht der einzelnen Kuratoriumsmitglieder. Und auf dieser Grundlage sollte auch keine Jahresplanung im Sinne einer politischen Bildung für das gesamte Land Berlin erfolgen. Sondern wir brauchen dafür Standards und Kriterien. Und die hätte ich gerne. Und das war Ihre Aussage gerade. Wir bekommen ja ein Wortprotokoll. Und ich bitte die Senatorin jetzt ausreden lassen. Und ich widerspreche dem auch vehement, dass Sie suggerieren, dass ich mit den Fragen, die ich stelle, die Arbeit der Landeszentrale in Frage gestellt habe. Ich möchte einfach nur ganz klare Kriterien und Standards, so wie es in allen anderen 15 Bundesländern auch der Fall ist. Und das ist, glaube ich, gerade, und Sie haben es alle heute durch die Bank mehrmals gesagt, in Zeiten, wo wir starke Randbewegungen haben im politischen Feld und in unserer Gesellschaft, ganz selbstverständlich, dass wir dann auch ganz hart auch mal darüber debattieren, was sind die Bedarfe, was sind die Kriterien, anhand dessen und anhand derer politische Bildung erfolgen soll. Und wenn das nicht mehr erlaubt ist, wenn diese Fragen nicht mehr zulässig sind, dann, glaube ich, hat Demokratie auch wirklich ein Problem. Und das hat nichts mit einer Fachaufsicht zu tun, Herr Krüger. Ich habe übrigens der zuständigen Fachaufsicht dann auch nur eine Frage gestellt. Und ich möchte auch darauf auch nur eine Antwort haben. Und wenn Sie mir darlegen können, wie ich da die Fachaufsicht beeinflusse oder wie ich mit solchen Fragen Einfluss nehme auf die Ausgestaltung der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung, dann höre ich mir auch gerne die Antworten an. Ich sehe sie aber nicht. Das wäre einfach tatsächlich das, was ich dann gerne zurückgeben möchte. Und dann, Frau Eidem ist leider weg. Das finde ich jetzt sehr bedauerlich. Frau Eidem sprach ja gerade Herrn Hammerbacher und Devi und die Devi-Studie an. Die haben wir ja 2021 und 2022 intensiv debattiert. Mich würde dann tatsächlich, und dann schaue ich auch noch mal ganz gezielt auch zur SPD rüber, interessieren, wie denn auch Frau Eidem dann dazu steht, dass diese Studie von Herrn Hammerbacher und von Devi im Bezirk Neukölln vom Bezirksbürgermeister und dem aktuellen Landesvorsitzenden der SPD sehr unterstützt worden ist und auch deren Ergebnisse befürwortet sind und die Ausweitung dieser Studie. Da komme ich so ein Stück weit ins Zweifeln. Mir ist unterstellt worden, ich würde diskreditieren. Ich habe Fragen gestellt bisher. Diskredition hat gerade nur auf einer Seite hinsichtlich eines Trägers stattgefunden, der übrigens vom Landesvorsitzenden der SPD und dem Bezirksbürgermeister Neuköllns, Herrn Hickel, sehr deutlich anders bewertet worden ist. Zum Erwachsenenbildungsbeirat. Der hat es morgen auf der Tagesordnung, hat mir Herr Reißer gerade eben gesagt, dieses Thema, die Stabsstelle. Da würde mich im Umkehrschluss zum Beispiel auch interessieren, wie der Erwachsenenbildungsbeirat eingebunden ist bei der Erstellung der Jahresplanung. Das sind ja alles keine Einbahnstraßen. Ja, also so ein Austausch funktioniert ja bilateral und wie so eine Sachen funktionieren. Und dann, Herr Krüger, finde ich es, und das ist ja auch einmal deutlich geworden, ich habe es im Kuratorium gesagt, aber Sie haben es jetzt gerade auch öffentlich gemacht, dann kann ich es hier auch nochmal aussprechen, spannend, dass Ihnen die erste und zweite Fassung
für die Stabsstelle bekannt ist. Nochmal, diese Dokumente sind vertraulich, sind noch im Partizipationsverfahren und dürften Ihnen mitnichten bekannt sein. Ja? Und das sind die Dinge, es wird ja immer wieder gefragt, warum die Stabsstelle auch mit vertrauten Personen dann besetzt werden muss. Weil es ein Thema ist, was halt, und Sie merken das ja selber, auch eng debattiert wird. Ja, und ich, politische Bildung, und wir haben es ja gerade gehört, ist mitnichten, Herr Hopp hat es ja mehrmals gesagt, wertefrei. Es ist eine werteorientierte Debatte, die wir führen. Ja? Und selbstverständlich muss man dann auch Gespräche und Debatten führen, die vertrauensvoll sind. Vertrauen hat aber nichts mit Einflussnahme zu tun. Ja? Ich glaube, das haben wir jetzt heute auch schon mehrmals gehört. Und nochmal, es ist auch nicht unüblich, dass so eine Position dementsprechend besetzt werden. Ich finde es bedauerlich, dass die Diskredition einzelner Träger und Vereine hier im Bildungsausschuss stattfindet. Ich möchte mich dem auch nicht anschließen. Ich habe auch deutlich gemacht, dass die Fachaufsicht überhaupt nicht anders gehandhabt wird, überhaupt nicht irgendeine Einflussnahme untersteht. Wir haben jetzt mehrmals auch deutlich gesagt, dass die Stabsstelle nicht mitzeichnungspflichtig ist und dass es dem Ganzen auch nicht unterliegt. Aber wir haben ja heute, glaube ich, auch ganz deutlich gemacht, wo der Pudels, wo das Pudelskern liegt und worüber hier debattiert wird. Und ich bin gespannt, wie der Bildungsausschuss weiter hier verfahren möchte. Herr Staatssekretär Lieke, bitte sehr. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch ein, zwei Punkte ergänzen, die auch gefragt wurden. In meinen 34 Jahren Berliner Verwaltung ist es schon recht einmaliger Vorgang, dass eine Verwaltungsverfügung im internen Beteiligungsprozess der Beschäftigtenvertretungen durchgestochen wird und hier, ich sag mal, völlig hemmungslos in Gremien hochgehalten wird, ohne dass das ein abgeschlossener Vorgang ist. Sowas habe ich in meinen ganzen 34 Jahren noch nicht erlebt. Und dass ein Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses diese Verfügung hochhält, mir vor die Nase und mir erklärt, was da drin stehen soll, in welcher Fassung, ist wirklich eine Respektlosigkeit, wirklich allererster Bonheur. Und zwar nicht vor mir, mir ist es persönlich, ich kann damit umgehen, aber vor den Gremien, die beteiligt sind, die Schwerbehindertenvertretung, die Frauenvertretung und der Personalrat. Das sind übrigens alles Gremien, wo Sie immer alles sehr hochhalten und alles sehr wichtig, ist ja auch, hat ja auch eine wichtige Funktion, aber das wird komplett diskreditiert. Finde ich wirklich sehr bedauerlich und dass Personalien, Einzelpersonalvorgänge, das sind strafrechtsrelevante Informationen, nämlich Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, in der Öffentlichkeit diskutiert werden und das durchgestochen wird, ist für mich genauso unfassbar. Und ich finde das gegenüber den Menschen, ohne dass ich jetzt Ihnen zu einzelnen Personen irgendwas sagen würde, völlig inakzeptabel. So viel nur zum Thema Organisationsverfügung, die noch nicht final beteiligt ist und damit auch noch nicht final vorliegt. Und Herr Krüger, wenn Sie schon aus Papieren lesen, dann müssen Sie mal richtig lesen, denn da steht nichts in keiner Version, die es jemals gab, irgendwas vom Projektfonds Kulturelle Bildung. Nein, steht, also Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, welche Version Sie haben. Vielleicht müssten wir die mal abgleichen. Die Jugenddemokratieförderung wurde angesprochen und Stabsstelle. Offensichtlich haben weder Sie noch die Initiatoren der Petition überhaupt verstanden, worum es geht. Das hat offensichtlich hier noch niemand verstanden, worum es geht. Es geht darum, dass wir in unterschiedlichen Politikfeldern, im Bereich der politischen Bildung, im Bereich der Jugenddemokratieförderung und auch im Bereich der Landeszentrale eine Abstimmung, eine Koordination benötigen, was völlig legitim ist gegenüber Verwaltung und politischer Leitung, eine Koordination vornehmen müssen, um unsere Mittel, die begrenzte naturgemäß, so effizient und effektiv einzusetzen, damit sie eine größtmögliche Wirkung entfalten. Ich glaube, das können wir hier alle unterstreichen, dass es notwendig ist. Auch übrigens im Zusammenspiel mit anderen Senatsverwaltungen. Wir haben millionenschwere Förderprojekte bei Senkult GZ. Wir haben millionenschwere Förderprojekte bei
Askiva. Wir haben millionenschwere Förderprojekte bei der Landeskommission gegen Gewalt. Wir haben millionenschwere Förderprojekte in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Bereich Gemeinschaftsinitiative und Quartiersmanagement. Und in vielen Bereichen passiert oft das Gleiche oder Doppelungen. Und in einer interministeriellen Kooperation, was völlig normal ist, was auch notwendig ist, da einen Austausch zu pflegen, der systematisiert und strukturiert ist, ist unser Job. Das müssen wir als Senatsverwaltungen machen, um uns gut abzustimmen, damit wir eine große Effizienz auf die Straße bekommen und unsere knappen Mittel, die wir haben, bestmöglich einzusetzen. Und dafür soll die Stabsstelle auch einen Beitrag leisten. Nicht mehr und nicht weniger. Und das hat nichts mit parteipolitischer Einflussnahme zu tun. Das hat nichts mit Unparteilichkeit zu tun und so weiter, sondern das sind Vorgänge, die in Zeiten knapper werdender Ressourcen schlichtweg notwendig sind, meine Damen und Herren. Und das ist Aufgabe einer Landesregierung. Und dieser wollen wir nachkommen und unterliegen damit der Kontrolle des Hohen Hauses hier und in meinem Bereich, was jetzt die Abteilung 3 angeht, auch des Landesjugendhilfeausschusses, weil der gesetzlich auch verankert und legitimiert ist, doch völlig klar. Und wenn der Beteiligungsprozess abgeschlossen ist, dann werden wir auch im Landesjugendhilfeausschuss und in allen Gremien, die darüber sprechen wollen, Auskunft geben und erklären, wie dann im Einzelnen die Ausgestaltung erfolgen soll. Denn auch das ist ein Prozess. Sie wissen doch, wie Regierungsarbeit funktioniert. Sie waren ja selber eine Weile dabei. Sie können nichts Fertiges aus dem Schrank nehmen, was völlig bis ins Letzte durchgefeilt ist, um dann einfach umzusetzen. Dinge, gerade in diesen Feldern, sind Prozesse, die sich entwickeln müssen, an denen wir gemeinsam arbeiten, an denen wir uns mit anderen abstimmen müssen, an denen wir uns mit Ihnen abstimmen müssen. Das ist doch völlig normal. Und genau das wird auch passieren. Nur dazu brauchen wir dann irgendwann mal eine Struktur und sozusagen die Einsetzung, dass wir mal ins Arbeiten kommen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann, was ich Ihnen auch als Versprechen geben kann, dass wir das selbstverständlich tun, weil das normale Regierungsarbeit ist. Und das habe ich so in meinen ganzen Jahren auch in politischer Verantwortung nie anders gehandhabt, nie. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zu Punkt 3a, zu der Abstimmung des Herr Dr. Reiser, Entschuldigung. Ja, Herr Dr. Reiser, selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, nur weil jetzt die Fachaufsicht, deren Leitung ich innehabe, mehrfach angesprochen wurde, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz Stellung nehmen. Habe die Senatorin noch um Erlaubnis gebeten, hat sie mir gewährt. Ich gehe davon aus, dass die Senatorin, der Staatssekretär Vertrauen in unsere Arbeit haben. Ich habe bisher nichts anderes gehört und nichts anderes verstanden. Und da mir nichts anderes übermittelt wurde, muss ich davon ausgehen. Und ich glaube, dass wir in einem guten Einvernehmen darüber sind. Also insofern sehe ich mich hier von meiner Hausleitung zumindest nicht in Frage gestellt. Das ist erstmal für mich wichtig festzustellen, weil ansonsten so der Eindruck in der Öffentlichkeit bleibt, hier gäbe es vielleicht irgendwie einen, weiß ich auch nicht, irgendwie einen, keine Ahnung, unterschiedliche Auffassungen oder so. Was tatsächlich der Fall ist, die Fachaufsicht, die Aufgabe einer Fachaufsicht ist im Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz des Landes Berlins geregelt und sie hat im Wesentlichen die Aufgabe, den verwaltungsmäßigen Vollzug einer nachgeordneten Behörde zu kontrollieren, zu überprüfen und einzugreifen, wenn dieser nicht gewährleistet ist. Das ist die Art und Weise, wie Fachaufsicht nach Gesetz verstanden wird und verstanden werden muss. Das ist was anderes, als inhaltlich Einfluss zu nehmen. Und deswegen habe ich auch im Kuratorium, wiederhole ich auch gerne hier nochmal, bisher die Aufgabe der Fachaufsicht so verstanden, in Respekt vor der Überparteilichkeit der Landeszentrale, in die inhaltliche Gestaltung der Landeszentrale keinen Einfluss zu nehmen, insofern, als dass wir keine Vorschriften darüber machen, was die Landeszentrale für Programme umzusetzen hat. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über Kriterien sprechen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht über Grundsätze von Ausschreibungen sprechen, weil wir halten uns an die Landeshaushaltsordnung. In der Landeshaushaltsordnung ist sehr genau dargelegt, wie Zuwendungen auszureichen sind. Und die Fragen, die die Senatorin gestellt hat, sind
mehr als legitim. Ich glaube, es ist ihre Aufgabe als Senatorin, diese Fragen an ihre Abteilungen zu stellen. Das muss sie tun. Und sie hat jedes Recht der Welt, das ist auch überhaupt nicht undemokratisch oder sowas, ich weiß gar nicht, ob der Vorwurf im Raum stand, aber wenn, dann kann ich nur sagen, das ist ein völlig normaler Verwaltungsvorgang, Fragen der Hausleitung in diese Richtung sind völlig legitim und sollen beantwortet werden. Und wir befinden uns, und das mache ich dann gerne erstmal intern, wir befinden uns in einem Dialogprozess mit unserer Hausleitung darüber, wie Kriterien vielleicht noch schärfer formuliert werden könnten, wie vielleicht auch noch mal eine Zielschärfung für die Arbeit der Landeszentrale erfolgen kann. Und darüber wird es auch demnächst Gespräche geben. Darüber bin ich auch sehr erfreut, dass wir in so einen fachlich-inhaltlichen Austausch einsteigen. Und ich denke, ich spreche da auch im Namen von Herrn Gill, der heute im Urlaub ist, sonst hätte er vielleicht auch hier teilgenommen, über die inhaltliche Ausrichtung der Landeszentrale mit dem zuständigen Haus zu sprechen, ist ein völlig normaler und richtiger Vorgang und das muss passieren. Was das jetzt für die Stabsstelle bedeutet, kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu kann ich nicht sagen, weil ich im Moment nicht weiß, an welchem Punkt die Organisationsverfügung der Stabsstelle ist. Insofern dazu ist, glaube ich, von der Hausleitung alles gesagt worden. Aber was ich hier nur noch mal deutlich machen wollte, wie die Fachaufsicht zu sehen ist, dass ich glaube, dass wir die Aufgabe der Fachaufsicht bisher in der Art und Weise wahrgenommen haben, wie sie wahrzunehmen ist. Wenn es eine andere Erwartungshaltung an unsere Arbeit gibt, dann nehmen wir die natürlich wahr und dann stellen wir uns dem auch und dann treten wir ein in den Dialog und der wird jetzt demnächst erfolgen. Und insofern ist es, glaube ich, irgendwie nichts, was jetzt ehrenrührig wäre oder sowas. Aber mir war nur wichtig, nochmal das hier transparent zu machen, damit Sie wissen, wie das auch bei uns im Haus erfolgt. Also es gibt hier keinen Dissens zwischen meiner Leitung und der Fachaufsicht oder der Senatorin und mir an dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Dr. Reiser. Dann zu Punkt 3a kommen wir nun zu der entsprechenden Abstimmung des Antrages der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD auf der Drucksache 19-16-20. Wer dem Antrag der CDU-Fraktion, der Koalitionsfraktion zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen und die AfD-Fraktion. Der Antrag wurde angenommen. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Wir kommen zu 3b. Den Besprechungspunkt schließen wir ab. Wir kommen zu 3c. Nun kommen wir zur Abstimmung. Herr Krüger. Also ehrlicherweise glaube ich nicht, dass wir nach der Debatte den Besprechungspunkt abschließen können. Also so viele Fragezeichen, was die Stabsstelle und was aber auch die Landeszentrale und die politische Bildungsarbeit insgesamt angeht. Wir müssen über Standards sprechen, wir müssen über das Verhältnis der verschiedenen Akteure der politischen Bildung anscheinend nochmal sprechen. Und wir haben auch eine Reihe von Fragen gestellt, die nicht beantwortet wurden. Die können wir auch gern nochmal schriftlich nachreichen. Genau, aber für uns ist dieser Punkt noch nicht abgeschlossen und wir würden den nochmal aufrufen in einem späteren Bildungsausschuss. Also, dass es weiteren Gesprächsbedarf gibt, das nehmen wir, glaube ich, alle wahr. Wir haben natürlich die entsprechenden Anträge und jeder Fraktion steht natürlich zu, das nochmal als Besprechungspunkt anzumelden. Die Senatorin sagt gerade zu Recht, dass es gut wäre, mit dem Blick auf das, was Herr Dr. Reiser gerade gesagt hat, dass es einen individuellen Ablaufplan ja auch gibt und Gespräche geben wird und dass wir dann zu gegebener Zeit das auf jeden Fall später dann nochmal aufrufen werden. Hier ist ja eine Kombination auch aus Ihren Anträgen. Und die Frage ist jetzt, ob man das jetzt nicht abschließt und dann trotzdem einen weiteren Besprechungspunkt zu gegebener Zeit, wenn die Senatorin auch jetzt gerade gesagt hat, Dezember, Januar, dass einfach Klarheit, größere Klarheit herrscht, dass das nochmal angemeldet werden kann. Weil die Anhörung haben wir ja jetzt auch ausgewertet. Frau Wojan. Also wir sehen eben nicht, dass die Auswertung abgeschlossen ist dieses Punktes und deswegen beantragen wir die Vertagung des Besprechungspunktes und nicht der Anträge. Frau Usig, bitte sehr. Wenn die offenen Punkte da noch bleiben, vielleicht lässt sich das Ganze in der Sprecherrunde zu klären.
So, wir vertagen. Es wird nicht abgeschlossen und wird dann entsprechend wieder aufgerufen, wenn es dann soweit ist. Dann kommen wir zu 3c, zur Abstimmung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 19-1905. Wer dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktion und die AfD-Fraktion. Damit kann es keine Enthaltung geben. Der Antrag wurde abgelehnt. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Auch mit fortgeschrittener Zeit rufe ich den Punkt 4 der Tagesordnung auf, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 19-1588, Etablierung eines nutzerfreundlichen Services zur bürokratischen Entlastung junger Eltern. Vorab ergehen folgende Hinweise. Zu Punkt 4 liegt dem Ausschuss die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Digitalisierung und Datenschutz vor. Der Ausschuss empfiehlt einstimmig mit den Stimmen der Fraktion der CDU, SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in Abwesenheit der Fraktion Die Linke den Antrag auf der Drucksache 19-1588 anzunehmen. Es wird keine weitere Begründung, denke ich mal, gewünscht. Das ist nicht der Fall. Gibt es von Seiten des Senates eine Stellungnahme? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir nun zur Abstimmung des Antrags der Fraktion CDU und der Fraktion der SPD auf der Drucksache 19-1588. Wer den Antrag der Koalitionsfraktionen zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Koalition und die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90, die Grünen und die Linksfraktion. Der Antrag wurde angenommen. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Ich rufe auf den Punkt 5 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD auf der Drucksache 19-1756, Deutsch- und Fachsprachkurse zur Unterstützung für Berliner Azubis. Zu Punkt 5 liegt dem Ausschuss die Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Arbeit und Soziales vor. Der Ausschuss empfiehlt mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke gegen die Stimmen der AfD-Fraktion den Antrag auf der Drucksache 19-1756 mit Änderungen anzunehmen. Zudem liegt dem Ausschuss zu Punkt 5 ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und SPD vor, der Ihnen am 27. September per E-Mail zur Verfügung gestellt wurde. Wird hierzu die Begründung gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wird der Senat sich dazu äußern? Das sehe ich auch nicht, dass das gewünscht ist. Dann lasse ich Frau Bricht, Sie bitte sehr. Wir hatten das ja im Plenum, deswegen wollte ich meine Fragen ganz kurz hier adressieren. Wir werden den Antrag auch unterstützen, die Berufssprachkurse an den OSZ. Meine Frage war, ob es eine reguläre Zumessung für die Sprachförderung an den OSZ zukünftig geben wird. Also werden die OSZ hier mit Mitteln für Sprachförderung ausgestattet oder sollen freie Träger das machen? Und dann gab es ja noch die Frage Schulsozialarbeit, das unterstützen wir sehr, aber es sind keine zusätzlichen Stellen im Haushalt eingestellt. Das heißt, wie plant der Senat diesen Antrag hier umzusetzen, wenn wir keine Haushaltsvorsorge getroffen haben. Danke. Herr Staatssekretär Lieke. Kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Weiß gut, nicht. Dann wird es mitgenommen, die entsprechenden Fragen und dann entsprechend sicherlich rückgespiegelt mit den Antworten. Dann lasse ich jetzt zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD zu der Drucksache 19-1756 abstimmen. Wer dem Änderungsantrag der Koalition zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Damit kann es keine Enthaltung geben. Dann komme ich nun zu der Abstimmung über den Grundantrag zu der Drucksache 19-1756 mit den gerade eben zuvor beschlossenen Änderungen. Der Antrag der Fraktion CDU und der Fraktion der SPD, Drucksache 19-1756. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen.
Die Linksfraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Damit sind wir bei Punkt 6 der Tagesordnung. Verschiedenes gibt es dazu etwas, das sehe ich nicht. Unsere nächste Sitzung, die 45. wird am Donnerstag, den 14. November 2024 um 14 Uhr stattfinden. Ich berufe die entsprechende Runde der Sprecherinnen und Sprecherinnen zur Festlegung der Tagesordnung gleich im Anschluss an diese Sitzung ein. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Die Sitzung ist geschlossen und ich bitte die Technik, uns offline zu schalten.